Ich finde, das ist etwas, was mich persönlich total oft stört. Dass man halt, wie, wie vergleicht man uns beide, ja, dauerhaft bin ich dann der dickere. Ich find, ist auch der Grund, weshalb ich so oft zum Sport gehe, weil ich einfach, ich glaube, es ist einfach der dauerhafte Kampf, ähm, gegen, Kampf gegen die Kilos oder, oder auch Kampf ähm, dahingehend, dass ich irgendwann mal einfach so sein will wie er. Dass es einfach dieses, dass dieses Kommentar nicht mehr kommt. Also ich hatte im letzten Jahr auch so oder Anfang des Jahres so einige Situationen, wo, wo wir dann im Gästeraum standen, der Dreh sollte gleich, äh, sollte gleich passieren, wo ich dann echt plötzlich eine Minute so ein Piepen im Ohr hatte oder einfach wusste, also normalerweise müsstest du jetzt, dein Körper gibt dir ein Zeichen, abbrechen oder das nicht machen, aber ich mach's dann trotzdem. Ich habe total Angst davor, dass, wenn irgendwann mal einer, was ja passieren wird, ist ja klar, irgendwann mal einer von uns beiden stirbt, dass der andere total vereinsamt. Weil wir können ja gar das ist ein nicht. Harter Bruch. Ja, aber es fällt mir gerade ein. Weil, ich, weil wir ein Kopf sind und irgendwie ja irgendwie alles irgendwie zusammen machen. Deswegen weiß ich, irgendwas ist dann drin und das wird irgendwann ausbrechen müssen, sonst, weil, wenn man zu viel ansammelt im Laufe der Jahre, ich glaube, das ist auch nicht ganz gut. Aber das unterscheidet uns, glaube ich, schon sehr. Also, dass er dann frei raus ist und die mir das auch egal ist und die dann auch dann da an Ort und Stelle weint oder an Ort und Stelle das dann auch auslebt, das kann ich gar nicht. Weißt du, was dich davon abhält? <laughs> Willkommen im Hotel Matze, dem Interview Podcast von mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiesch und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Meine heutigen Gäste sind Benny und Dennis Wolter. Die beiden sind sagen sie selbst Entertainer der alten Schule. Ihr Format Worldwide Wohnzimmer ist die erfolgreichste Late Night Show auf YouTube. Die beiden haben über 1,4 Millionen Abonnenten. Das ist richtig, richtig groß. Hat aber auch mal sehr klein angefangen, in dem Fall in Bennys Kinderzimmer bzw. in seiner Jugendstube. Benny wollte irgendwie schon immer berühmt werden und wollte etwas vor der Kamera machen. Er hat sich dann eine Kamera besorgt hat seinen Bruder mit vor die Kamera gezerrt und die beiden haben sich selbst gefilmt. Inzwischen lassen sie sich filmen und wenn sie gefilmt werden, dann machen sie es auch nicht mehr allein. Zwischen ihnen sitzen dann Menschen wie Agnes Strack-Zimmermann, Karl Lauterbach, Felix Lobrecht, Thomas Gottschalk, Moneyboy, ich saß da auch schon, Nina Schuber und ganz, ganz viel mehr. Es wird gespielt, es wird gelacht. Die beiden sind sehr, sehr schlagfertig und irgendwie schaffen sie es immer, aus ihren Gästen etwas rauszukriegen, was die sonst nicht so von sich geben würden. Ich schaue das wahnsinnig gern. Die beiden sind mir sehr, sehr sympathisch. Aber ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht so richtig viel über die. Und deswegen habe ich sie eingeladen. Es ist ein bisschen anders geworden, als ich es gedacht habe. Es ist viel, viel tiefgründiger geworden, denn das war meine größte Befürchtung, dass es zu witzig sein könnte. Aber das war es gar nicht. Wir sprechen über Träume, über große Träume. Die beiden wollen nämlich berühmt werden und ich wollte wissen warum. Es geht um Scham, es geht um Vorurteile gegenüber Zwilling, es geht um Verlustängste und das Showbusiness und ganz, ganz viel mehr. Es war mir ein großes Vergnügen, dass Sie da waren und ich wünsche euch jetzt viel Vergnügen. Im Hotel Matze mit Dennis und Benny Wolter. Also, ich glaube, wir wollen immer generell mit ähnlichen Leuten sprechen, habe ich so das Gefühl, und ähnliche Stars treffen. Mhm. Und ihr habt einen großen Star getroffen, ja. den ich noch nicht getroffen habe, mhm. das ist Thomas Gottschalk. Genau. Ich habe es mir natürlich angeguckt, aber wir wissen ja, wir Showmänner, Show <laughs> ja, Show wir Showhasen <laughs> wissen ja, das Spannende ist eigentlich davor. Also wie 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 war der Tag mit Thomas Kotschak? Wie ist er angereist? Wie hat er gerochen? Uh. Äh. Also es hat. Fangen wir bei der Anreise mal an, damit die Leute sich auf den Geruch noch freuen können. <laughs> ähm, die Anreise war schon spannend, weil an dem Tag an dem er kommen sollte, hat sich dann irgendwie zwischenzeitlich ein Streik angekündigt am Flughafen und so und der kommt aus Baden-Baden in Köln nach Köln und er sollte am gleichen Tag war ja auch noch beim Kölner Treff mhm. und da äh, hat uns die, ähm, die dieser Streik ging dann durch die Medien und hat uns der WDR angerufen sag mal wie kommt ihr denn zu euch weil wir, wir wollen den ja auch haben und und da haben wir nochmal nachgefragt und da wurde uns gesagt vom Herrn Gottschalk, dass er ähm, sowieso mit dem Privatjet fliegt. Das heißt, er ist von diesem Streik nicht betroffen. Und das war schon dieser erste. Von Baden -Baden. Ich glaube ja. schon. Also ich glaube jetzt nicht, dass er irgendwo anders war, da wohnt er ja auch. Und das war also, der war ganz entspannt. Und dann kam <laughs> da hat ihn zu. alles nicht interessiert. Ja. Ich komme sowieso mit, mit Privatjet, ich, mir ist es egal, ob die Lotsen streiken. Ich komme. <laughs> ja. Ja, dann haben wir ihn auch dann abholen lassen mit so einem Fahrer, der ihn auch schon kannte, ich weiß nicht, wie viele Leute so aus dem Servicepersonal immer sagen, ich habe den schon oft bedient, der kennt mich, wahrscheinlich hat er auch gesagt, Thomas, ich bin's, der Detlef <laughs> und der kannte ihn wahrscheinlich gar nicht, aber war alles super, der war total nett, kam da bei uns in die, du warst ja auch schon bei uns, ja. ich glaube damals, als du bei uns warst, gab es noch nicht, die. wir haben jetzt ein Gästeraum nebenan, wo Bilder hängen von Promis, die schon bei uns waren, wo eine Couch steht und ähm, Wasser im Kühlschrank steht. Und ähm, kam er an und dann dachte er in den ersten zehn Sekunden erst, dass da das Studio ist, weil seine Freundin, die er mitgebracht hat, direkt gesagt hat, so drehen wir jetzt hier. Und das war ein bisschen weird, weil ich, da wusste ich schon, okay, also ich glaube, die haben jetzt nicht so oft die Videos geguckt, weil da wissen sie, dass das ein richtiges Studio ist und nicht irgendwie von Greenscreen. Screen. Ja. Und ähm, dann war er ganz, er hat noch unterschrieben, hat seine Sprüche mit dem Team gemacht und dann ging es schon los. Und dann mussten mir die Sachen kurz erklären. Ähm, wir haben hier nur ein Set oder zwei, man muss immer, muss immer schnell umbauen. Das heißt, du hast das Talkset, dann wird es zum Spielset und dann stand er oft so im Weg, weil er kannte das nicht, dass es einem Set in der von drei Minuten anderes wird. Ähm, aber er war besonders zum Team, immer wenn die Kamera nicht lief, super lustig. Also er ist immer noch sehr wach und auch der Dreh an sich mit ihm hat Spaß gemacht. Also er macht sich da auch nichts mehr draus. Und ja. er will sich nicht vorbereiten. Genau. Wir durften ihm im Vorhinein noch nicht erklären, was wir machen. Er wollte es wirklich nicht wissen. Er hat hör mir auf, ich will es nicht wissen. Also ich dachte immer, das wäre so ein Gag aus der Szene, aber er möchte sich nicht vorbereiten. Er möchte spontan sein. Er möchte ja. spontan sein, ja. Aber zum Thema Geruch, ich finde, er hat sehr, ähm, sehr sportiv und schwer gerochen irgendwie also ähm schließe ich das nicht irgendwie aus nee gleichzeitig so eine Spritzigkeit mhm. gleichzeitig irgendwie so eine ganz ganz alte eiche so, ich weiß, passt noch ein bisschen zu ihm. Jeremy Fragrance wüsste jetzt, welcher Duft das wäre. Ich glaube auch. Ich glaube auch, den holen wir ja besser nicht rein. Der ist im Nebenraum und macht gerade ein die Gestütze. Aber ähm, ich war sehr verzaubert von ihm und seiner Begleitung. Und deswegen hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und war für uns echt auch so ein, ein Goal. Also wir wir sind wirklich Gottschalk-Fans und es war damals, wir haben es damals ähm, zu Beginn der Sendung ein bisschen aufgebaut. Irgendwann mal Thomas Gottschalk. Es war damals ja noch unmöglicher, als es jetzt ist. Und ähm, es war immer so: ja, irgendwann vielleicht, irgendwann, vielleicht, irgendwann, vielleicht. Und dann hat es ähm, geklappt. Ich kenne diese Träume auch. Ähm, jetzt sind wir hier. Jetzt ich hier, hier. <laughs> da sind sie, die Schlagwörter. <laughs> ja. Jetzt sind wir wach. Ja. Ähm, und ich kenne auch so eine, also so eine Freude darüber, natürlich, es klappt endlich super, mhm. super, aber auch so eine leichte Enttäuschung, dass man so ein Ziel erreicht hat. Kennt ihr das? Total. Also wenn du jetzt in unserer WhatsApp-Gruppe noch so Gottschalk mal eingibst als Suchbegriff, dann gibt es eben diese Nachrichten von früher, so, ach, dann kommt irgendwann der Gottschalk, als wir noch... Ja, als man noch treu war, als man quasi noch von solchen Sachen so weit entfernt war und dann war es da. Und diese Momente haben wir in, in den letzten zwei Jahren öfter, dann passiert das, was man sich schon so mal, also mal vorgestellt hat. Und dann ist das irgendwie, dann war das halt ein Drehtag. Es war natürlich toll, ihn zu sehen, es war toll, ihn hand zu schütteln, aber es war dann am Ende dann auch ein Drehtag und dann muss man sich irgendwie in den Kopf fassen, dass man auch das nicht verliert, dass man nicht die Besonderheit darin verliert, weil es war ja ein total besonderer Tag und wir haben ihn auch genossen, aber es hat sich dann realistisch angefühlt. Und nicht so, wie man sich das vielleicht vor fünf ja, Jahren vorgestellt ich hat. Ich finde das auch total schade irgendwie, dass man solche Sachen erreicht und dann davon aber nicht total lange zehrt. Am Tag danach war das schon wieder immer noch so, ja, cool, dass er da war. Aber am Übermorgen war es dann schon so, ja, er war da. Was steht als nächstes an? Und das finde ich total schade, weil ist ja für uns war das ein krasses Ereignis. Und ähm, ich glaube, wir müssen auch mal lernen, dass wir das nicht einfach abhaken und dann weiter nach vorne gucken, sondern auch mal die solche Sachen genießen. Das war mit dem Comedy und der, oder der Live Krone auch genauso. Voll geil, dass wir das gewonnen haben. Aber dann am nächsten Tag war schon wieder der, so der Fokus auf anderen Sachen. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht, also manchmal denke ich so... Ich glaube, es geht gar nicht anders, oder? Was würdest du denn machen? Willst du jedes Mal irgendwie drei Tage durchfeiern, oder... Zum Beispiel, oder sich Erinnerungen irgendwie im Handy stellen, dass man nach, eine Woche später nochmal sagt, ich mein, ah, ja, ein, ein, Riesen, war da. ein riesengroßes gottschalk bild hängt auch bei uns im Büro. Also, wir haben in unserem Büro ähm, große Bilder von, von bestimmten Momenten. Einmal hängt der Hartmut Engler von Pur mhm. mit uns am, am, am Songquiz-Set und einmal Thomas Gottschalk auch und Roland Kaiser mit Felix Dobrecht Und das heißt, da, Tommy hat es in unser Büro auf jeden Fall schon geschafft. Ich weiß ja auch, dass es, ich glaube bei dir in der Wohnung dieses große gottschalk bild mhm. gab, was du geschenkt bekommen hast von, von dir. Mhm. Also man, man, man erkennt ja auch, dass es ein großer mhm. Traum äh, für euch war. Bei bei mir ist es noch die Frau Merkel. Mhm. Das ist für mich der große Traum. Und bist du da weitergekommen bei der Frau Merkel? Wir sind auch, wir überlegen, wie kommt man an die Frau ran? Der hat ja auch irgendwie einen Podcast gemacht. Das ja. heißt, sie muss ja erreichbar sein für irgendjemanden. Ja, ah. ja. das verrate ich euch nicht. Okay. okay. <laughs> Na gut. Nein, gucken, das, wer sie zuerst hat. <laughs> damit foppen mich meine Kolleginnen auch immer so. Wir, wir haben jetzt die Merkel für äh, kleine Fragen. Also das ist halt irgendwie sowas, ja. so was, so dass irgendjemand jetzt kommen könnte, ja, ja. mir die äh, als wegschnappt. Als wegschnappt. Das ja, ja. Ist, ich ich, ich, ich kenne das so, Das eins kann nicht eins. wahr sein. Ich habe auch gedacht so boah Gottschalk, jetzt möchte man haben. Ich möchte nicht, dass vorher irgendwie jemand der Leroy sich den vorher den Gottschalk schnappt ich bin und dann bin auch sauer. Arm gegen Reich oder, oder sowas. Wir mal. waren auch ganz, lang, ganz oft sauer. Also bevor, bevor wir ihn hatten, Gott Gottschalk, da war der beim B eher in so einer Talkshow. Da war der bei der NDR Talkshow. Und ich denke Immer so, einfach mal eine halbe Stunde länger ins Auto setzen oder oft in, 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 in den Jet in, setzen. Oder in den Jet setzen und dann bist du schon bei uns. Gib uns doch einfach nur eine Stunde deiner Zeit und ähm, ich verstehe das Gefühl. Man ist dann ah, das das ist leicht da, getriggert. Also Gastneid habe ich das mal genannt. Ja, also es ist stimmt. ja gar nicht einerseits eine ja. Freude, also ich habe das auch mit Eva, dass ich die ganze Zeit sage, so, wie kann das denn sein, dass Teddy Technobrand nicht zu mir kommt? Mhm. Ja, nicht, warum, na klar, mhm. äh, aber mhm. meine Güte, ist doch ja, auch ja, nicht, ist doch auch nur, ist auch nur ein Podcast. Ja. Ja, voll. Erinnert ihr euch noch an eure Kindheitsträume? Ich wollte, also ich wollte immer Comiczeichner werden. Ben und ich haben immer gezeichnet, also immer Comics gemalt und rumgekritzelt schon im Kindergarten. Und ähm, das, also ich zeichne bis heute so gern, also ich skribbel eher so und ich mache jetzt keine riesengroßen Bilder. Ähm, aber das war immer, das war der erste Traum, an den ich mich erinnern kann, dass ich, dass, dass ich Comiczeichner werde. Also, ich wollte ja früher äh, Torwart der deutschen Nationalmannschaft werden. Das war mein ganz Aber das war Traum. doch erst so mit zwölf, ganz kurz, cool, also noch so klein. Hast du den Comics gemacht mit vier? Ne, wir haben schon im Kindergarten schon gezeichnet und sowas. Hm, okay. Hast du auch gezeichnet? Ich habe auch gezeichnet, ja. Aber ja. ähm, also wir hatten anderen Stil. Ja, ja, wir haben uns im Stil unterschieden. Ich war ein bisschen detailverliebter, Dennis hat einfach nur grob Ähm Deswegen. Aber irgendwie, ich kann mich daran erinnern. Ja, Torwart wollte ich immer werden und ähm, ja, ansonsten habe ich mir da gar nicht so Gedanken gemacht. Ich habe irgendwie, das war mein Leben lang, habe ich immer schon so, ich, ich habe mich einfach darauf eingelassen, was passiert. Ich war, mir war immer irgendwie klar, ich werde nicht auf der Straße landen. Ich, irgendwas mache ich immer. Deswegen hatte ich dann nie so, ich hatte nie so den Extremtraum, Traum, ich werde jetzt irgendwie mal Unterhalter oder mache das, was ich jetzt mache, sondern als hatte ich erst später diesen Traum. Aber als Kind hatte ich davon, für diesem Unterhaltungsbereich ähm, gar keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, dass sowas existiert. Ich wusste, es gibt Moderatoren und Euer Geißen, aber ich, von mir war jetzt nicht klar, dass ich das mal machen möchte. <laughs> ab wann wusstet ihr das? Also ab wann habt ihr davon geträumt, das zu machen, was ihr jetzt macht? Ich glaube, also ich glaube, ich würde es bei mir nicht so bezeichnen, dass ich davon geträumt habe, sondern zu dieser ganzen YouTube-Geschichte hat Benny mich überredet ähm, und dann habe ich das dann mitgemacht. Also er hat damals so eine Kamera gekauft und in sein Jugendzimmer. Ich darf nicht Kinderzimmer sagen, es war natürlich sein Jugendzimmer. Äh, auf die Fensterbank gestellt und dann haben wir uns davor gesetzt irgendeinen Quatsch gelabert. Und ich weiß noch, dass ich das erste, ersten zwei Jahre oder erste Jahr mich total auch geschämt habe, von Benny so zu sprechen, also so witzig zu sein und dass ich das immer. Ich hatte auch nie Lust auf die Drehs dann, also Drehs, im Kinderzimmer irgendwas <laughs> vorbereitet. Es war ich ein Dreh, kein... die Kamera an und das ist dann direkt ist für mich dann noch ein Dreh. Ja. 2010 war das aber ungefähr. Ja. 2010 haben wir, ich glaube, es waren Sommerferien und dann da hatten wir einfach Langeweile. Und ich habe immer schon sehr gerne MTV Home geguckt und solche Geschichten. Und das klingt immer total kitschig, wenn ich das sage, aber 2010 habe ich von dem geträumt, was wir jetzt machen. Also eine Show zu haben mit Rubriken und mit prominenten Gästen. Und genau das machen wir heute. Also, das ist quasi der Traum wurde erfüllt. Das ist ganz komisch. Aber saß du da vom Fernseher und hast MTV Home geguckt und gedacht, das will ich auch irgendwo? Ja, genau. Ich habe gedacht, boah, ich möchte auch mal eine eigene Sendung haben, ich möchte meinen Quatsch machen mit ihm zusammen. Und ähm, ja, und das mit Rubriken, lustigen Einspielern, das war immer so der Traum, den ich dann hatte. Und hast du das irgendwie notiert oder irgendwie auch schon so, also ich meine, wenn ihr beide so mhm. scribbelt und malt? Ich glaube, ich habe es in meinem Kopf mal gezeichnet. Hast du mich mal gezeichnet auf einer Bühne mit neben dir? Nee, auf einem Flügel habe ich das mal gezeichnet, aber nicht auf einer Bühne. Nee, das habe ich nie gemacht. Ich habe ich hab das alles in meinem Kopf gespeichert. Aber habt ihr es, also hast du es, wenn ihr dir gedacht? Ich habe ja irgendwann habe ich halt die Kamera gekauft von meinem eigenen Geld, 60 Euro. Und dann habe ich den Dennis einfach gesagt: Lass uns das mal machen. Und er ich gesagt: Ja, okay. Du hattest jetzt auch keine nicht viele Argumente, weil er sowieso nichts gemacht hätte in der Zeit. Deswegen kam er dann rüber in mein Jugendzimmer und ähm, hat dann sich neben mich gesetzt und wir haben einfach irgendwas gemacht. Ich war damals auch noch so ein bisschen mehr der Regisseur. Ich habe gesagt: Lass uns doch das so und so und so machen. Ja, Visionär. Und ähm, Dennis hat es umgesetzt. Aber gerade bei größeren Träumen, die jetzt nicht die darüber hinausgehen. Ich möchte mal keine Ahnung. Also Torwart der Nationalmannschaft. Das mhm. ist schon immer auch. Das ist ja auch ein, das ist auch ein großer Traum. Mhm. Den träume ich immer noch diesen Traum. Also <laughs> Hansi, guck mal. Und das andere, aber auch zu sagen, ich will meine Show haben mit Rubriken, ist ja auch ein großer Traum. Mhm. Und ich kenne das zumindest von früher. da Ich wollte immer bei Rock am Ring spielen als Musiker. Mhm. Und ich fand das schon auch sehr schambehaftet, das auch mal jemanden zu sagen. Also so zu jemanden wirklich. Mhm. So so einen irren Traum mitzuteilen. Ja, voll, voll. Ich glaube, das haben wir damals auch gar nicht so kommuniziert. Wenn, dann habe ich mit dem Dennis mich darüber unterhalten, dass ich das mal möchte. Und dann hat er auch mit den Augen gerollt, weil Dennis ist ein bisschen pessimistischer als ich. Ich bin manchmal auch ein bisschen treu doof und bin so ein bisschen mehr der Optimist. Also ich sehe nicht. Ich naiv seh, nenne ich das gerne. Naiv, Dennis nennt es naiv. Ähm, deswegen, ich habe damals irgendwie vielleicht schon dran geglaubt und dann ist vielleicht eher nicht so, ist aber nicht so, dass ich zu meinen Kumpels gegangen bin und gesagt habe, hör mal zu, ich möchte mal eine große Show haben und da kommt Thomas Gottschalk und Joko Klaas und Lena Meyer-Landrut, sondern das habe ich mich dann glaube ich auch nicht getraut, sondern eher so, ja wir machen unser YouTube-Zeug und mal gucken, was wird. Also dieses Tiefstabeln? Ja, so wir machen so ein bisschen. Genau, genau, ja. genau. Und wir haben uns auch früher echt auch für die Videos erstmal geschämt. Also irgendwie sollten es alle sehen, aber dann irgendwie auch dann wieder doch nicht. Also, wenn das dann jemand mal angemacht hat in unserem Beisein, dann bin ich rot angelaufen, mir, war das, ich, mir wurde extrem heiß mhm. und ähm, das wollte ich dann irgendwie doch nicht. Aber andererseits wollten wir ja, dass die Sachen geguckt werden. Also irgendwie war das so ein Widerspruch in sich. Wie ist das jetzt, wenn wir jetzt uns zusammen ein Video angucken würden, was. Was würdet ihr dann denken? Das, ist, das, das geht voll. Also, mittlerweile geht das voll. Also, ich weiß noch, Spendi, die ersten Videos, die kannst, kann er sich nicht angucken. Da schämt er sich. Obwohl ich mich eigentlich nicht so extrem schäme, dafür schäme ich mich. Ähm, was da im Speziellen? Äh, ich weiß nicht, wie, wie, wie das damals geschnitten war, Wenn wie wir Attitüde. damals geredet haben, meine Attitüde. Ähm, <laughs> ich weiß nicht, keine Ahnung. Irgendwie ist es so unangenehm. Wenn wir uns jetzt was anschauen würden, ähm, dann wäre es für mich null schlimm. So. Worauf achtet ihr, wenn ihr euch die Sachen von euch selber anguckt jetzt? Also, mhm. die jetzt sind. Also ich achte immer, also ich bin so ein sehr visueller Mensch, also alles, was man grafisch grafisch sieht, also die Intros, die Rubriken, die Thumbnails und Co., das mache alles ich. Ähm, das heißt, ich gucke immer so, wenn ich das Video nicht selbst geschnitten habe, sitzt alles, passt alles, richtige Schrift genommen und wenn das nicht der Fall ist, dann sage ich den Jungs und Mädels Bescheid, hey, bitte da die richtige Schrift rein, habe ich doch schon mal gesagt. Ähm, also, liegt auf dem Server die Schrift, genau, bitte mal <laughs> nehmen. Ähm, und ich achte auch drauf, wie Dennis und ich so gemeinschaftlich moderieren und wie wir so zum Gast sind und ich versuche mir immer aus jeder Folge so ein bisschen was mitzunehmen, weil es gelingt ja nicht immer, dass man super drauf ist und oder extrem schlagfertig ist oder, ähm, oder das, das Spiel gut erklärt, Und da achte ich immer drauf, dass man das vielleicht beim nächsten Mal ein Ticken besser macht. Lutz van der hat mir erzählt, dass er quasi eine Familie genötigt hat, sich seine Shows anzugucken in seinem, in seinem <laughs> Jugendzimmer. Ähm, habt ihr eure Eltern auch genötigt, daran teilzunehmen? An euren, also vor allen Dingen mhm. an deinem Traum? Ich glaube nicht, oder? Also das, war das schon eher, dann war du, so der Freundeskreis. Benny hat ja gerade gesagt, wir wollten, die, wir wollten eigentlich erstmal nicht, dass die Leute das sehen, aber ich weiß noch mit unseren Kumpels, da waren wir schon stolz, die ersten 100 Abonnenten und sowas und davon waren natürlich 30 die ersten Freu also Kumpels von uns. Weiß ich heute noch, wo die 35 dann gemacht haben, da waren wir schon stolz drauf. Und ich weiß noch, wo wir mal so ein Kumpel von uns ähm, im Restaurant waren und er hat dann gesagt: Boah, wenn ihr mal 10.000 Abonnenten habt, dann, ist, das ist ja, dann seid ihr ja riesengroß, dann ist, seid ihr bestimmt berühmt. Und ich meinte so, in meinem Kopf habe ich mir so gedacht, boah, das ist so eine große Zahl. Ich weiß nicht, ob man das, ob man das jemals erreichen kann. Wie habt ihr jetzt? Jetzt haben wir 1,4 Millionen, also mhm. auf YouTube. Und wenn mir das damals jemand gesagt hätte, also das ähm, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, weiß ich jetzt nicht, vielleicht 2050 oder so. Ähm, aber nee, ich, ich weiß noch, wir haben uns ja damals voneinander, ich habe mir, wir haben uns voneinander so ein bisschen geschämt, vor der Kamera so zu sprechen, nebeneinander. Mhm. Und dann war das so, die ersten Mal auf jeden Fall, da wollten wir auch nicht, dass Familie das hört oder sieht oder sonst irgendwas. Das war uns schon, also war uns schon, war schon gut, dass es... Das, ja, ja. Was machen eure Eltern? Also grundsätzlich alles zu unseren Eltern, unser Fam so unseren inner circle bringen wir nicht in die Öffentlichkeit. Mhm. Also auch einfach, ja, weil wir nicht so viel, wir möchten uns was privat halten. Aber auf jeden Fall sind unsere Eltern, ähm, sind selbstständig und ähm, werden immer... Also ich kann nur ich kann es einfach nur sagen wir hatten die wirklich die schönste Kindheit die man sich vorstellen kann ist nicht so dass wir hatten jetzt nicht extrem viel dass man sagen kann, wir sind irgendwie auf dem Bauernhof groß geworden und haben äh, alle zwei Tage einen neuen Gameboy gekriegt so ist es nicht aber wir wurden mit so viel Liebe aufgezogen und deswegen ist wirklich auch der, der Punkt weshalb wir so das schützen wollen dass wir einfach weil man weiß ja nicht wie groß das alles noch wird und ich glaube wenn, wenn wir jetzt irgendwas ausplappern würden was sie machen wo sie was machen so verstehe ich voll deswegen ähm, entdeckt ihr Sachen an euch in eurer Beziehung, die ihr aus der Beziehung von euren Eltern übernommen habt? Ich glaube nicht, aber was ich, was ich wirklich jetzt die letzten Jahre merke ist, denn ähm. es hat den Bartwuchs unserer Mutter. <laughs> Ähm, Ding. <laughs> das muss mich entschuldigen. Ähm, dass ich immer mehr Parallelen zu meinem Vater feststelle, an so Bewegungen oder, an äh, oder so wie ich rede oder wie ich, wie ich auf der Couch liege oder sowas, das, das entdecke ich immer mehr. Oder dass ich, wenn ich, früher mein Vater irgendwie gesagt hat, ähm, keine Ahnung, äh, also wenn irgendwas ich, ich habe ihm früher gesagt, Mensch, Papa, in der Pubertät ist man ja auch eher so, Mann, das sehe ich gerade gar nicht so, Papa oder sonst irgendwas. Und damals, wie er argumentiert hat, so argumentiere ich jetzt mal manchen Sachen, dann fällt jetzt kein konkret, konkretes Beispiel ein, aber da merke ich immer mehr Parallelen, wie Je älter man wird desto ähnlicher man seinem Vater wird und mhm. natürlich auch bei meiner Mutter auch aber man merkt dann schon irgendwann im Laufe des Jahres so in 32 dass man schon so ein Gemisch ist aus zwei Personen und da natürlich dann auch ähm, was drin liegt von den jeweiligen aber ich also, glaube unsere Eltern gehen auch sehr liebevoll miteinander um und sind sehr eingespielt und ich glaube das ist auch das was zwischen uns denn ist irgendwie äh, zwischen uns beiden so ist ich glaube wir sind sehr eingespielt sind auch klar wir streiten uns auch total oft aber grundsätzlich sind wir trotzdem liebevoll zueinander und wir können es aufeinander verlassen und hängen voneinander ab <laughs> für mich war Streit lange was ganz Schlimmes, eigentlich, weil ich, wenn meine Eltern sich gestritten haben, das war absolute mhm. Katastrophe. Ähm, ihr sagt ja ganz oft, dass ihr sehr oft streitet. Mhm. Ähm, <laughs> Heute Morgen, das letzte Mal im Zug, ne? ja. war wieder so ein kleiner Beef. Ich, ich glaube, wir brauchen ein anderes Wort für Streit, weil ich glaube, Streit ist ist für mich ein bisschen zu groß für diese acht Minuten Geschichten, die wir manchmal so miteinander haben. Ob es natürlich Wort Zoff ist oder so, also es sind immer Kleinigkeiten. Also an den letzten großen Streit zwischen uns beiden, wo man wirklich sich tagelang aus dem Weg gegangen ist, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Einerseits, wir sind natürlich beruflich miteinander, haben wir zu tun fünf Tage die Woche, aber wir sehen uns auch sechs Tage die Woche. Also an einem Wochentag, Wochenende sehen wir uns auch meistens. Wir gehen, wir fliegen zu zweit in Urlaub, gehen zu zweit auf Konzerte. Also ähm, ich habe so Streit. Ob, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch mal kommt. Kann mm -hmm. Ich kann nicht sagen, ob das irgendwann noch, auch noch, kommt, passiert. Komm. Das kommt noch kommt. Das kommt noch. Das kommt. Das kommt. Ja, ja, ja. Wer mich unterbrochen? sorry. Nee, aber die, die, äh, ich wollte wissen wie eure Eltern, wenn ihr das sagen mhm. könnt, ob, wie die euch streiten, vorgelebt haben. So. Weil deswegen, bei mir ist es, mhm. ich muss es wirklich erst lernen, dass es vollkommen okay ist und dass es nicht heißt, dass man ein ganzes Haus dann am Grunde abfackeln mhm. können, mhm. wollen also, will. Ich glaube, ähm, wenn sich meine Eltern mal gestritten haben, da war mein Vater immer der Temperamentvolle. Und das ist, das sehe ich mit den Dennis auch. Der Dennis ist immer le manchmal leicht cholerisch. Und meine Mutter ist immer die Besonnene. Im Endeffekt hat sie durchs sagen oft ganz viel gesagt. So, und das sehe ich bei mir manchmal. Also ich bin auch jemand, der, ich, ich will mich jetzt gar nicht als Engel dastehen. Ich bin auch manchmal jemand, der brüllt. Aber grundsätzlich äh, denke ich trotzdem noch zweimal drüber nach und lasse ihn sich erstmal ausbrüllen. Und dann reagiere ich vielleicht ein paar Minuten später und sage, hey. Sollen wir nochmal drüber die Sache quatschen? Ich glaube, das ist sowas. Obwohl man natürlich auch jetzt sagen muss, wer verkauft mich ja gerade so als Heißblüter jetzt im normalen Arbeitsalltag? Du bist ein Latino. Ich bin ja neun, neun Minuten älter und das ist ein Argument. Und das sagen, unser Team könnte theoretisch auch jetzt Sachen dazu sagen, aber ich glaube dann im Endeffekt bin ich dann schon der, der dann. Den Deckel drauf macht, beziehungsweise dann auch die in den richtigen Situationen vielleicht auch eher ruhiger ist und dich dann auch mal. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Parallel, vielleicht so ein Ding, was wir, wo, wo einmal der, derjenige so ist und der derjenige, also spürt man vielleicht auch, dass man im Endeffekt vielleicht auch, auch mal eine Person werden sollte, ursprünglich. Dass man wie so ein Jung und Young, also da wechseln wir die Rollen schon ab und zu. Und könnt ihr es ertragen, wenn Menschen wirklich streiten? Also weil ihr kennt das, ihr könnt mhm. ja nicht. Ihr kennt ja offensichtlich, klar, ihr könnt euch streiten oder zoffen, mhm. aber es, dieses Band wird ja für immer halten und normalerweise kennt man das unter Kollegen, mhm. unter Freunden, äh, auch unter Partnern. Es gibt mhm. immer irgendwann so ein ja, voll. So, so, so ein, so ein Ding, ich, ähm, also, grundsätzlich bin, sind, wir sind vom Sternzeichen Waage, sind eigentlich grundsätzlich recht ausgeglichen. Ich bin auch kein Fan von Streit. Es gibt auch Leute, die mögen das ja, sich so irgendwie ähm, so zu streiten. Das brauchen die irgendwie für sich selbst. Keine Ahnung. So ein Typ bin ich jetzt nicht. Und immer, wenn es, wir fahren auf Bahn, wir sind ja Promi-Pendler, wir haben keinen Führerschein. Das heißt, wir fahren Bahn, da gibt es auch die eine und andere Zofferei dann. Auch nicht nur von uns, sondern auch von den Mitinsassen und Insassinnen. Und das mag ich gar nicht. Ich mag diese Streits nicht, diese Brüllerei nicht, dieses Lautwert mag ich gar nicht. Wir, müssen, wir mussten aber, glaube ich, jetzt auch, seitdem wir Geschäftsführer sind und auch Verantwortung haben, glaub, wir mussten das auch dann lernen, dass man auch mal laut werden kann, ohne irgendwie keine unfair zu werden. Ich glaube, das, das ist so, so, so eine Eigenschaft, die wir lernen mussten. Weil früher als Kinder und Jugendliche, wir waren eigentlich immer introvertiert und ähm, immer entspannt. Und jetzt als Geschäftsführer hat man natürlich nochmal andere Aufgaben, muss manchmal durchgreifen. Das mussten wir echt tatsächlich ähm, lernen. Mhm. Ist dieses introvertiert sein, ist das immer noch da? Bei mir auf jeden Fall. Ich würde mich als introvertiert bezeichnen. Also auch wenn man auf Drehs ist, dann ähm, man, bei manchen Drehs hat Benny an dem Tag mehr Energie und dann, das spürt er dann auch, dass er vielleicht ein bisschen mehr machen muss oder muss an dem Tag als ich. Oder manchmal habe ich mehr, mehr Energie und Benny hat nicht so viel. Aber ich würde mich schon grundsätzlich als introvertiert bezeichnen. Und auch immer vor Drehs, auch wenn wir mal so einen Außendreh haben oder sowas. Dann merke ich schon, ich liebe das dann, wenn ich, wenn es dann soweit ist, aber ganz oft habe ich auch keine, keinen Bock. Also das mache ich gar nicht negativ zum Projekt gegenüber, aber ich liebe das, was ich tue. Aber es gab ganz oft schon Situationen, wo ich gedacht habe, ich fühle mich heute, ich will heute nicht vor ganz vielen Leuten irgendwas machen. Ich möchte heute nicht irgendwie auf einer Bühne stehen erhöht, wenn ich mir jetzt schon vorstelle, nächsten drei Stunden das und das. Wenn es dann da so ist, dann mache ich das auch gerne. Aber dieses Ganze davor, merke ich schon, dass ich ganz oft, glaube ich, wenn ich diesen Beruf nicht hätte, zumachen würde, wo ich sagen würde, boah, ich möchte eigentlich jetzt hier gar nicht sein, sondern ich möchte einfach jetzt mal für mich sein für eine halbe Stunde. Ist uns auch bis heute auch so wichtig, dass wir auch vor Sendungen oder sowas einfach einfach mal so eine halbe Stunde nur für uns haben. Also Seid ihr das, dann für euch zu zweit oder zu zweit. Ja. Also wir sind können auch zu zweit allein sein. Also für uns zu zweit, jeder wir unterhalten uns oder wir sind jedes am Handy. Gerade wenn, wenn man weiß, es passiert gleich ganz viel, dass wir nochmal mal so ähm, so eine halbe Stunde für uns haben, das ist noch wichtig, dass da keiner mit drin sitzt oder da die Tür aufgeht oder sonst irgendwas, sondern dass wir das dann mit uns zusammen ausmachen können. Habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht, was wäre, wärt ihr nicht Zwillinge? Also was wäre, wenn ihr mhm. jeder für sich wäre und, und, und wie das Leben dann hätte, hätte Fahrradkette? Mhm. Äh also ich persönlich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich sage auch immer, dass wir, dass wir zwei Leben in einem führen, weil wir machen so viel zusammen. Wir kennen auch Zwillinge aus der Realschulzeit, die dann irgendwann ab der sechsten Klasse zwei verschiedene Wege gegangen sind. Einer war dann plötzlich wie ein Rocker angezogen, der andere wollte dann sich dann plötzlich also Zwillinge wollen sich manchmal auch aktiv abgrenzen vom anderen. Ja. Das haben wir auch erlebt. Das wollten wir nie. Also wir haben immer zusammengehalten waren immer zu zweit und wir waren immer ein Team. Mhm. Und wir hatten auch nie, ich hatte auch nie Lust, war für mich immer unvorstellbar, von Benny eine längere Zeit getrennt zu sein oder sowas. Das heißt, ähm, wenn ich mir ich kann mir jetzt, also ich kann als wenn du mir jetzt, als wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, irgendwie ins All zu fliegen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Keine Ahnung. Ich glaube, wenn wir, wenn ich jetzt eine Einzelperson wäre, ich glaube, ich wäre noch ein Ticken extrovertierter, weil ich einfach sein muss. Weil wir als Zwillinge, man kann immer sagen, hey Dennis, bestell du. Ich weiß nicht, ob du das kennst im Restaurant. Keiner von uns beiden will bestellen. Ich sage immer, Dennis, bestell doch du. Und ich sage dir, was ich will. Und der Gleiche sagt immer, ja, auch bestell mir bitte mal eine Cola, weil ich habe keine Lust zu bestellen. Ich weiß nicht warum, weil wir fühlen einen Job in der Öffentlichkeit. Aber dieses diese Sozialphobie, die ist mhm. manchmal voll oft da. Und ich glaube, wenn ich ein Einzelkind wäre, dann bin ich ja auf mich allein gestellt. Dann müsste ich, glaube ich, offener sein. Und Müsst mir meine Currywurst rot-weiß selbst bestellen? Könnt ihr nicht sagen, ja, ich nehme auch das, was er nimmt. So, das, das sind, kennt mal, glaube ich. Nicht. So ein Albtraum von mir ist immer, wenn, wenn ich auf so einer Party bin und dann kennen mich so ein paar Leute von meinen, von meinen Sachen, die ich mache und dann bin, lernen die mich introvertiert kennen und dann, so, dann wundern, sprechen die mich an und fragen mich, ob ich keinen Spaß habe oder warum ich nichts mache. Weil ich ja sonst anders bin. Und das ist für mich so eine, das hasse ich diesen Moment, dass ich, weil ich bin ja keine Aufziehpuppe oder, oder ich mache, ich muss ja nicht über Show machen, sondern mein, naturell, naturell ist ja eher introvertiert. Und ich mag das nicht, wenn man dann irgendwie dann etwas vorführen muss oder irgendwie sein muss, was alle, was andere von einem erwarten. Ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt in der Medienszene gibt, so Menschen, die vor der Kamera aufgedreht sind und hinter, hinter der Kamera auch aufgedreht sind, weiß ich gar nicht. Gibt es sowas? Also gibt so es so einen Clown, der vor der Kamera Clown ist hinter der Kamera Clown? Ich, wüsste ich jetzt persönlich nicht, also ich ja, glaube, es muss dieses Yin und Yang glaube ich geben, dieses man kann vorn raus, aber gleichzeitig muss man sich irgendwie hinter der Kamera dann wieder sammeln, um dann wieder das nächste Mal wieder raus zu können. Ich glaube, wenn du andauernd angespitzt bist, glaube ich, irgendwie überdreht sich das Rad aber meistens ist es ja dann schon so, wenn man gerade, wenn man neue Leute kennenlernt, die ähm, einen dann nur vom Bildschirm mhm. kennen, dann sind die ja eigentlich erstmal enttäuscht, oder? Also so, die sind enttäuscht, dass äh, mhm. du vielleicht äh, ja. nicht die ganze Zeit äh, super drauf bist <laughs> und, ja. und äh, wow und eigentlich nach dem du anderen. Du enttäuscht Menschen, denn ja. Ach, ja. aber es ist doch eigentlich so, ne? Also es geht doch bei äh, vielen so, dass sie dann ja. irgendwie so ein ähm, ja, ja ist immer, dann bekommt man manchmal so, so Vorwürfe, so, hä, ich, so, die, hä, und dann ich dachte, oder. Ist denn alles gut und so? Bei mir ist dann auch alles gut. Also ich, wenn ich, wenn. War genau. Oder warum guckst du so? Geht's dir nicht gut? Ja, ich stehe hier einfach, was soll ich denn machen? Soll also ich dauergrinsend hier durch die Gegend laufen? Ähm, obwohl ich glaube ich dann noch ein Ticken offener bin als Dennis, wenn es um so Partygeschichten geht. Ähm, das heißt, mir wird die Frage jetzt nicht so oft gestellt, aber ich kann eins zu eins verstehen, was Dennis meint. Also, dass immer dieses, weil die Leute kennen uns ja nicht als Privatpersonen die meisten, sondern die kennen uns ja aus dem Internet oder aus dem Fernsehen oder sonst woher, wo wir halt ein bisschen locker, äh, offener sind und deswegen ist es wahrscheinlich nicht, wie du sagst, für die dann enttäuschend, wenn wir da mit dem Gin Tonic stehen und nicht über beide Backen grinsen, wo mhm. wir das mit dem Gin Tonic machen könnten. Es gibt ja, glaube ich, zwei große Sehnsüchte, die jeder Mensch hat. Einerseits die unglaubliche Sehnsucht nach Gemeinschaft und die nach Autonomie. Äh, also, Gemeinschaft ist ja nun quasi mhm. Äh, mhm. <laughs> gegeben. Mhm. Wie habt ihr eure Autonomie gefunden? Boah, gute Frage. Ähm, ich glaube, Dennis, du kannst auch gerne dazwischen springen, wenn ich misserzähle, Aber ich glaube, er ist lieber für sich alleine. So, ich bin also, ich bin auch gern mal für mich, aber ansonsten lasse ich mich auch gern bespaßen. So, das heißt ähm, schwierige Frage. Ich, ich, ich habe das manchmal, wenn ich nach Hause komme und wir haben so ein, so einen Dreh gehabt oder wir kommen vielleicht irgendwoher geflogen und wir haben eine stressige Woche und wenn ich dann nach Hause komme, ähm, ist wahrscheinlich auch ein Leid, was viele aus der Medienbranche haben, aber dann ich habe eine Freundin da zu Hause und die möchte, die freut sich auch auf mich und ich, die möchte mit mir sprechen und dann habe ich aber auch oft so das Gefühl ich liebe sie wirklich unendlich und ich mag das total gerne mit ihr Zeit zu verbringen aber ganz oft das Gefühl dass ich am liebsten hätte ich jetzt erstmal eigentlich einen Abend für mich dass ich sagen würde ich möchte einfach nur auf der Couch liegen, daddeln, nicht weil ich mit ihr keine Zeit verbringen will, sondern weil ich sage, in meinem Kopf ist ein Rausch, ist ein, ein Rausch, also das passiert so viel, muss ich so viel verarbeiten manchmal und man hat so viele Sachen, weil wir auch, auch sowohl Geschäftsführertätigkeiten haben, als auch dann auf, vor der Kamera manchmal, manchmal mischt sich das zu so einem Sturm, dass ich ihr auch gar nicht gerecht werden kann und ähm, aber ich möchte aber dann trotzdem ihr genügen, das heißt ich bin gerade in so einer Phase, wo ich eigentlich versuche auf allen Hochzeiten glaube ich gleichzeitig zu tanzen, bin mir aber bewusst, dass das nur bis zu einem gewissen Grad geht. Also ich hatte im letzten Jahr auch so, oder Anfang des Jahres so einige Situationen, wo, wo wir dann im Gästeraum standen, der Dreh sollte gleich, äh, sollte gleich passieren, wo ich dann echt plötzlich eine Minute so ein Piepen im Ohr hatte und einfach wusste, also normalerweise müsstest du jetzt, dein Körper gibt dir ein Zeichen, abbrechen oder das nicht machen, aber ich mache es dann trotzdem. Und dann geht das dann auch und man merkt keinen Unterschied vor der Kamera, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich irgendwann, wenn dieses Kapitel, das wir gerade machen, abgeschlossen ist, wahrscheinlich irgendwann mal so runterfahren muss in einigen Situationen, dass ich sage, okay, wir haben fünf Jahre machen jetzt Dauerfeuer, wir haben keine Sommerpause, keine Winterpause, wir machen so viele Sachen, auf die wir auch Lust haben. Wir sind ja auch heute hier, weil wir jetzt richtig Bock drauf haben. Es ist kein so Termine, auf die wir keine Lust haben oder Einladungen, die sagen wir auch ab, ab, ab mittlerweile. Aber trotzdem will man alles mitnehmen. Also hier mal zu sein. Ich hatte ja auch im Vorhinein geschrieben, dass es das auch für mich so ein Goal ist, hier zu sitzen, weil ähm, ich das natürlich auch vor dem, wo ich jetzt stehe, kannte und gedacht habe, boah, wenn, wenn man hier sitzt, dann hat man schon irgendwas Richtiges gemacht und ich glaube ich muss irgendwann auch mal so den Stecker ein bisschen ziehen und ähm, ich glaube die Leute ja. ich, 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 ich gibt Leute da draußen die das die das was wir machen unterschätzen weil wir sind ja nicht nur vor der Kamera sondern wir sind auch weiterhin hinter der Kamera, also wir, ich schneide immer noch Sachen, ich mache das den ganzen grafischen Kram. Ähm, Dennis macht ganz viel Buchhalterzeug und ganz viel ähm, Quittungen ablegen und Buchungen und so. Wir haben uns jetzt eine, Assisten also eine Assistenz besorgt, die uns unterstützt und auch das Team ist super, unterstützt es ja auch. Also wir haben ein mega, mega Team, ähm, was wirklich super Arbeit macht, aber trotzdem machen Dennis und ich ganz, ganz viel, weil wir das wollen, weil wir Perfektionisten sind und ähm, weil ich das glaube ich ohne unseren Flavor auch gar nicht geht. dann wäre es also auch nicht unser Projekt oder unser Produkt. aber ich glaube, ich stimme Dennis dazu. Ähm, das, dieses Tempo kann man nicht ewig halten. Also, wir haben so eine Energie und die ist, da ist auch noch ganz viel drin, aber irgendwann muss man, glaube ich, mal einen Stopp machen, weil so, so viel. Auch mit dem, wir auch wir haben mit Klaas mhm. darüber gesprochen, mit Joko, die sagen auch alle, ihr habt eigentlich einen Knall, dass ihr euch nicht mal so ein Auszeiten nehmt. Aber ich glaube, dafür ist unser Feuer auch gerade noch, weil so viel Gutes auch passiert. Es gibt uns ja quasi auch das Feedback, dass wir was Richtiges tun, weil wir aktuell so gute Einladungen kriegen und es vor viel Spaß macht und gute Gäste, dass wir jetzt einfach weiter durchziehen. So, wann der der Zeitpunkt ist, wo wir dann einmal so einen kleinen Stopp machen, kann ich gerade nicht sagen, ob wann der so kommt. Aber ähm, ja, ist gerade so ein bisschen ja sehr gut und in manchen Situationen sehr schlecht. Aber ich glaube, wenn du diesen Querschnitt nimmst, dann ist das, was passiert gerade, schon gut. Wie lebst du, Benny, deine Individualität, also diesen ähm, für mich sein Momente? Also ich, ich liebe es zum Beispiel, zum Sport zu gehen. Das macht mir total viel Spaß. Ähm, Denn es geht auch oft zum Sport. Ähm, aber für mich ist es wirklich so etwas wie ja, so eine Routine in den Alltag reinbringen. Weil wir haben, klar, wir haben auch Routinen, Büro und Co. Aber manchmal dreht man um 12 Uhr, manchmal um 14 Uhr. Manchmal hat man zwei Gäste am Tag, manchmal nur einen. Das ist ja nicht so richtig so eine Routine. Deswegen versuche ich mir da durch den Sport so eine gewisse Routine zu besorgen. Ähm, dann liebe ich auch ausschlafen, das ist für mich, da, da kann ich total Energie sammeln, also einfach den Wecker ausmachen, abends ins Bett gehen, also Freitagabend ins Bett gehen und einfach Samstag bis elf durchschlafen, so einfach mal so, boah, und dann einfach aufwachen, wenn man ausgeschlafen ist, das liebe ich und ich bin auch sehr gerne im Urlaub, das heißt, wenn ich, ich versuche mir auch manchmal so ein langes Wochenende zu nehmen, wo ich dann einfach mal nach Amsterdam fahre oder irgendwie nach Palma einfach mal so ein bisschen Auszeit genießen. Ich bin doch, kann auch, kann das Handy auch dann im Spind lassen oder auf dem Hotelzimmer. Ich brauche das auch, weil ich glaube, diese dauerhafte Dadelei, die macht einen total unruhig und der Kopf macht andauernd was mit dir. Und ich glaube, wenn du einfach mal das Handy irgendwie auf dem Hotelzimmer lässt und du einfach nichts machen kannst, ich glaube, das bringt dem Kopf auch total viel. Ja, das sind so Sachen, die ich, die ich ganz gerne mache und versuche in meinen Alltag reinzubringen. Was mir, was für mich aber auch irgendwie wie Urlaub ist, ist wenn Dennis und ich am Wochenende was machen. Also wir verabreden uns, gehen dann trinken was und gehen feiern und haben Spaß miteinander und ähm, rein platonisch natürlich und ähm, gehen ins Kino. Ich glaube, das ist für mich auch so was, was mir voll Spaß macht. Weil wir sind ja auch beste Freunde, wir sind ja jetzt nicht nur Geschäftspartner ähm, und, und Zwillinge, sondern wir verstehen uns ja auch super. Über was redet ihr? Wenn ihr nicht über das Geschäft redet. Das ist ganz lustig. Meine Freunde fragt mich manchmal, worüber redet ihr eigentlich noch? Weil wir uns ja sowieso fünf Tage die Woche sehen und dann. Das hat sie so mal gefragt. Was, ihr seht euch jeden Tag, weiß ich nicht, acht Stunden, neun Stunden. Worüber redet ihr noch, wenn ihr euch so? privat trefft, immer irgendwas, Beobachtungen, die man irgendwo sieht draußen, irgendwelche Erfahrungen, lassen die Sachen Revue passieren, irgendein Quatsch. Also es gibt da zwischen uns eh keine peinliche Stille, ist unmöglich, aber uns kann man auch irgendwie acht Stunden im Aufzug stecken lassen. Wir, finden, wir quatschen davon wahrscheinlich vier Stunden durch, also wir finden immer irgendwas. Und ist das so, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier seid, dann in die Fahrt nachher weiter, hm. und dann redet ihr darüber, wie das war hm. und dann redet ihr darüber, was euch hier aufgefallen hm. ist. Fallen euch dann unterschiedliche Sachen auf? Oder äh, siehst du dann, ja genau, hast du, ja, habe ich auch gesehen. Ja, ja, das ist eher der Fall. Ein, also, ist ähnlich. Also wenn uns was auffällt, dann, dann ist, ist es dasselbe. Dann also fällt es das Gleiche auf. Mhm. Also es ist nicht so, dass, ja, hast du das mal gesehen? Nee, ist mir gar nicht aufgefallen. Aber hast du das gesehen? Ist es gar nicht. Also wir denken ja auch total auf dasselbe. Deswegen sage ich ja, ich glaube, wir haben telepathische Fähigkeiten. Dennis ist dagegen. Ich, ich sage es aber wirklich. also bin ich, ich bin nicht dagegen. Ich glaube nur nicht so. Ich glaube nur nicht daran. Ich habe einfach, ist einfach in der Natur der Dinge, wenn man einfach viel Zeit miteinander hat, Bringt, dass man die Bewegungen des anderen lesen kann, dass man. Ja, aber wir denken Sachen total machen. auf das Gleiche. Es kann kein Zufall mehr sein. Deswegen okay. würde ich an dieser Stelle Uri Geller mal <lacht> <lacht> zu bitten, und und da. das, der sich das mal anschaut. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich, ich, wir, wir sind wirklich ein. Wir, wir beobachten die gleichen Sachen. Es kann, kann schon sein, dass wir manche Dinge anders bewerten. Also, wo, unter, wo unterscheiden sich die Bewertungen? Ja, das sind dann eher. <laughs> will ich natürlich sofort wissen. Ja, keine Ahnung. Ähm, zum Beispiel. Ja, dass Dennis irgendwie Sachen, oder ich, ich finde, find etwas lustig, keine Ahnung, hier steht ja so eine kleine Hütte für, der, für, für den Hund, und ich finde das zum Beispiel lustig, dass es ja, dass es so weiß-gelb angestrichen ist, passend zum Design des, des Hotel Matzes, finde ich lustig, finde ich schön, finde ich süß, und Dennis sagt dann, ja, aber ist ja eine Hundehütte. So. Nee, das glaube ich nicht, das ist anders. Und zwar, da, da, da kann man auch gut in so einem Beispiel sehen, wie diese Zoff, wie der Zoff entsteht. Wenn ihr sagt, hier steht eine gelb-weiße, dann sage ich, nee, die ist aber weiß-gelb. Und das sind dann, ähm, in, da gibt es Diskussionen, da gibt's die, die acht Minuten dauern. Und dann, nee, ja, gut, das, das wäre so typisch. So ein kleinen Scheiß sich dann irgendwie in Rage reden, das ist aber auch dann auch kein Streit, wo man dann ist ja, ein Spiel das, eigentlich. Ist, ja, eigentlich schon. So ein bisschen ich habe total Angst davor, dass wenn irgendwann mal eine, was ja passieren wird, ist ja klar, irgendwann mal einer von uns beiden stirbt, dass der andere total vereinsamt. wir können ja gar das ist ein nicht harter Bruch. Ja, aber, aber fällt mir gerade ein, weil, ich, weil wir ein Kopf sind und irgendwie irgendwie alles irgendwie zusammen machen, Da finde ich das voll schwierig, weil ist natürlich toi 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 und am liebsten sind wir da 112 und das ist eh egal. Aber keine Ahnung, also ich weiß gar nicht, was dann passieren würde. Nicht nur jetzt, äh, mal weg von dieser Karriere, von dem Scheiß, sondern ich glaube als Person, ich weiß nicht, ob Zwillinge damit klarkommen können, die so miteinander, eng miteinander sind, keine Ahnung, weiß ich gar nicht, was dann passiert. Aber was würde denn zum Beispiel passieren? Oh, jetzt bin ich ganz gemein, ähm, wenn, wenn Dennis sagen würde, du, ich kann nicht mehr. Das Fieben, mhm. das ist so laut, ich ähm, sorry, ich äh, bin hier raus. Ich, das ähm, gibt es ja auch. die Fälle. Ja, ja, mhm. ja. Ich glaube, ich würde ihn einfach da supporten und würde ihn einfach das... Ich mein, im Endeffekt ist es ja alles auch nur ein Zirkus, Job und mir geht es ja dann um sein persönliches Wohl. Das heißt, wir werden schon irgendwas finden. Irgendwie kriegt die Kuh dann schon gemolken, dann macht Dennis jetzt ein <laughs> Buch oder so. Ein paar Jahre später, also ich, ich kann das Cover gestalten, so finden wir dann irgendwie schon zusammen. Aber seine Gesundheit geht natürlich vor, klar. Du hast Dennis erst von diesem Kapitel gesprochen. Mhm. Was ist das für ein Kapitel? Also das ist ja diese, wo wir uns jetzt gerade befinden, ist ja quasi die Blume, die aus dieser Knospe entstanden ist, dass ja Benny irgendwann seine Kamera auf, auf die, auf die, auf die Jugendzimmerfensterbank gestellt hat. Und ich glaube, ich, ich, wahrscheinlich sind wir da schon längst im nächsten Kapitel, aber für mich ist, gehört das alles noch dazu. Also, dass wir jetzt, wir sind immer noch so auf, auf YouTube hauptsächlich aktiv in unseren Sachen, die wir machen. Ich glaube, vielleicht ist das ja so ein Ding, wenn man sich links und rechts noch so andere feste Bausteine aufgebaut hat. Obwohl ich das schon glaube, also von dieser Fensterbank bis jetzt zu irgendwie acht Mitarbeitern und, und, und einer neuen Firma, die wir jetzt gegründet haben, ähm, mit der Florida zusammen, das sind, das sind natürlich schon, ich glaube, da sind wir schon drei, vier Kapitel eigentlich weiter, aber es fühlt sich immer noch ganz homogen an. Und da bin ich auch ganz dankbar drum, weil wir haben so viele Leute auch aus der Social-Media-Szene, auch als Gäste gehabt in den vergangenen Jahren, und die hatten dann diesen Hype. Und dann plötzlich, von, wenn du ganz oben bist, dann gehst du automatisch irgendwann wieder runter. Und das hatten uns damals, als wir noch auf diesem Weg dahin waren. Also dieser Weg nach oben fühlt sich, wenn man, wenn man sieht, dass andere einen überholen. Manchmal fühlt sich das scheiße an, weil man denkt, toll, der hat jetzt den Hype oder der. Wir waren nie so, dass wir gesagt haben, wir hören deswegen auf. Das heißt, diese Sache gerade, wir hatten ja nie einen Hype. Das heißt, wir haben es immer, immer alles aus Hobby gemacht. Haben wir nie gedacht, okay, wir hören jetzt damit auf. Aber es hat sich da schon blöd angefühlt, wenn du, wenn du wusstest, der überholt dich jetzt. Aber mittlerweile bin ich da so dankbar drum, dass wir keinen Hype hatten und dass sich alles so ganz normal nach oben entwickelt hat. Und, ähm, ich glaube, ff, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, wir sind jetzt schon im fünften, sechsten Kapitel, aber es fühlt sich irgendwie alles noch so an, wie, als wäre das alles erst so drei Jahre ja, wir, her. sind aber auch Tiefstapler. Also, wenn ich mich mal im Freundeskreis rumfrage, für die ist es ja, krank, dass wir hier sind oder dass wir mit Thomas Gottschalk drehen oder mit einer Lena Meyer-Landrut oder oder mit Joko und Klaas eine Firma machen. Für die ist das ja insane und ähm, wie für uns ist das ja auch extrem krass. Ähm aber ich weiß nicht, wir checken das manchmal, glaube ich, gar nicht. Weil wir halt sagen, ja, aber das ist auch, ist ja schön, alles gut und schön, aber das kann ja auch ganz schnell wieder dann vorbei sein. Also es ist, glaube ich, nicht so, dass wir realisieren, dass wir mit, mit Stars drehen und für manche Leute auch Stars sind oder, oder bekannte Gesichter. Also ich glaube, das realisieren wir gar nicht. Und dann wird das, glaube ich, für uns immer so sein. Ich glaube nicht, dass wir irgendwann sagen: Ja, jetzt sind wir prominent, jetzt haben wir es geschafft, dass wenn wir irgendwann mal wetten, das machen. Ich glaube, selbst dann ist es ja okay, wir machen das jetzt und, und dann ist es aber auch nicht so krass, weil früher war das eh viel krasser. Also manchmal sind wir so die geborene Tiefstapler ich, und Schwarzmaler. Ich mir zum Beispiel ein, wenn wir uns jetzt wetten, das vorschlagen würde, dann ist in meinem Kopf sage ich, ja gut, jetzt was total doof ist, weil damals waren wir noch nicht, so, waren wir ja noch wahrscheinlich erst drei, aber jetzt wird uns angeboten in einem, wenn die Show eh schon nicht mehr jeder guckt, so denke ich dann, wenn man jetzt das Dschungelcamp moderieren lässt, dann will wir sagen, würde ich sagen, ja gut, aber die Quoten waren ja vor zehn Jahren dreimal so hoch. Jetzt ist natürlich klar, dass man uns jetzt fragt, diese, diese Denke, die ist total unrealistisch, und unlogisch natürlich mhm. auch, aber das geht dann so in meinem Kopf so vor. Ich fühle mich dann auch nicht zu schlecht dafür, mhm. aber ich denke dann einfach weiß ich nicht also dieses ist, glaub ich glaube diese extreme Tiefstapelerei dass man sich dann irgendwie sagt okay jetzt 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 fragt man auch uns so was natürlich wie gesagt total unlogisch ist glaube ich Im, im Sinne von so äh Restaurampe wird Restaurampe. jetzt ab, ab, ja. Ab, abgeklopft ja, ja. 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 Ich meine, da bin ich noch ein Theken anders. Also ich versuche ihn dann wahrscheinlich auch da aus diesem Loch dann immer rauszuholen, indem ich sage, nee, du hast ja, wir haben uns das ja auch erarbeitet und du bist auch gut. So, mache ich vielleicht manchmal auch nur, um ihm, vielleicht manchmal sehe ich es, glaube ich, genauso, aber ich versuche ihn dann einfach nochmal ein bisschen so ein bisschen was Mund, um den Mund zu schmieren, um ihm ein bisschen aufzupeppeln. Sage ich, nee, du kannst auch was und deswegen fragen die dich auch oder die fragen die uns auch. Also es wird schon seinen Sinn haben. Aber ich habe das auch total oft, dass ich dann sage: So, ja, hm, gut wahrscheinlich hat, haben die die fünf Leute davor nicht abgenommen genau. und und hat, oder die wollten so viel Kohle und jetzt fragen die uns aber oder die haben sich verwählt oder so sowas, sowas, sowas habe ich auch total oft also wir haben jetzt mit Joko drüber gequatscht der meinte auch die Leute kommen ja nicht in, in euer Studio, weil die unbedingt jetzt, keine Ahnung, eure, eure Tapete so schön finden, sondern die kommen ja, weil die euch erleben wollen und das, was ihr in dieser, eurer Sendung macht. Also die kommen ja auch wegen euch. Ich glaube, wenn da jetzt dann Hugo und Elsa sitzen, ich glaube, das ist dann für die Leute nicht mehr so interessant. Aber das können wir gar nicht, so dass, 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 da bin ich auch noch ein bisschen gegen, weil ich sehe mich ja selber nicht als, als eine extreme Person, die man kennengelernt haben muss. Keine Ahnung. Also, wenn ich, ich jetzt ja, halt, nicht bin, dann macht es halt Theo. Wir haben auch noch, äh, Wer ist Theo? <laughs> meine, meine zweite Persönlichkeit. Hallo! Wir, wir, wir haben ja noch ganz viele Freunde von früher. Also, wir haben generell nicht so viele Freunde, das heißt, wir haben vielleicht fünf oder sechs. Ähm, aber mit denen treffen wir uns auch alle zwei Monate mal zum, zum, zum rausgehen und sowas. Und dann ähm, die stellen natürlich ganz viele Fragen. Wir hatten jetzt vor kurzem Lukas Podolski bei uns. Und ähm, das finde ich ganz toll. Aber das er also uns ist diese Erdung ganz wichtig. Also mir ist immer ganz wichtig. Und das will ich auch immer beibehalten ist, wir sehen uns selber nicht als Stars. Also man hat natürlich manchmal Vorteile. Ob es irgendwie ein Platz im Restaurant ist oder ob irgendwie sagen kannst, keine Ahnung, ähm, oder irgendwo schneller durchkommst oder irgendwas schneller bekommst oder umsonst bekommst. Aber wir sehen uns nicht als Promi. Also, das ist, das ist mir auch voll wichtig, dass man sich so nicht sieht. Weil ich möchte ja irgendwie auch so, so ein bisschen mein normales Leben eigentlich führen. Was man natürlich merkt, wenn man in so Konzerten geht, eigentlich gar nicht mehr so richtig geht. Weil wir waren jetzt vor kurzem, letzte Woche da vom Konzert und dann steht man vor der Bühne, hat ein Bier und dann will man natürlich irgendwie feiern zu Materia. Aber dann ist man mehr mit Fotos machen so beschäftigt. Aber das, das, das haben wir uns halt selber ausgesucht. Das, ja, das ich, ich sage immer, ich sag immer äh, man darf sich nicht beschweren. Es ist ja nicht so, dass wir Kinderstars sind, die einfach vor die Kamera geschleppt worden sind, sondern wir wollten ja die Aufmerksamkeit. Das heißt, wir sind ja auch irgendwie aufmerksamkeitsgeil. Das heißt, ich kann ja nicht nur die Vorteile genießen und, und eine Firma haben und, und hier einfach mal anreisen, sondern da ja, muss ich auch damit leben, dass ich angesprochen werde. Das ist auch bei uns auch ganz wichtig. Das ist auch dann so und damit leben wir auch. Ist, trotzdem ist es ja manchmal störend. Also wir sind ja auch jedes Jahr eine Woche am Ballermann und das schon seit zehn Jahren und da ist mir ja schon klar, wenn ich dann in den Megapark gehe oder in König dass da Leute, ganz viele Leute kommen. Das weiß ich vorher, es stresst trotzdem. Also es ist trotzdem ein Energiefresser und man muss aufpassen, dass man seine Energie nicht direkt am ersten Abend verschwendet. Ähm, aber trotzdem ist es äh, mittlerweile ein anderes Rausgehen, weil du halt nicht mehr so frei bist und sagst, ja, dann stehe ich halt irgendwie hinten in der Bar und, und, und äh, stehe da doof und tanze vor mich hin, weil, so wie ich einfach möchte. Nee, weil alle zwei Sekunden Leute kommen. So, aber weil immer ganz, aber viel so ist das halt total eigentlich. Gibt es denn Sachen, die ihr macht, um geerdet zu bleiben, aber ihr wisst, eigentlich könnt ihr es gar nicht mehr machen, also um, um zu zeigen und um, um euch selber zu beweisen. Wir können noch zu Materia gehen. Eigentlich macht es keinen Spaß mehr, aber ich will mir das nicht nehmen lassen. Mhm. Ich glaube, das sind so solche, solche mhm. Beispiele wie der Ballermann oder wie jetzt das Festival am Wochenende. Ich, wir gucken uns dann immer an und ich sage dann auch immer, Dennis, eigentlich geht es nicht mehr. Und dann sagt Dennis aber, ja stimmt, aber irgendwie ist ich es doch das, was ich, wir immer gemacht haben. Ich habe auch das gesagt, was du gesagt hast. Wir wollen uns auch das natürlich auch nicht nehmen lassen. Genau. Ähm, aber trotzdem ist es dann trotzdem cool, dass man dann irgendwie dann trotzdem so ein Bändchen hat, dass man, wenn es einem zu viel wird, so ein Rückzugsort. Hat. Mehr will ich dann auch gar nicht. Also ich stehe auch gerne in der Menge und ich finde das auch schön. Und wenn die Leute tun, die sind auch alle verliebt zu uns. Und das mag ich auch gerne und die lernen es auch kennen, als so wie wir sind. Wir sind auch nett, eigentlich, glaube ich, ganz sympathische Kerlchen. Und ähm, ich bloß, ich brauche dann mittlerweile auf jeden Fall immer irgendwo, wo ich dann mal durchatmen kann. Also wo ich mal wohin kann, wo ich mal ganz kurz in Ruhe sein kann, dass, um das mal so kurz zu verarbeiten und dann wieder loszustarten. Das brauche ich also mittlerweile schon. Aber ansonsten Restaurants, natürlich geht das alles noch. Ja, klar. Wir sind auch letzte Woche mit, wir haben mit Joko gedreht und wir sind dann auch mit Joko zu dritt bahn gefahren, wo ich erst auch mit zum Joko meinte, so, jetzt ist aber schon klar, dass wir keinen ICE haben und, und, und oder ein Abteil, sondern wir setzen uns einfach, wir fahren jeden Tag mit der Regio. Fand ich auch von Joko total cool. Er hat gesagt, ja, ist mir doch egal, ich fahre Regio. Er ja, hat nämlich zu Benny gesagt, was glaubst du was ich viel Leben, Leben führe, dass du, dass, dass ich, nicht weiß, was eine Regiobahn bahn ist. <laughs> aber, so, solche, also Na, Bill und Tom Corners wussten es nicht, äh, äh, das wie, klar, wie's, ja, wie's, wie's, wie ja. das geht, Zugfahren, ja, Das fand okay, ich ganz okay. interessant. Ja, krass. Ja, äh, deswegen. Das finde ich total cool von ihm. Das zeigt auch, was für ein Mensch er ist. Und deswegen, ja, einfach es bleiben. Ich glaube, jeder, der abhebt, der. Ich glaube, ich glaub, worauf einfach. ich verzichten könnte mittlerweile wäre das Bahnfahren. Weil wir müssen ja oft Bahn fahren. Wir haben beide keinen Führerschein. Und ähm, das heißt, da, da wird man natürlich auch oft angequatscht. Das, ist eine, da, da, das müssen wir aber machen. Das kann ich nicht aufhören. Wenn ich damit aufhöre, dann komme ich irgendwo mehr hin. Da kann ich, muss ich von zu Hause. <laughs> Sky vom Skyline Sky Sky oder so. Ja. ja. Und natürlich ist es auch ein Teil eurer Geschichte. Ja mittlerweile also diese ich meine es hat, ich habe es nicht angesprochen aber ihr werdet in jedem Interview werdet ihr gefragt wie ja. fahrt ihr bei mit der Bahn und es ist ja auch ein Teil von eurer Performance <laughs> das ist für das ist ein dieses, Corporate Identity genau genau es ist das Lachen von, von Joko, ist euer Bahnfahren <laughs> ja, genau ja genau ja. warum wollt ihr berühmt werden ich glaube, also was heißt ich glaube? Es macht mir halt total viel Spaß, Menschen zu unterhalten und zum Lachen zu bringen. Ist glaube ich so die Standardantwort. Aber es ist es einfach so. Also mir macht das total Spaß, ähm, lustige Geschichten, lustige Sachen zu machen und mit diesen lustigen Sachen, die ich selber lustig finde, auch andere Leute zum Lachen zu bringen. Und ich glaube, ein bisschen Aufmerksamkeitsgeil muss man ja sein, wenn man so einen Job macht. Sonst könnte man ja auch Für einfach ich. in der Bücherei arbeiten. Das könnte man auch super machen. Das heißt, ich glaube, ich, mir macht es einfach total Spaß, Leute zu begeistern. Und mir macht es halt auch total Spaß, mit dem Dennis hier einfach äh, lustiges Zeug zu machen und das einfach Job nennen zu können. Es ist ein Job. Ich glaube, mir, glaub, mir macht diese Reise am meisten Spaß mit Benny zusammen. Also, dass wir zusammen, mit, dann soll ich das mal moderieren oder mal zusammen den Gast kennenlernen. Ich sehe das so, glaube ich, gar nicht so als Moderationsjob. Und dann sage ich so, ja, ich finde es toll vor einer Million Leuten zu stehen, sondern ich merke es immer wieder. Wir hatten vor kurzem so, so einen kleinen Live-Podcast-Auftritt vor 300 Leuten und es hat mir auch total viel Spaß gemacht. Und wir sind dann, wir sind auch gar nicht nervös, weil wir haben wir sind immer zu zweit auf der Bühne und wir haben eigentlich Material. Da wir, selbst wenn die wenn die Skripte verbrennen oder sonst irgendwas passiert, wir haben auf jeden Fall Material und wir wissen, dass wir können an den Augen von anderen ablesen. Okay, jetzt zum nächsten Thema. Also das ist, glaube ich, etwas, was unbezahlbar ist, dass man einfach weiß, wie der andere tickt und man immer Material hat. Deswegen ich würde jetzt nicht sagen dass ich so extrem aufmerksamkeitsgeil bin. Es liegt wahrscheinlich da irgendwo da tief drunter. Ist es wahrscheinlich so, aber so würde ich, mich, würde ich das nicht betiteln. Aber ich mag einfach die Sachen, die, die man macht. Also ich würde jetzt nicht einfach nur um, um, um des Moderationswillens auf Messen moderieren. Da hätte ich keine Lust drauf. Mhm. Also ich, ich brauche nicht das Mikro und hä, sondern es muss schon sowas sein, irgendwelche Sachen, die wir zusammen erschaffen oder die wir einfach schön finden, dass es uns auch selber Spaß macht. Das ist, glaube ich, der Key. Seht ihr euch als Moderatoren? Benny sagt ja immer, er ist Entertainer, ne? Ist ja dann die wir sind sehr facettenreich ähm, und das ist natürlich ein Fächer in dem ganz großen bunten Fächer. Ja, ich also ich finde, wenn du sagst, du bist ein Moderator, dann stelle ich mir immer direkt so so einen, so einen Taf Moderator oder Taf Moderatorin vor oder bei Punkt 12. Ich glaube, das sind wir nicht. Dafür nuscheln wir zu viel und reden zu schnell und sind haben auch gar nicht so die schauspielerischen Qualitäten, so einen Beitrag gut nach vorne zu bringen. Das heißt, deswegen sage ich immer Entertainer oder Unterhalter, weil da spielt noch so ein bisschen Fun und Spaß und Jux mit, den man sich erlauben kann. Also, ja, man moderierte irgendwie, wenn, wenn jetzt Frank Elstner kommt oder Barbara Schöneberger und ich grüße sie in meinem Studio, moderiere ich, ja, ich erkläre das Spiel, ich erkläre den Leuten, was abgeht. Das heißt, irgendwie ist das ja eine Facette, aber ich würde mich jetzt nicht als klassischen Berufsmoderator bezeichnen. Dafür bin ich da rein im Moderieren viel zu schlecht. Was, sagt ihr, ähm, was ist gute Unterhaltung? Ich glaube, gute Unterhaltung ist, wenn es für mich, wenn es was zu lachen gibt, wenn man ähm, gemein, gemeinsam lacht, einen schönen Abend hat und wenn es vielleicht Unterhaltung mit Haltung ist. Das heißt, man macht jetzt nicht nur hier im, im Furzkissen und ähm, äh, macht lustige Entengeräusche, sondern vielleicht hat man wirklich einen lustigen Beitrag und spickt den dann mit irgendwelchen Statements, die man für wichtig hält. Das ist bei unseren Spielen im, in unserem Talkset bei uns im Studio auch oft so, dass wir quasi nicht nur den klassischen Talk machen, sondern auch ein Talkspiel. Das heißt bei uns, wir haben ein Spiel ähm, und in diesem Spiel wird zwischendurch mal so ein Talk eingefädelt. Also da, da kann man manchmal bei Gästen ähm, mehr rausholen, als wenn du jetzt. Also wir haben ja nicht dein Talent, nachzubohren, Interviewer zu sein. Das Talent haben wir nicht, deswegen versuchen wir das so ein bisschen. Sie Spiel mit dem Talk zu verknüpfen und sowas Aber aus den Leuten rauszuholen. Die Unterhaltung muss ja auch nicht unbedingt was mit, mit lustig und witzig sein zu tun haben. Ich war vor zwei Tagen auf unser Weekend-Konzert und dann ich mein, habe ich meine Augen aufgerissen vor diesem Set, was da aufgebaut war. Da war ich auch für zwei Stunden so unterhalten, also da sowohl emotional als auch ähm, ähm, von der Stimmung vom Publikum her, also es war total toll. Ich glaube, für mich ist Unterhaltung mhm. nicht nur Lachen mhm. und LOL gucken, sondern für mich ist Unterhaltung auch meine packende Doku gucken oder irgendwie einen Horrorfilm gucken oder ähm, Podcast hören. Ähm, also da gibt es ja mittlerweile ganz viele Angebote. Das ist für mich auch Unterhaltung. Also äh, muss jetzt nicht unbedingt immer nur was mit Comedy zu tun haben. Übt ihr? Gar nicht. Null. Ja, null. Also ähm, wir haben ja vor kurzem einen Podcast mit Heller von Sinn gemacht und in den ersten drei Minuten ähm, ist dann auch ganz 16 Mal der Tipp von ihr gefallen, dass wir mal Sprachtraining machen sollen. <laughs> ähm, haben wir auch versprochen, das dann mal zu machen irgendwann. Ja. Ähm, aber ansonsten üben wir gar nicht. Also wir sind mittlerweile auch so spontan, ähm, wenn wir wissen, wir hatten mal ganz stressige Woche und wir haben Donnerstag und wir sitzen in der Bahn um halb acht und dann um elf kommt ein Gast. Das ist schon auch vorgekommen, dass wir uns ja die Sachen, die wir dann gleich besprechen, in der Bahn. Wir nutzen die Bahn auch ganz auch oft im haben. Handy, Notizblock und dann schreibe ich das runter, ich druck's es aus und dann fertig. Und ich denke ganz oft vor den Drehs, es ist im Endeffekt egal, was da steht, wir, wir kriegen das schon hin zu zweit. Also selbst wenn irgendwas passiert, wenn, 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 das, wenn das Spiel nicht funktioniert oder so, dann ist das egal, weil wir kriegen das schon irgendwie zu zweit hin. Kann ich mich anschließen. Das ist, äh, ich glaube, dass, dass ganz viele Menschen genau das auch suchen. Ne? Also jemanden suchen. An, an seiner Seite, an ihrer Seite, wo sie sagt, ich kann mich zu 100% darauf verlassen. Also mhm. das habt ihr jetzt schon ein paar Mal gesagt und auch ein anderen, ich weiß ja, ich kann mich auf Band mhm. das verlassen. Und das ist irgendwie was, was so eine absolute Superpower mhm. ist. Seid ihr dann enttäuscht von anderen Menschen? Mhm. Also du hast eine Partnerin, mhm. das, das weiß ich, bei dir weiß ich es nicht. Ähm mhm. <lacht> 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 und deswegen wie, 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 also wenn ich, ich das ich, fragen darf mh. oder sorry ich wollte stell gerne eine Frage Lass Sie mal die Frage stellen ja. na die also wie geht ihr damit um dass euch eigentlich andere Menschen immer enttäuschen weil ihr also ihr mhm. seid ja ein ideales mhm. Bild auch voneinander also so ich weiß mhm. der Benny wird schon das richtige bestellen ja. oder wenn ich nicht weiter weiß dann weiß es Dennis mhm. und das erlebt ja kein Mensch ja. also ich bin sehr glücklich verheiratet aber mhm. natürlich ja, klar Klappt auch nicht alles. Ja, dieses klassische, auch dieses klassische Problem, wenn man sich einen Zwilling als, ins, ins Haus holt, als Partner oder Partnerin, das hat auf jeden Fall was Wahres, weil man hat ja, ich habe ja von der Geburt an schon einen Partner mitgeliefert bekommen ja. und die Person, mit der ich dann eine, eine erotische Beziehung führe, eine Liebesbeziehung, die muss schon damit klarkommen, dass der Benny immer da ist. Es, es gibt keinen Moment, wo ich sage, okay, ich, ich könnte mich auch, wenn ich mich entscheiden müsste. Also das, ich kann mich nur für Benny entscheiden. Also, es geht gar nicht anders. Würde ich gar nicht, mit mir gar nicht anders klarkommen. Aber es wäre natürlich auch nicht die richtige Partnerin, wenn sie mich da vor die Weiß stellen würde. Deswegen war das bisher noch nicht so. Aber ähm, ansonsten, wie ich schon sage, wir leben sehr in unserer, Be in unserer Blase. Wir leben, wir sehen die Welt aus vier Augen. Das heißt, mit, wir haben, ich glaube, hast du noch, du hast ja auch, glaube ich, auch nicht andere bekannt als ich, wir haben so die gleiche, den gleichen Freundeskreis. Ähm, wir haben bloß in den letzten Jahren gelernt, dass man auch Freunde, die vielleicht ältere Freunde sind, dass man auch mal Leute aus seinem Leben vielleicht mal verbannt, die einem so nicht gut tun. Das kannten wir nicht, weil wir haben immer wenige Freunde gehabt, weil wir immer uns gehabt haben. Ja. Und wenn man erwachsen wird und dann die Jugendfreunde, vielleicht merkt man dann, dass man auch früher, vielleicht früher einfach nur Freunde war. Weil man hat zufälligerweise in eine gleiche Klasse gesteckt wurde und dann vielleicht, wenn man älter wird, passt das vielleicht doch nicht mehr zusammen. Da haben wir schon gelernt, dann auch mit, mit solchen Leuten zu sagen, okay, das können wir jetzt so nicht mehr gebrauchen. Und es ist nicht auch rigoros, weil wir haben immer uns beide. Und ja. wir haben jetzt auch nicht die, die extrem viel Zeit, dass wir sagen können, wir haben Zeit zu verschenken, sondern da wir auch ganz viel beruflich zu tun haben und unterwegs sind, kann ich jetzt nicht sagen, ja, gut, dann treffe ich den Holger jetzt weiterhin trotzdem, obwohl ich mich vielleicht nicht, nicht gut verstehe. Ich meine, gut, ist ja egal, ob ich jetzt mit ihm an der Bar hänge oder mit mit, mit der Stefanie, so ist es nicht. Also wir haben nicht mehr die, so extrem viel Zeit und die Zeit, die ich habe, möchte ich mit Menschen verbringen, die mir gut tun und die ich mag und die mich auch mögen. So. Das heißt, wir haben, mussten wir lernen, wie gesagt, wir sind vage eigentlich sehr ausgeglichen und mögen das eigentlich nicht. Aber das muss man auch lernen, dann einfach mal zu sagen, ja, dann hat nicht funktioniert, dann ein schönes Leben. So. Ähm, grundsätzlich zu der Enttäuschungsfrage, ich glaube, es ist vielleicht auch etwas Erfrischendes, wenn man auch in der Beziehung jemanden hat, die dann nicht so tickt wie der Zwillingsbruder. also ich, ich finde das ich finde das glaube ich ganz schön, wenn man dann wirklich jetzt nicht immer ähm, direkt weiß, was möchte sie denn, so wie ich beim bei Dennis weiß, wenn er sich vor, bei, beim Bäcker ist, ich weiß was er will, finde ich es ja eigentlich ganz ganz spannend, wenn man doch mal so die eine andere Perspektive kennenlernt, so ja, überrasch mich oder ich weiß nicht, was du willst. Das ist ich weiß gut, nicht, was du was ich ganz cool finde, ist, wenn wir haben mittlerweile, wenn wir auch uns hoffen, dann ähm, es gibt kein, also ich wir wir sind ja, wir sind ja Zwillinge, wenn wir vielleicht eine Größe, wenn ich vielleicht drei, vier, fünf Jahre älter wäre und ich würde sagen, so, jetzt ist mal gut hier, dann kann ich mir vorstellen, dass der Benny vielleicht sogar sagen würde, allein, weil er so aufgewachsen ist, dass ich der Ältere bin, ähm, der sagt, okay, Mann, aber haben wir nicht, wir sind ja immer auf einer Ebene. Ja. Es gibt immer diese Nuancen, die haben wir eben schon gesagt, so ein bisschen, deswegen finde ich es immer ganz, ganz schön eigentlich, wenn man auch beruflich oder so mal neue Leute ins Boot holt, die vielleicht, die Den einen respektieren. Ja, ja, die, die vielleicht zum Benny auch sagen, nee, wie wär's denn damit? Lass doch mal so machen. Und das lässt er dann, das lässt man dann eher zu. Ja. Also normalerweise würde man ja denken, man lässt natürlich, dass das ist bei mir als Bruder, also ich sag ihm was, dass er sagen müsste, ja gut, du bist mir natürlich am meisten wert, was du sagst, darauf höre ich direkt, aber weil man halt so aneinander gewöhnt ist, auch unser Leben führt, ist es wenn eine externe Person kommt, wenn die dann mal sagt, wenn die macht mal so, dann ist die Chance größer, dass er dann wirklich sagt, okay, dann mache ich es einfach mal. Weil man nimmt sich schon natürlich erstmal respektiert sich, aber ich glaube, man verbringt eh den ganzen Tag miteinander und man weiß eben eh im Grundbewusstsein, der geht ja eh nicht weg, auch wenn ich jetzt vielleicht blöd bin oder dass ich den nicht annehme, der ist ja sowieso immer da. Das kenne ich von meinem Geschäftspartner, dass ich auch denke so, oh jetzt. Man ich wünscht sich so eine externe Person, die sagt, sag zu ihm das mal. Genau, oder ja. auch, auch, dass ich mir das ja auch, dann kriege ich was gesagt, und er hat das gleiche gesagt, dann ist eher so, siehst du Ja, ja, ja. Ähm, Und, aber man nimmt's dann doch eher an, das ist ja eben mit den Eltern, ne? also mhm. man will dann nicht auf die eigenen Eltern hören, ja, weil man voll. Denkt, das kann ja nicht, nee, die meinen das eh anders, ja, total. und, äh, man, da gibt's so viele Geschichten. Ähm, warum redest du über Beziehungen und du nicht? Mhm. Ich glaube, es ist, also bei mir ist das so, dass ich ja, wie, auch, wie ich auch eingangs. Also, Dennis redet über Beziehungen, genau. Benny redet nicht über Beziehungen. Ich, ich liebe halt, ich liebe Privatsphäre, weil ich finde das total schön, wenn man so einen Rückzugsort hat. Und ist auch nicht so, dass Dennis jetzt eine Kaumstory an, also, an, an die an die, ja, an Frau Ludewig verkauft. Kai, Flaume darf zu dir kommen und zu dir nicht, Benny. Ja. ja. Das war auch dann klar. Ja. Also, für mich ist das kein Problem und ich habe auch nichts zu verstecken. Ich, ich glaube, ich bin einfach nur eine, Stu eine Stufe. Offen als eher, aber die nächste Stufe wäre dann wahrscheinlich auch, ähm, weiß ich nicht, Home Story oder sonst irgendwas. Ja. Obwohl, als er Kai mich besucht hat, war ja schon fast schon Homestory. Oh, ich habe so hab nur Fall gesagt, dass das Schlafzimmer, Schlafzimmer ist tabu, ähm, auch weil ich keinen Bock hatte, die Treppen zu laufen. Aber ansonsten. Ähm, dem riesen <laughs> genau. Nee, ähm, ich, ich, ich finde das einfach, ich glaube, mich würde es, mich macht. Für mich wäre das beklemmender, jetzt nichts zu sagen und zu sagen, möchte ich nicht oder so, sondern. Ich glaube, ich finde es ist auch der Unterschied, dass ja Dennis Partnerin auch in, der, in, in, in den sozialen Medien so stattfindet. Das heißt, die ähm, führt ja auch Instagram und, und ich glaube, die ist halt auch da mit drin. Das heißt, dann würde ich das wahrscheinlich auch machen. Wenn ich meine Partnerin jetzt auch in diesen sozialen Medien aktiv wäre, ich glaube, dann würde ich das gar nicht ausschließen, dass man sich mal verlinkt. Ist heutzutage auch noch was ganz anderes. Also, es ja, gehört ja zum Alltag dazu. Ist ja nicht so mal wie, wie vor fünf, sechs Jahren, dass das was Besonderes ist, wenn man sich da zeigt, sondern heutzutage ist das ja okay. Ich glaube, da ich halt, da sie halt auch privat ist und, und ich halt auch privat äh, mein Privatleben liebe, finde ich das schön, dass ich das habe. Also dieses, findet gar nicht statt, wird gar nicht kommuniziert, wird gar nicht kommentiert. Ich glaube, das mag ich auch nicht. Ich, glaub, ich, bra ich persönlich brauche das auch. Deswegen finde ich find das total schön, jetzt, wenn ich dann nach Hause komme denn es ist einfach so Ruhe und da gibt es auch gar keine Themen, irgendwie, hast du das mal auf Insta gesehen und Co., ist bei e ihm jetzt auch nicht der Fall, mhm. aber ähm, ich, ich brauche das irgendwie und ich mag auch nicht so Beziehungen in der Öffentlichkeit, da habe ich immer ein bisschen Schiss, wenn, man weiß ja nie, wenn das irgendwann mal aufhört oder was Neues beginnt oder so, dass es eine kleine Schlammschacht gibt oder warum sind denn die Fotos weg und warum sind die, sind jetzt Kommentare gelöscht und ich glaube, ich möchte diesen ganz, das ganze Zeug nicht. ich möchte nicht der, der Benni in der Beziehung sein, sondern ich möchte einfach der Benni, der Unterhalter sein, Der sein Hauptwerk ist das, Moderationsgott, der Moderationsgott, Moderations ich glaube, das sind die. Das da, so möchte ich in die Geschichte eingehen. Das heißt eigentlich, also wenn ich das richtig äh, deute, dass du extrem, also Benny, du antizipierst ganz krass eigentlich schon. Also du antizipierst eigentlich schon euch beide in zwei oder in zehn Jahren und was könnte eigentlich sein und wohin könnte das Ganze mhm. noch gehen und was äh, auch in der Beschäftigung, die ihr ja zwangsläufig habt durch eure Gäste, wisst ihr auch, was alles so passieren mhm. kann, im Guten wie im Schlechten. Also deutlich ich das richtig? Ja, richtig. Also ich, ich es klingt total blöd. Also ich glaube, das kannst du mir wahrscheinlich in zehn Jahren vorspielen und dann sind Dennis und ich irgendwie <laughs> erfolglose Kaffeebesitzer, ähm, äh, aber ich glaube, dass wenn wir einfach so weitermachen wie bisher und unserem Herzen folgen, dann werden wir irgendwie auf einer gewissen Art und Weise was Erfolgreiches machen und ich bin auch in dem Fall ich sage immer so es gibt es gibt so einen Spruch wenn man etwas etwas denkt es gibt es gibt so einen Spruch wenn man einfach etwas denkt und dann geht es vielleicht sogar in Erfüllung. Es gibt auch so ein Buch. Ich weiß gar, gar nicht, wie das heißt. Das heißt, ich glaube daran, Gesetze Anziehung, genau, Gesetze Anziehung. Ich glaube, wenn ich jetzt daran denke, dass ich irgendwann mal, keine Ahnung, das, Jeremy will? vielleicht geht es also in eine Fragrance-Richtung, das Gespräch. Gesetze Anziehung ist Spruch. <laughs> und und ich, glaub, ich, ich glaube daran, dass wir Power. irgendwann mal Deutschlandweit bekannt sind und zwar für gute Sachen. Und deswegen will ich ja jetzt schon mal vorbauen und dann ähm, meinen Harem noch ein bisschen geheim halten und ähm, nicht so viel erzählen, was bei mir zu Hause so passiert. Okay, das, was zu Hause passiert, das äh, will ich auch gar nicht wissen. Aber ich würde wirklich gerne wissen, äh, Jeremy Friggin Style, mhm. äh, was du dir vorstellst. Also was du, dir, wo du wirklich sagst, okay, wenn es mhm. geht, wirklich ernsthaft. Also ja. dass wir uns bestenfalls wirklich in zehn Jahren wieder äh, mhm. treffen können und dann gucken wir uns das an und wir spielen jetzt mal heute in zehn Jahren. Okay, heute in zehn Jahren ähm, sind Dennis und ich die Moderatoren von Wetten Das. Ähm, wir sind ähm, bekannte und beliebte Entertainer und ähm, Moment, das gehe ich rein. Bekannt und beliebt, ich würde sagen, das seid ihr jetzt schon. Ich wollte gerade sagen, ich habe ein Problem. Ja. Ich verstehe ja, mhm. was er nie meint, aber ich glaube, ich habe ein Problem damit. Ich, vor, vor zehn Jahren hätte ich gesagt. Jetzt mache ich YouTube und dann bin ich irgendwann ein Fernsehstar. Es war immer unser, ich würde sagen, als es dann so angefangen hat, wo wir gesagt haben, okay, das Ziel können wir uns setzen. Die Zeiten haben sich aber ja so verändert. Es gibt ja nicht mehr dieses Fernsehen, sondern es hat sich mittlerweile aufgesplittet. Deswegen denke ich ganz oft, dieser nächste Step, der, wenn für mich fällt so Fernsehen, also an sich eine 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 als alleiniges Ziel raus, weil ich könnte, wahrscheinlich könnten wir jetzt auf Kabel 1 oder so irgendwas machen und das ist ja vor zehn Jahren hätten wir uns beklatscht. denke ich, wow aber jetzt ist das für mich nicht mehr reizvoll weil ich im Internet diese Sachen die ich mache da schon so so viel durchgespielt habe dass ich wirklich dass ich dass das für mich nicht mehr so inter interessant wäre nur in der Röhre zu laufen deswegen fällt mir der schwer ja was dieses, hab ich denn nicht gesagt Ziel so zu formulieren ich was hab, ist denn das ja ja aber Benny mhm. hat da ich, den Kopf den gucken ja. wir uns noch an ja ich, ich habe nicht gesagt dass wir uns dass wir im ZDF laufen also heutzutage weiß man auch es gibt viele Streamer da drauf, aus Mediatheken und ich habe ja nicht gesagt, dass wir dass ich unbedingt in der Röhre laufen, sondern ich möchte da, oder ich bin davon, gehe davon aus und es wird wahrscheinlich so passieren, dass unser Kopf dann halt irgendwo zu sehen ist, aber er wird erfolgreich zu sehen sein und er wird viele Millionen Menschen in Deutschland erreichen. Das möchte ich und das sehe ich. ich das Siehst du dich oder euch vielmehr ähm, in einer Samstagabendshow auf Pro7 in der Größenordnung Jürgen Klaas? Also, ja, also, ich finde, aktu aktuell ist der ProSieben für mich ein Sender, der, der für mich attraktiver ist als RTL, zum Beispiel. Man weiß ja nicht, was passiert. Also, man weiß ja nicht, wie es in zehn Jahren aussieht, oder in zwei oder drei. Das ist aber so. Also, Jürgen und Klaas sind in dem Fall auch sehr große Vorbilder. Also, man kann sich ja von jedem irgendwas mitnehmen. Das machen wir auch bei jedem Gast. Dann nehmen wir immer irgendwie ein bisschen mit. Versuchen wir auf jeden Fall. Aber was die beiden erreicht haben, ist natürlich schon etwas, ähm, was unglaublich ist. <laughs> Sorry. Und wo man, wo, da, da strebe ich auch nach. Also nach dieser Aufmerksamkeit, nach diesen, nach diesen, nach dieser tollen Unterhaltung, die die beiden machen. Auch mit Haltung. Das ist ein, ich glaube, das kann man auch als zum Vorbild nehmen und davon träume ich und ich finde das, ich glaube, dass wir das, können. Vielleicht Jetzt können, jetzt können wir es vielleicht noch nicht, weil wir noch reifen müssen. Sind mhm. Wir sind ja gerade noch nicht reif genug. Wir noch die grüne Banane, aber ich glaube, in ein paar Jahren sieht wir dann die, die dunkelgelbe, fast schon braune Banane und dann ist sie für mich persönlich am schmackhaftesten. Und ist die, ähm, also wir reden jetzt, wir waren jetzt gerade bei in zehn Jahren. Mhm. Es könnte aber auch sein, dass das schon alles in fünf Jahren passiert mhm. und dann könnte es sein, dass in zehn Jahren schon es einfach total langweilig ist. Bin ich in Rente. <laughs> ich kann auch sein, aber dann, ähm, dann gibt es auch andere Ziele wieder. Also klar, ich glaube, vielleicht ist es ja. Sogar schon nächste Woche soweit, keine Ahnung. Aber ähm, ja, wenn wir, in zehn Jahren, wenn wir in fünf Jahren schon an dem Punkt sind, dann kenne ich uns, dann rennen wir den Marathon einfach weiter und dann gibt es ein nächstes Ziel, was wir dann wollen. Pflicht, keine Ahnung, kaufen wir uns dann eine Privatinsel oder. Hm. Und macht ihr das? Also macht ihr das auch gegen das Fiepen, äh, die Einladung folgen, die ihr jetzt kriegt, weil du dieses Bild hast? Also weil du glaubst, dass, ein, dass es Stufen sind, um dorthin zu kommen? Also, also, ich, ja, weiß, so, 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 das heißt quasi, ja, ja, also, ich, ich, ich glaube, Dennis und ich haben grundsätzlich Angst, vergessen zu werden und ersetzt, irgendwie ersetzt zu werden und ich glaube, wir haben, deswegen könnten wir auch gar keine Sommerpause machen. Ich glaube, wir hätten viel zu nee, viel Angst Ja, das musst du nur für dich formulieren. Die Angst okay, ich nicht okay, okay. Ich habe äh, tierische Angst, in irgendeiner Weise vergessen zu werden und äh, irgendwie, ja, das, das, genau, ja, Benny kenne ich noch irgendwo her, aber jetzt gibt's ja. Den und den und die finde ich viel cooler. Ich glaube, da, davor habe ich Schiss, Deswegen kann ich auch keine richtige Pause machen, weil ich Angst habe, einfach nicht mehr gesehen zu werden nach dieser Pause. Angst, dass du nicht mehr gesehen wirst mhm. oder Angst, dass ihr nicht mehr gesehen wirst? Ja, ich sehe uns ja als du, als Karriere-Duo. Deswegen, ähm, ja, also ich als, ich als alleinigen Unterhalter gibt es ja auch gar nicht. Also ich würde es auch alleine, könnte ich es auch gar nicht. Ich glaube, ich habe Schiss, dass wir vergessen werden. Und, und deswegen machen wir, glaube ich, auch, so, wie du richtig sagst, auch so viel. Und zwar hauptsächlich gute Sachen. Ähm, weil wir halt immer auf Sendung sein müssen, damit wir die Leute uns kennenlernen und nicht vergessen. Das ist ganz interessant, weil bei mir ist das was anderes. Also, so wie ich hier bin, so wie wir vor zwei Jahren oder drei Jahren einfach mal aus Spaß bei der rtl Charts-Show mal in diesem Greenscreen waren und gesagt haben: Das habe ich gesehen damals in den 80ern. Ich mache diese ganzen Sachen, deswegen wähle ich das auch aus, weil ich das mal erleben will, weil ich das vielleicht auch von früher kenne und weil ich das total toll finde, mal das mal selber jetzt zu erleben. Deswegen suchen wir uns die Sachen aus, deswegen machen wir die Sachen auch nur auf die Belohnung. Haben auch, wenn es man natürlich manchmal anstrengend ist, auch wenn man vielleicht manche Termine nicht machen sollte, aber dieses Angst, das, das, das sehe ich gar nicht so. Also, das, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich kann voll nachvollziehen, dass das, dass das, ähm, dass es das gibt und dass es das auch, ähm, auch Moderatoren, vielleicht Thomas Gottschalk, dass er vielleicht auch jetzt immer noch stattfindet und regelmäßig im Fernsehen ist, weil er eben auch wahrscheinlich sagt: ey, Ich hatte teilweise, ist ja wie Heroin, 25 Millionen Leute vom Fernseher und jetzt kann ich nicht einfach auf der Couch sitzen, weil ich möchte das Gefühl wenigstens anders in einer in einer schlechten Version, in einer in einem ganz schlechten Crack, aber hauptsächlich habe <laughs> ja ich hauptsächlich habe ein bisschen noch mal dieses halbe Gefühl, dass mich wenigstens zwei Millionen gesehen haben und dass ich wenigstens dadurch dann vielleicht noch mal auf der Straße noch ein bisschen mehr ange angeguckt werde, auch vielleicht von den jüngeren Leuten. Ähm, das kann ich nachvollziehen, dass das Gefühl, aber dass du das jetzt schon hast in so jungen Jahren oder wir stehen ja auch gerade so, ich würde sagen so am Anfang so der dieser Karriere, vielleicht, weil ich konnte eben nicht formulieren, was vielleicht dieses ganz große Ziel ist, aber vielleicht ist so das Ziel. Du hast ja in deinem Podcast ja auch immer ein Beispiel, wenn man ähm, was auf einem Plakat stehen würde. Und ich glaube, wenn man ein riesengroßes Plakat in irgendeiner, in, in Berlin hat, ich glaube, dann hast du schon mal irgendwas gemacht, dass die Leute dich kennen, dass die Leute nicht drauf gucken und sagen, wer ist das, sondern da, die. Das, ich glaube, das mh, vielleicht. Ich finde das ganz lustig. Klingt jetzt total blöd wahrscheinlich aber ich will irgendwann will ich nicht mehr wenn wenn jemand auf, uns auf der Straße anspricht möchte ich nicht mehr nicht mehr die Leute daneben haben die Fragen wer ist das eigentlich sondern es klingt jetzt total blöd also ich bin jetzt auch jetzt also Nein, klingt das ist ja einfach ehrlich so wenn Joko zum Beispiel durch die Straßen geht fragt dann keiner mehr wieso willst du ein Foto mit ihm machen sondern warum will man ein Foto mit ihm machen ja es ist Joko so ich glaube ich möchte einfach nicht ich möchte das jetzt nicht irgendwie erzwingen die Aufmerksamkeit und bin dann auf einmal Verführer bei The Island und gehe dann noch zu so gehen ja daneben und ich will jetzt nicht mit irgendwelchen Müll bekannt werden, sondern ich will mit meinen Sachen bekannt werden, sodass die Leute gar nicht mehr fragen, wer sind das? Wer ist das denn? Sondern das sind Dennis und Benny. Und warum, klar, wenn sie mit dem Foto machen. Und was versprichst du dir davon? Ich weiß nicht, ich aber ich mag das, ich mag es einfach. Also ich es geht mir gar nicht um Geld oder um Ruhm, sowas geht mir geht mir gar nicht. Ich weiß, es ist irgendwas tiefes. Obwohl es ja irgendwie da schon doch um Ruhm gehen. Ja, genau. Also Muss ein bisschen. Wir hatten früher in der Schule so eine Theater-AG und ähm, da hat es mir auch mal voll Spaß gemacht, auf der, auf der Bühne zu stehen und dann so vor Leuten irgendwelche irgendwelche Figuren zu machen, jetzt nicht als Schauspieler, sondern irgendwie sowas selbstinterpretiertes. Und vielleicht ist es einfach wirklich diese Geilheit auf die Aufmerksamkeit. So, aber klingt irgendwie klingt voll komisch und pocheresk, aber so meine ich das gar nicht, sondern ich möchte einfach mit, mit den Sachen, die ich mache. Ähm, berühmt werden, so das find ich finde ich schön und für mich ist das eher etwas was da was mit dem was wir machen kommt also ich sage jetzt nicht ich möchte berühmt werden sondern ich finde das total schön dass dass man für etwas auf der Straße dass die Leute ein Foto mit für etwas machen wollen ich war ja, ich war ja nicht ein Playboy sondern ich mache Sachen die, auf die, ich, die noch die, nicht die ich, die ich Spaß habe wo ich voll hinterstehe und wenn dann Leute mit dir ein Foto machen wollen und sagen boah wir gucken eure Sendung immer das ist ein, so ein Glücksgefühl weil ja, das meine ich du auch. stehst ja genau dahinter und deswegen wollen die Leute was mit dir machen und du bist nicht das ist ja kann ich nicht durch irgendwelche Schlagzeilen guck mal das ist der, sag also mal kurz. Veneda, das ist, aber das ein meine ich ja. Das Foto ist ja, was ich meine. Also ich will nicht irgendwie durch einen, durch einen Shitstorm bekannt werden oder durch irgendeine eine krasse Aktion. Weil die Leute irgendwie ironisch Fotos mit dir machen. Ich habe das ist so verloren. Also wenn du so ein Prinz Markus bist, und die Leute wollen ein Foto mit dir machen, weil du Prinz Markus bist. Um guck mal der und in der Freundesgruppe rumschick. Ich habe dann, dann hast du eine komische Abzeigung genommen. Ähm, aber ja klar, ich, ich finde das auch schön, dass man dass man so erkannt wird und so. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt. Ich will so berühmt werden. Ich glaube, das passiert schon. Wird schon passieren, aber ich, ist es kein Ziel von mir. Ich würde jetzt nicht mm. rein, eintragen, fame oder berühmt oder so. Das würde ich nicht machen. Für ist es auch gerade diese Mischung, die uns beide ausmacht, dass ich vielleicht dann teilweise so ein bisschen mehr Rampensau bin, aber gleichzeitig auch den Dennis brauche, der halt vielleicht ein bisschen zurückgezogen ist, der mich auch manchmal stoppt und manchmal sagt, hey, fahr mal einen Gang runter. Oder ich glaube, das ist, glaube ich, auch diese Mischung, die es dann macht. So, das ist wie so eine Apfelschorle. Dann bin ich der Apfelsaft und Dennis ist dann so das Sprudelwasser. Ich glaube, das macht es dann, glaube ich, auch aus. Und so Yin und Yang, wie, wie so eine Batterie, Plus und Minus. Ich glaube, wenn wir beide so extrem drüber werden, dann werden wir, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, Anklatscher bei äh, äh, Vera Entwehen oder Vera Mittag. Ich glaube, es ist gut, dass wir so eine so eine Mischung sind und uns gegenseitig ergänzen. Ich glaube, die Ergänzung ist, glaube ich, das ganz Wichtige dabei. Es gibt ja beim Erkennen zwei verschiedene äh, Sachen, würde ich sagen. Das eine ist, ich weiß, wer du bist, also so optisch mhm. und ich weiß vielleicht auch sogar, wer wer ist. Mhm. Und das andere ist ja wirklich. Ich kenne dich. Ähm, ich weiß, wie du, wer du bist. Mhm. Gibt es diese Sehnsucht auch? Oder habt ihr die Sehnsucht gar nicht, weil ihr euch so zu 100 Prozent wahrscheinlich kennt? Dass mhm. das Fremde Fremde sagen oder dass wir quasi auch Leute im Umfeld haben, die, die wo die diesen Blick haben, dass sie uns kennen. Ich finde, find das schon schön, wenn man so ein, wenn die, wenn dich wirklich jemand kennt und dich, und sagt, hey, also dich, der, dich dann auch so nimmt, wie du bist und weiß, wie er dich anzufassen hat. So, ich finde das schon, ist schon ein schönes Gefühl, wenn man so jemand gefunden hat, der dich versteht und der so, der so weiß, wie kann er dich austarieren, wie kann er dich anfassen und, und wie bist du. Ich finde das schon ein tolles Gefühl. Ich glaube, du brauchst sowas auch, dass es du, du jemanden auf der Welt gibt, oder vielleicht sogar mehrere Leute, die dann, die dann, dich verstehen, dich einschätzen können, und die du aber auch so schon einschätzen kannst. Ich glaube, das ist was Tolles. Also, wir haben bei uns in der Firma, wir sind ja noch recht klein, obwohl wir so viel Output haben, und da ist es auch schon so. Also, jetzt, das, wir kennen uns ja schon teilweise wirklich seit acht oder neun oder zehn Jahren, und das ist ein schönes Gefühl, wenn man sich so untereinander kennt, und man weiß, ein Blick sagt mehr als tausend Worte und so. Das ist ein tolles Gefühl. Also, finde ich gut. Hm. Ist mir auch wichtig. Habt ihr Geheimnisse voneinander? Ich glaube, dass wir mit Sicherheit, jeder Mensch, in ja, ich glaube ich glaube auch, dass mich niemand zu 100 Prozent kennt. Nicht. Aber Geheimnisse halt, meine ich eher, das halte ich zurück. Das ähm, glaube ich nicht, dass er das verstehen könnte. Also es ist wirklich im Sinne hm. von, oh, hoffentlich liest er niemals das, was ich hier gerade schreibe oder so. Ich glaube, also da, da kann ich glaube ich sagen, das habe ich von Benny nicht. Also nee, jetzt, so, nicht. sowas nicht, also dann... Weil wir verbringen auch so viel Zeit miteinander, das würde irgendwann, wenn es irgendwie was richtig, richtig krasses wäre, zwangsläufig irgendwie auch rauskommen. Oder zwangsläufig durch irgendwie, was man sagen würde, Mensch, was ist denn da eigentlich los? Oder ich, nee, ich glaube, wenn wir irgendwas, wenn wir, wenn wir irgendwas Quersitzen haben, dann bin ich auch ein Typ und Dennis, glaube ich, auch, dann müssen wir beide uns aussprechen, weil wir haben ja beruflich auch so viel miteinander zu tun, wir können ja auch gar nicht über längere Zeit uns nicht verstehen, weil das merkt der Zuschauer oder Zuschauerin. Deswegen sowas haben wir gar nicht. Nee, nee, das muss ja auch gar nicht äh, im, im äh, ist, Oh, ich habe hier mhm. irgendwie eine Million irgendwie an die Seite geschafft oder so, Denn das sind ja manchmal auch Sachen, die einem, wo man sich schämt und dann mhm. und sagt so, oh, das ist jetzt ein komisches Gefühl oder ein, ein, äh, was es auch immer sein mhm. könnte. Aber ich bin ja jemand, ich schäme mich ja sehr schnell. Das heißt, ich habe wirklich, wirklich einen hohen Charmefaktor. Also wenn ich dir jetzt, wenn wir uns die Hand gegeben hätten eben und ich hätte irgendwie, hätte, wir hätten eingeschlagen und es hätte nicht funktioniert, ich hätte ein bisschen noch 15 Minuten drüber nachgedacht. Oder manchmal habe ich das ganz oft, wenn ich mir einen Kaffee hole und dann sage ich statt, statt tschüss, sage ich Schluss. Oder sag Hallo oder irgendwas, dass ich, Halli, Halli, Ich denke dann Kaffee. wirklich noch, ich denke danach, die Person, die mir gerade den Kaffee gegeben hat, die, das, 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 die denkt da ja jetzt auch noch ganz drüber nach. Die fragt sich, warum, was ist das für ein Idiot und sowas. Ich hab's also ganz schnell, ich schäme mich recht schnell. Ich glaube, ich, ja, ich deswegen glaub, weiß der Ben jetzt eigentlich. Deswegen, er, er, er weiß Manchmal gibt es ja auch Scham also im Sinne von, ja. habe ich jetzt Hallo oder Tschüss gesagt, okay, da würde ich sagen, Mickey mhm. Maus. Ich glaube, ähm, Dennis aber es ist, ja Dennis, aber das ist, ist, ist glaube ich, jemand mit dem Piep im Ohr und sowas, solche Geschichten, das teile ich schon mit ihm, sage ich ihm dann auch und ähm, er sagt dann, er versteht das dann auch und sagt dann ja, aber sowas teile ich dann schon mit ihm, also ich glaube, wenn, wenn ich irgendwann, wenn es irgendwann zum Zeitpunkt kommen sollte, wo ich sage, ich kann jetzt nicht mehr oder so, absolut ein Worst Case oder ich möchte das anders machen, da würde ich das auch nicht in mich reinfresst und das mit dem Benny teile ich das auf jeden Fall dann. Und ich glaube, dass Dennis sich, ich glaube, ich bin da noch ein Ticken nahbarer als er. Ich glaube, Dennis hat auch einen ganzen großen Schutzpanzer um sich herum. Und das war auch damals, als unsere Oma gestorben ist. Dann ich war, ich bin extrem emotional und auch ganz nah am Wasser gebaut. Mir fällt das immer total schwer und ich bin noch eine Heulsuse. So. Und bei Dennis war es aber so, der ist immer dann, der macht das mit sich aus. Und ich glaube, grundsätzlich Emotionen teilt er ungern. Ist nicht, weil er mir nicht vertrauen kann, sondern ich glaube, er. Es gibt ja so Menschen, die machen das mit sich aus, die trauern für sich, in sich hinein, für die ist das auch das perfekte Rezept, ich bin dann glaube ich eher auch da ein bisschen, ein bisschen ja. plumper und bin auch jemand, ich der plump, so ein bisschen emotionaler ist, sag ich jetzt mal. Ich weiß noch, als unser Hund gestorben ist, der hat wir 15 Jahre und dann habe ich auch, ich, ich war schon zu Hause und ich hab, war mit meinem Vater ihn einschläfern dann lassen, Benny kam dann von der Schule irgendwoher später und ich weiß noch, dass ich da kein einziges Mal geweint habe. Bis heute so, weil ich gedacht habe, okay, ich habe gesehen, meine Mutter hat gelitten, mein Vater hat gelitten, Benny kam in das Treppenhaus hoch und ich konnte jetzt einfach nicht auch los heute. So, ich musste jetzt was, ich muss jetzt da sein, als Oma verstorben ist. Und so Oma, ich weiß unter Leicht bei meiner, meiner Ex-Freundin und dann hat meine Mutter mich angerufen, sie ist gerade gestorben und so. Und hat mich auch die Mutter von meiner Freundin damals gefragt, soll ich nicht nach Hause fahren? Und ich dachte so, nee, geht schon irgendwie. Und das ist auch bis heute. Ich glaube, ich, ich kann das nicht so alles ganz teilen. Ich weiß aber, dass das nicht gut ist und ich war mir, darüber bin ich mir auch bewusst und ich werde das irgendwann aufarbeiten müssen. Aber auch da, das ist natürlich ein ganz, ganz schlimmes Erlebnis. Oder wir hatten mal eine na eine, 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 eine Verwandte, die gerade mit meinem Vater und so sehr, sehr eng war und so. Und ähm, die war immer eine sehr starke Persönlichkeit und die, das war auch eine Persönlichkeit, vor der mein Vater auch sehr res viel Respekt hatte, aber sehr liebevoll, aber sie war immer sehr stark, sie war immer sehr laut. Und dann irgendwann hat sie dann ähm, Krebs bekommen und dann werde ich niemals vergessen, wie ich dann in dieses... In dieses im Zimmer gehe im Krankenhaus und ich sie gar nicht wiedererkannt habe und sie dann, die immer stark, war immer sehr laut in der Familie war, dann da lag ein Häufchen oh, Elend, und gesagt hat, ja. dass sie nicht mehr möchte, das sind so Sachen, da musste ich dann auch da sein, wollte ich, ich musste nicht, sondern ich wollte dann auch für meinen Vater da sein, weil wenn alle so am Boden zerstört sind, finde ich, ist das falsch, wenn ich mich quasi dann auch dann da so fallen lasse in, 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 in so eine Trauer. Mit dazulegst quasi. Mit dazulegst und dann vielleicht auch dann ich jemandem Arbeit mache, dass man mich trösten muss. Das ist für mich ganz schwer sowas. Also ich kann das so nicht, nicht gut. Also wenn jemand in, in meinem Umfeld was passiert und ich bin damit auch davon auch betroffen, dann ähm, versuche ich immer erst zu sagen, okay, es gibt einen Schalter. Ich muss mich da noch nicht mal so, so richtig krass zurückhalten, sondern es ist wie ein Schalter automatisch. Und, ähm, dann, dann werde ich manchmal durch so Alltagsgeschichten, wenn ich da irgendwie eine Oma mit ihrem Enkel sehe oder einen Hund, der sie eh nicht gesehen hat, dann habe ich so oft auf der Straße, wo ich denke, okay, wenn du jetzt wollen würdest, könntest du heulen. In der Situation, als es da passiert ist, ging das nicht. Aber jetzt, deswegen weiß ich, irgendwas ist dann drin und das wird irgendwann ausbrechen müssen, sonst, weil, wenn man zu viel ansammelt im Laufe der Jahre, ich glaube, das ist auch nicht ganz gut. Aber das unterscheidet uns, glaube ich, schon sehr. Also, dass er dann, frei raus ist und die mir das auch egal ist und dann auch dann da an Ort und Stelle weint oder an Ort und Stelle das dann auch auslebt und das kann ich gar nicht. Weißt du, was dich davon abhält? Ich glaube hauptsächlich dieses, ich, dieses, dass ich der größere Bruder bin, auch wenn es nur neun Minuten sind, aber das lebe ich auf jeden Fall total, ich fühle mich auch als, als größerer Bruder, also immer ähm, und dass ich dann, dass ich nicht möchte, weil ich jetzt denke, die anderen sollen dann mal machen und ich muss dann jetzt aufpassen, dass das alles im Rahmen bleibt und dass immer jemand, dass, dass ich ansprechbar bleibe. Und das, das ist mir, glaube ich, wichtig. Dass du der verantwortlich auch bist. Mhm. Und fühlst du dich als kleiner Bruder, Ir irgendwie, irgendwie nicht. Also ich, ähm Klar, ich mache vielleicht, ich weiß nicht, ob das, ob kleine Brüder grundsätzlich immer die cooleren Sachen machen, aber da ich ja mit diesen ganzen ähm, Quittungen und Rechnungen ablegen und und was weiß ich, die ganzen buchhalterischen Geschichten ja nichts nichts zu tun habe oder ganz ganz wenig zu tun habe ähm, und ich quasi jetzt mich auch um ganz viele Dinge kümmere, aber die halt eher im kreativen Bereich sind, habe ich vielleicht irgendwie ähm, ja das Gefühl, dass er das für mich macht und, und ich mache jetzt vielleicht eher die die in Anführungszeichen schöneren kreativeren Sachen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt einen großen Bruder auch ausmacht, dass der immer nur die nur die langweiligen Sachen macht, kann ich gar nicht sagen. Also ich, ich sehe uns, ich sehe ihn jetzt nicht so, dass ich sage, ja das ist der Dennis ist mein großer Bruder, sondern für mich ähm, ist er halt immer wirklich immer da, aber auch wenn er jetzt 20 Minuten jünger wäre, wäre mir das glaube ich komplett egal. Ich glaube, ich glaube, was so typisch ist zwischen großer und kleiner Bruder oder großer und kleiner Schwester, ist ja auch dieses, der leichte Blick nach oben. Mhm. Also manchmal ist er so und manchmal ist er so ein leichter, aber es gibt, glaube ich, schon, äh, ob man das will oder nicht, so eine kleine, ich denke, ja, ich denke auch meine Schwester, die ist jünger und ich denke auch, und das ist, meine ich, überhaupt nicht arrogant mhm. und überheblich, sondern ich, ich denke auch eher, ah, da, da, da muss ich aufpassen, dass sie nicht... Hm. Und ähm, da weiß ich gar nicht hm. genau, ob, wie sie auf mich da guckt in dem hm. Moment. Ähm, aber... Ich glaube, wir haben das, glaube ich, ich glaub, wir haben das nicht grundsätzlich, also nicht grundsätzlich für ihn Aufschau, sondern ich habe das in verschiedenen Sachen, also zum Beispiel jetzt, wie der jetzt geschäftlich alles bis jetzt gemanagt hat, da schaue ich zu ihm auf, weil ich das auch einfach faktisch nicht könnte, also ich kann das nicht. Auch wenn ich mich jetzt ähm, anstrenge und ich versuche zu unterstützen, aber ich, die ganzen Zahlengeschichten und so, ich kann es nicht und da finde ich das super, dass er, dass er das macht, so, sich dem angenommen hat und er kann es, glaube ich, auch einfach besser, da schaue ich auf jeden Fall zu ihm auf, auch die ganzen Geschichten, klar, ich, beim Steuerberater bin ich immer mit dabei und ich versuche mir immer, dann sagen, Sachen zu notieren und dann auch intelligent zu wirken. Aber eigentlich gibt's, ist in meinem Kopf ein, ein Tornado und ich denke schon daran, äh, habe ich ihn jetzt schon alles fertig geschnitten oder muss ich noch was machen? Oder, also solche Sachen. Wie würde das jetzt als Thumbnail aussehen? Genau, wie würde jetzt mein hochroter Steuerberater auf dem Thumbnail aussehen? Mache ich dann einen Pfeil hin oder noch ein paar Tropfen an die Schläfe? Also ich bin ganz oft, ich, ich, also ich bin mir bewusst, dass ich, dass ich der ältere Bruder bin, aber bei manchen Sendungen, wenn der Benni dann so ähm, ähm, Outgoing ist und ich vielleicht einen Tag habe, wo ich wo es mir vielleicht nicht so gut geht oder wo, ich, wo ich vielleicht mit zurückhaltender bin, da schaue ich auch voll oft zu Benny auf. Also dann ich da bin ich manchmal so in der Situation, dass ich denke so das ist der das kann er der das kann er gerade besser und ich bin voll stolz, dass er das gerade so an sich reißt und da bin ich echt stolz. Ich bin ganz oft stolz auf den Benny ganz oft bei Sendungen und sowas. Das finde ich schon schön, wie er das alles macht und wie der, wie wir so zusammenhalten und wie er dann auch manchmal merkt, wenn ich wenn er merkt, ich bin gerade so ein bisschen ruhiger, ein bisschen weg, wie er das quasi an sich reißt und da ähm, ja weiß, was zu tun ist. Und da gucke naja. ich ganz oft nach, zu ihm nach oben, weil ich denke, das würde ich mir auch wünschen. Manchmal, ähm, wie er hat schon gesagt, manchmal muss ich ein bisschen bremsen, wenn es ein bisschen zu viel wird, aber äh, ansonsten ähm, sage ich jemand aber auch. Ist ja auch Teil von der Performance. Voll. Ich bin Performance. Künstler. Ich bin okay. Künstler. <laughs> Performance geht's ja. Eine sehr ernste Frage. Ähm, könnt ihr gut über Sex reden miteinander? Ja, voll. Also ich glaube, ich habe auch im Internet ganz viele Sachen schon über Sex gequatscht und bin da eigentlich relativ ähm, aufgeschlossen. Dennis sagt mir manchmal so, ja, wenn wir durch unsere Spiele, wenn man da ein paar Sachen ans Licht kommt und ich erzähle einfach offen frei raus, wie war das damals oder ähm, das und die und die Sexgeschichte, sagt Dennis manchmal, hier überleg mal, wenn wir irgendwann mal prominent sind, ja, dann, dann gibt es so eine Geschichte über dich im Internet und die kriegst du auch gar nicht mehr rausgelöscht. Dann sage ich immer, ja, aber ich bin, wie ich bin. Und das Zitat hasse Dennis bei mir immer, weil ich sage immer, wenn, egal, was ich mache, und Dennis findet es unlustig, dann sage ich immer, ja, aber Dennis, ich bin ja wie ich bin, ich kann das nicht spielen. So und ich glaube, Dennis, ich glaube, du magst wie ich bin, aber ich glaube, so was stört dich, dass ich manchmal so ein bisschen zu sehr ins Detail gehe. Ich glaube, also wir sind ja auch zwei, zwei Kumpels, das heißt, man spricht schon darüber, was, was findet man so, so, wer sieht vielleicht gut aus, wer wen hast du da gesehen, wer hat einen da so mal angeguckt oder so. Das ganz normale Buddy-Gespräche. Ähm, das auf jeden Fall wir, uns wird ja auch immer die Frage gestellt, habt ihr schon mal wollt wollte euch mal ein Mädel beide haben wegen Zwillingen, dass wir quasi wie als Fetisch agieren in so einer Situation. Habe ich auch immer gesagt, ich habe hätte ich glaube ich hätte niemals ein Problem damit gehabt, wenn ihr irgendwie so, so eine Dreiergeschichte zu machen, bloß ich auch das sie nackt zu sehen. Ich kenne ja nackt Fußballdusche, ist mir alles scheißegal. Wir müssen wir werden würden uns ja da auch nicht sexuell berühren. Aber das, äh, ich nicht's Gesicht, das, ich bin nicht das Gesicht des Hörers. Orgasmus verzerrt. Diese Schreie, diese Geräusche, ich glaube, die würde ich niemals, das, das Einzige, was mich stört. Alles andere, damit könnte ich komplett lieben. Fair enough. Aber ansonsten, ähm, die Zeit, diese die wilden Zeiten sind ja auch vorbei, diese wilden Überlegungen. Aber ansonsten können, ich habe damit so kein Problem. Ich schäme mich schnell, aber das ist, wenn es auf einem gewissen Niveau bleibt, habe ich damit kein Problem. Einen guten Freund erkennt man ja, wenn man wirklich ernsthaft und gut mit ihm über Sex reden kann. Also, das, mhm. diese, diese Gags oder, mhm. und, und, dieses, äh, keine Ahnung, Pubertäre. Das, das kann man im Fernsehen, das kann mm. man im Podcast, kann man überall. Mm. Aber dieses wirklich ernste Gespräch, ich glaube, daran erkennt man, ja, von wirklich Total. ernsthaft miteinander reden. Total. Kann. Und das können wir. Hm. Ja. Habt ihr ein schlechtes Gewissen manchmal voneinander? Kennt ihr das? Ja, voll. Also ich glaube, wir haben, ich habe, glaube ich, grundsätzlich extrem oft ein schlechtes Gewissen, weil ich irgendwie denke, wenn ich 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 reiche, ich, also ich reiche nicht aus, so auch also nicht nur also total auf dem Dennis gegenüber, weil wir halt so viele Sachen auch machen und dann ähm, und Dennis ist dann gerade irgendwo in Rechnungen und macht macht irgendwelche Belege und in du der stellt sich ja also, als wäre ich hier irgendwie nur <laughs> Sekretär. Ja, du ich stell dich aber aber selber, auch ich selber so da das ist das nee. Eigentor von dir nein nein aber nein, ich habe dann oft ein schlechtes Gewissen, weil ich dann denke so ähm, ja, ich könnte jetzt auch irgendwie was, gerade was machen, aber ich, ich sitze hier gerade im Zug und habe gerade irgendwie mehr Lust, ähm, Hotel Matze zu hören, als jetzt irgendwie mich ähm, auf eine Sendung Sehr vorzubereiten. Gut. Deswegen, aber ja, ich ja. glaube, dieses, dieses ähm, Benny sagt ja auch immer, ich mache Buchhaltung und sowas. Ich das wird sich jetzt auch bald ändern. Die Firma vergrößert sich ein bisschen. Das heißt, da bin ich auch froh, dass mir da die Last von Schultern genommen wird. Bei mir war immer nur das, immer das ganze Problem, dass, beziehungsweise das habe ich auch mich als großer Bruder gesehen. Ich mache ja, Benny macht ja kreative Sachen. Ich mache auch kreative Sachen, aber das andere halt auch. Und das war immer die letzten Jahre immer so ein kleines Streitthema. Kein Softthema, sondern ein Streitthema, dass ich gesagt habe, hab ich habe mich damit so ein bisschen alleingelassen gefühlt, weil ich gesagt habe, ja gut, ich muss ja auch kreative Sachen machen, aber hinzu und ich komme noch das Bürokratische und ich weiß nicht, wie weil du da so in der F Firma, und du bist ja auch kreativ, eine Mail vom Steuerberater kann, kann reißt mich dann schon so raus, dass die kreative Arbeit erstmal weg ist, weil ich möchte das dann auch direkt beantworten, ich möchte, dass es akut geklärt wird, das heißt du legst es erstmal andere beiseite und beantwortest erstmal Mails, daraus ergibt sich sicherlich auch eine Fragestellung, wo du jemand anderen anrufen musst und schon ist der halbe Tag futsch und das war immer so ein bisschen, aber das ändert sich ja jetzt auch, bloß äh, ich bin ja jetzt nicht nur hier, Dein du bist auch Künstler. Die, ich sage immer zu wenn ich bin manchmal da bin ich das Management von Bennys Management. Ja, aber das bin ich auch oft. Ich ist ja auch da, muss ich auch, so auch wieder zurückrudern. Ich beantworte ja auch Mails und schreibe auch welche. Also ich bin jetzt nicht komplett der Dovi. Nee, habe ich doch nicht gesagt. Okay. Habe ich auch nicht gehört. <laughs> ähm, die meisten Menschen sind ja sehr hart zu sich selbst oder am härtesten zu sich selbst. Seid ihr das auch zu euch selbst oder seid ihr eher härter? Zum anderen. Nee, bei mir ist es das Gegenteil der Fall. Also, ich würde Dennis niemals nach einer Sendung irgendwie sagen. Also, manchmal sage ich vielleicht, also, 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 jetzt nicht im Ernsten, sondern beim nächsten Mal würde ich vielleicht die Fragestellung so formulieren oder das Spiel vielleicht so erklären, ist dann cooler. Aber ganz besonders hart bin ich zu mir selbst. Also, ich kann mir auch, wenn wir irgendwo im Fernsehen auftauchen, sei es bei Joko und Glas gegen Po7 oder bei. Dr. Eckart Hirschhausens Quiz des Menschen oder sonst wo, worum tanzen. Ich kann mir das nicht angucken. Ich, ich gucke mich selbst nicht an. Ich bin extrem selbstkritisch, auch wenn, wenn wir irgendwelchen Fensterscheiben vorbeilaufen. Ich kann mich nicht guck angucken. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, es ist eine dauerhafte Unzufriedenheit also mit du mir willst, selbst. Also du willst, dass dich alle Leute angucken, aber ja, genau. selbst kannst du genau, nicht angucken. Genau. Also ich hasse auch Fotoshootings und so ein Zeug. So. Ich hasse das einfach. Ich kann das nicht leiden. kannst Dennis fragen. Sobald ich irgendwie Dennis macht das ganz gern manchmal. Wir sagen, wir brauchen neue Fotos, die wir rumschicken können. Ich bin schweißnass, Ich habe da keinen Bock drauf. Ich brauche dann zwei Posen und dann sage ich, das war's doch jetzt. Das reicht doch. Voll interessant. Boah, kann ich gar nicht. Ja, ich glaube. Ähm, wir gehen ja beide auch zum Sport und sowas und ich glaube, da, ähm, ich habe ich hab das da auch mit Eva Schulz schon mal drüber geredet. Ich finde, das wird viel zu wenig drüber geredet, dass Männer ja auch damit konfrontiert werden, dass sie irgendwie perfekt aussehen müssen. Also es ist oft ein Frauenthema mit je Frau hat Hängebrüste oder das oder so. Und ich möchte gar nicht sagen, dass diese dass das irgendwie das falsch ist, aber Männer, ich glaube, da muss das Scheinwerferlicht auch auf Männer äh, drauf gehen, weil ich finde, ich fühle mich ganz oft auch körperlich manchmal nicht gut genug, dass ich denke, du musst doch eigentlich jetzt muskulös oder so oder so oder da viel besser oder da dünner oder da dicker aussehen. Und das ist so, ich glaube, das Körperliche. Vom Können her, ja, da denke ich auch manchmal, ähm, weiß ich nicht, was denkt wohl der Regisseur jetzt, wenn ich bei einer externen Produktion bin, über mich? Aber das kann ich mittlerweile wegschalten, weil ich bin noch im Betty zusammen und dann ähm, agiert man da im Team. Aber im körperlichen bin ich schon sehr streng mit mir, was mich manchmal auch nervt, weil ich denke, meine Güte, du hast so dieses eine Leben, die, solange mhm. es nicht gesundheitlich ist und irgendwo eine Speckfalte mehr oder weniger, ist auch scheißegal. Aber was denkst du dann, also körperlich? Also, wenn es wenn du sagst, ne, du sagst irgendwie bei Frauen, da geht es. Vielleicht um sowas wie ein, ein Hängebusen ja. oder äh, was es auch immer. Ist. Was ist es bei dir? Ich finde bei Männern ist dieses. Bei dir, das bei, bei mir, dir? okay, bei mir. Ähm, ich denke oft, dass ich denke, Mensch, ich bin in meiner TikTok-Bubble ist manchmal so auch diese, komme ich schnell in diese Gym-Geschichte rein mit. Jim hier und Jim da, der, da, Tag, der Tag. Und dann höre ich immer, was für Pläne, die manche haben. Tag eins dann, dann. Dann machen die irgendeinen Mini-Cut mit Essen. Und ich denke mir so, ja gut, ich gehe viel die Woche ins Fitnessstudio, aber ich mache das alles gar nicht. Sollte ich das nicht eigentlich auch machen? Damit ich irgendwie auch so aussehe wie die? Und dann, dann denke ich mir du machst das dann falsch. Und dann denke ich mir aber dann, dann kommt wieder der, das, das, logische Denken sagt, haupt, ich, mir ist ja der Sport wichtig, macht ja der Sport Spaß. Mir ist es ja, im Endeffekt kann mir das ja egal sein. Ich gehe auf, auf keine Wettkämpfe. Mhm. Ja, <laughs> <laughs> yeah, also bei mir ist, bei uns beiden ist es halt schon immer so gewesen, dass ich immer der Kräftigere war als Dennis. Und das ist natürlich auch etwas, was, was, was einfach dauerhaft auch in natürlich in lustiger Weise, aber auch total oft kommentiert wird. Wie kann man euch auseinanderhalten? Ja klar, du bist dann der Dickere und Dennis ist dann der Dünnere. So, das ist etwas, was ja auch, damit kann ich auch leben. Das, das habe ich mein Leben lang schon so. Aber trotzdem ist es ja immer wieder etwas, man wird immer wieder aufs Aussehen ähm, angesprochen. Man wird immer, wird immer verglichen. Und ich glaube, klar, das liegt auch in der Natur der Sache, dass man als Zwillingspaar ja. immer verglichen wird, weil man muss muss die Leute auseinanderhalten. Nur finde ich, glaube ich, auch andauernd dieses Kommentieren des, des, der, des, der körperlichen Unterschiede finde ich, irgendwann nervt es einfach. Deswegen ähm, wäre ich einfach dafür, dass man das einfach ein bisschen runterschraubt. Also ich will jetzt auch gar keinen Leuten einen Maulkorb geben und so, aber ich finde, das ist etwas, was mich persönlich total oft stört. Dass man halt, wie, wie vergleicht man uns beide, ja, Dauerhaft bin ich dann der Dickere. Vielleicht ist es auch der Grund, weshalb ich so oft zum Sport gehe, weil ich einfach irgendwann vielleicht mal körperlich der Dennis sein will, so dass man einfach nur sagen kann, ja, ihr seht euch ja beide total ähnlich. Keine Ahnung, ich weiß wie es liegt ja daran. Weil mir macht der Sport auch Spaß und ich gehe auch gerne ins Gym. Aber ich glaube, wenn ich dann so, wenn ich normal schlank wäre, ich glaube, dann würde ich gar nicht ins Fitnessstudio gehen. Ich glaube, es ist einfach der dauerhafte Kampf ähm, gegen Kampf gegen die Kilos oder oder auch Kampf ähm, dahingehend, dass ich irgendwann mal einfach so sein will wie er. Dass ist einfach dieses, dass dieses Kommentar nicht mehr kommt. Dass du also dein, dein Körper, mhm. also bestenfalls geht es gar nicht darum, einem anderen Idealbild zu. Entsprechen, sondern eigentlich würdest du dann gerne dem Idealbild von, genau. von Dennis entsprechen. Genau. Einfach gleichziehen mit ihm, dass es gar nicht mehr kommentiert wird, als wenn irgendwie, ja klar, ja die kenne ich schon ewig, ja, guck mal hier, also sind ja diese typischen Fragen, wie unterscheidet man euch und da kommt von rechts, ja, Benny ist immer ein bisschen dickere, ne? Das sind ja auch Leute, wenn wir die in der Stadt treffen oder in der Kneipe oder beim Festival, Ich meine die auch gar nicht böse. Also ich will jetzt gar nicht, irgendwie, das mhm. meinen die ja nicht beleidigen, dann würde ich mich auch zur Wehr setzen, sondern es ist auch von denen lustig gemeint. Aber. Obwohl und sowas hat auch gar nicht, finde ich so, ich finde sowas gar nicht lustig. Also ich auch Körsen. nicht. Ja, genau, ich finde es auch nicht lustig. Aber es ist in dem Fall aber auch nicht so, dass, ich, dass es mich extrem stört. Und das würde ich auch dann sagen, ey, das finde ich aber uncool. Keine Ahnung. Also, das ist einfach, ich, ich glaube, dieses, dieses Reduzieren auf das Äußerliche mag ich grundsätzlich nicht. Ja, weil es natürlich bei euch immer Thema ist. Genau. Das Äußerliche. Ja, genau. vollkommen. Also genau. das, äh, und ich kann dem auf jeden Fall zustimmen. Ich kenne sehr, sehr viele Männer. Die sehr viel über das Thema Gewicht und, und, und Körper reden. Mhm. Und das wird so den, den Frauen so zugeschoben. Mhm. Aber ich kenne das voll. Also ich kenne es. Ich glaube, es gibt kaum eine Frau, würde ich sagen, die sich nicht darüber Gedanken macht mhm. und die sich nicht limitiert mhm. aufgrund des Essens. Aber in den letzten Jahren ist das voll übergeschwappt mhm. zu Männern. Also Total. So die, die, also wir haben vorher Kuchen gegessen mhm. und ich habe auch darüber nachgedacht. Ist Voll. das jetzt eigentlich, also so Zucker und, äh, genau, und so weiter? Genau, genau, also so, Ich genau. kenne diese ganzen Themen auch. Heute Morgen auch. Wir, eigentlich, wir, haben nicht, wir sind ja seit vier Uhr wach und wir haben noch nichts gefrühstückt. Da habe ich auch gesagt, ja, holen wir uns jetzt noch ein Brötchen oder nicht. Und da habe ich auch wieder überlegt, ja, aber wenn es dann, wenn es halt gesagt, es gibt Kuchen, dann sage ich, ja, hol ich mir jetzt aber kein Brötchen, weil es gibt ja dann Kuchen. Und man denkt so doppelt drüber nach. Irgendwie ist es auch, also keine Ahnung, es ist das auch so ein Teufelskreislauf. Ich weiß nicht, ob man, ob das ab einem bestimmten Alter anders wird oder ob man dann irgendwann vielleicht gelassener ist. Aber ich weiß, kann, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall ist das so ein Punkt, der halt irgendwie immer auftaucht und den, der mich dann auch stört. Ich, vielleicht ändert sich das irgendwann oder man bleibt halt irgendwie da noch hängen. Keine Ahnung. Also. Deswegen bewundere ich so Leute, die so entspannt damit umgehen, mit diesem Thema Körper und Gewicht, wenn ich immer, ja, der haut sich jetzt eine den Pommes rot-weiß rein und am nächsten Tag holt er sich eine Pizza, ist einfach egal, es ist ihm einfach egal, aber es gibt für ihn wichtigere Themen, was ja auch irgendwie richtig ist, solange es natürlich in gewissem Maße geschieht, das beneide ich total. Aber ich meine, das, was wir jetzt im Fernsehen sehen, wenn man sich so Shows von früher anguckt, Talkshows und jetzt, oder wenn man sich allein Politiker und Politikerinnen anguckt, also so etwas wie Helmut Kohl wird es überhaupt nicht mehr geben. Mhm. Also, wenn man sich jetzt Olaf Scholz anguckt, mhm. äh, die Figur mhm. oder auch Talkshows, mhm. das ist ja eigentlich alles sehr normativ, was den Körper betrifft mhm. mittlerweile. Der also Altmaier dann in den ganzen Shows da immer zu Gast war in Sachen Corona und sowas, hat man, der ist dann auch irgendwie aufgefallen. Ja. Erstmal, weil er da irgendwie so sitzt, als würde er gleich vom Stuhl rutschen, aber auch, er hat optisch so. Nicht mehr, dass ich, das ist nicht meine Meinung, aber es hat da gar nicht mehr so reingepasst, weil er sitzt dann da in ihren engen Blousons und irgendwie und der sitzt dann da mit dem Hemd eine Größe zu klein in die Hose reingestopft und mit ein paar Kilos über der, über der Norm. Und denkt man sich auch, der fällt natürlich dann auch auf. So und ich glaube, das war früher ganz anders. Die saßen alle, waren irgendwelche dicken oder dicklichen Politiker mit einer zu kurzen Krawatte und dann haben dann geraucht und dann, es war total egal. Vollkommen. Ich ja. habe das Gefühl, wenn ich so Aufnahmen aus den 70ern und sowas sehe, ist mir ja ganz auf oder oder wenn man so früher geredet hat früher war, voll, egal wie man, das ich glaube, der Körper war nicht so wichtig, sondern der hat eine coole Lederjacke und der hat eine coole Frisur und dafür konnte man voll viel wettmachen und dann war das eigentlich, glaube ich, egal, ob man zu dürre war oder zu dick, ich habe das Gefühl, in den 70ern waren die Leute irgendwie, alle irgendwie dünn, irgendwie alle, das sieht immer auf den Aufnahmen, das ist ein Film, immer so alles so dünn aus und ähm, das, ich glaube, das ist mittlerweile ist einfach so ein Teufelskreis geworden, dieses ganze Körper an sich und weil ich habe es mir auch gesagt, was machst du denn für Gedanken, man sieht dich ja zu 90, 90 Prozent deiner Menschen sehen dich ja eh nicht nach, Nackt. du hast ja eh mal Klamotten an. Das heißt, ist eigentlich ist nackt sein so etwas Privates. Das ist ja, kann einem mir ja eigentlich total egal sein. Das stört mich halt auch total. Also da ich ja ähm, große Ziele und große Träume habe, muss ich ja irgendwann auch mit mir fein sein, so weil ich kann ja nicht, keine Ahnung, ähm, ähm, deutschlandweit bekannt sein, aber mich selbst irgendwie äußerlich nicht attraktiv finden. Keine Ahnung. Das ist auch etwas, woran ich versuche zu arbeiten, dass ich mir halt, dass ich da in dem Sinne kein selbstbewusstsein hast. Ja. Aber guck mal, wie viel Kai Pflaume macht. Mhm. Also so was, das, äh, wie sehr sein mhm. Leben bestimmt ist, diese Figur auch mhm. zu haben, diese sportliche mhm. Figur zu haben, auch identifiziert werden mit einem irrsinnig mhm. sportlich körperlich mhm. topfitten. Der, ist, der lebt ja mhm. einen, einen, einen das ist ein Lifestyle ja ja also der lebt ja ein leichtathletik mhm. Leben Total. eigentlich aber auch das war bei Kai Pflaume, wir mögen ihn aber das war auch so ein Ding als er uns besucht hat oder Dennis besucht hat die hatten sehr also Kai hat Dennis bei sich zu Hause besucht der hat so einen Tag mit uns verbracht kann man sich im Internet angucken Kinder kann ja. man sich angucken einen Tag mit Dennis und Benny Wolter. ähm und da hat, das war auch das erste, was er gesagt hat, ne, du machst ja ein bisschen mehr Sport als dein Bruder. Und also er hat auch bewährt, wo auch den Leute in den Kommentaren geschrieben haben, das ist, fällt bei ihm wohl öfter auf, auch Knossi und Co. Kai spricht die Leute auch erstmal auf die, aufs Äußerliche an. Und ich finde, das fand ich uncool, weil er ist doch so ein richtig, ist ein feiner Kerl und ist ein super Entertainer. Also, ja, du machst viel Sport, ist doch cool, ist auch, finde ich auch klasse, aber, das, das, lass das doch, ist, also du musst doch nicht mir, mich dann bewerten, dass ich dann äh, breiter bin als Dennis oder weißt du, also ich finde, das gehört sich irgendwie nicht. Und das, irgendwie ist es, finde ich das uncool. Wenn man, ich gehe auch nicht, ich sage auch nicht zu den Gästen, boah, du bist aber beim letzten Besuch warst du ein bisschen schlank. Was ist denn passiert? Also jetzt nicht böse gemeint, aber was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Was ist denn, was, was ist denn die Best-Case-Antwort? Ja, Ich habe einfach gegessen oder <laughs> weiß ich nicht, was ist, denn, was ist denn? Welche Fragen, die man so stellt, die sind dann irgendwie sinnfrei. Wir sprechen mal ein bisschen über eure Show. Wenn, ich, wenn ihr Lust drauf Sehr habt. Sehr ja gerne. Ja, wurde uns versprochen, möchte ich jetzt auch mal. Jetzt kommt ein 16-minütige Brot. Jetzt kommt die Leid. <laughs> ähm, also ihr habt das ja schon so ein bisschen erzählt. Du machst die Steuer, du machst die Thumbnails selbst. Und ich finde das ganz interessant. Das ist eine Frage, die Judith holofernes gerne in ihrem Podcast Salon holofernes stellt. Wie viele Berufe stecken in eurem Beruf? Mhm. Ähm, das ist eine gute Frage. Finde ich auch. Also fangen wir mal an. Also ähm, erstmal bin ich natürlich Moderator und Unterhalter. Gleichzeitig bin ich aber auch ähm, für den für die Videos zuständig. bin, bin also bin auch Cutter. Dann bin ich auch gleichzeitig Mediengestalter, weil ich ja die, diese Rubriken baue, die Intros baue, die Thumbnails baue, den ganzen grafischen Kram baue, die Firmenbeschilderung mache. Ich mache quasi alles, was das Grafische Geschäftsführer angeht. Geschäftsführer bist du auch? Da bin ich Geschäftsführer natürlich. Ähm, dann was würde ich noch? Was bin ich noch? Früher waren wir noch die Putzfrauen, weil wir auch noch das Klo selber sauber gemacht haben. Jetzt sind wir im Büro gezogen, wo das alles übernommen wird. Hausmeister bin ich auch manchmal, wenn ich dann das Team ein bisschen auf, wir sind, nochmal Bescheid sage, hey, ihr könnt die Mülltüte auch mal zuschließen und eine, neue, und eine neue reintun. Bin ich auch manchmal, ähm, und ja, das sind so meine Fachgebiete. Mhm. Dennis? Ja, also ich, ich bin Geschäftsführer, Moderator, dann, ähm, bin ich auch Redaktion, redaktionell. Ähm, eine ganze Zeit lang, also immer noch bin ich auch so ein bisschen. Wir haben jetzt jemanden für die Gästerequise, der es hauptberuflich, genau, das macht, so ist klar. Gemacht, aber genau. wir machen natürlich immer noch für manche Kontakte ist einfach schon besser, wenn wir einfach direkt vielleicht anschreiben. Quise, dann, äh, ja, die Putzfrau und sowas, ja, aber in unserem Gästeraum und im Studio, da ist niemand, das heißt, da muss man trotzdem ab und zu mal gucken. Da bin ich auch nach Dresden oft verschwunden, um dann die Wasserkästen alle richtig zu machen, also Hausmeistertätigkeiten bin ich immer noch drin. Genau, und ähm, wir sind auch Autoren, das heißt, wir haben auch ein tolles Team, das sich auch die Rubrik mit ausdenkt, aber Dennis und ich äh, ja, denken auch ganz viel aus. Also, also. Ähm, ja, und dann diese ganze Geschichte mit, 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 ähm, Buchführung und sowas. Wir haben natürlich einen Steuerberater, aber das muss natürlich erstmal dahin, dann die ganzen Sachen einzupflegen. Und das wird mir jetzt gerade step-by-step alles zum Glück abgenommen, dass ich das dann nicht mehr machen muss. Und ähm, ja, dann einfach die täglichen Geschäftsführertätigkeiten, wie eine Mail reinkommt, oder hier mal unterschreiben oder hier mal irgendwas abholen oder sonst irgendwas. Es steckt schon einige, D einige Dinge drin. Also deswegen manchmal wünsche ich mir auch, dass man vielleicht nur eine Sache davon macht. Aber ich, ich glaube ganz oft auch, das wird mich gar nicht ausfüllen. Ich mache mhm. manchmal Homeoffice, weil ich einfach nur sage. Ich möchte einfach jetzt mal eine Stunde länger schlafen und vielleicht mir den Tag mal selber bauen. Dann merke ich aber ab 13 Uhr, hm, ja gut, das war jetzt cool und ich genieße es auch manchmal, aber manchmal denke ich so, hättest auch einfach nur zur Arbeit fahren können, dann machst du einfach zwei Stunden früher Feierabend. Ich denke auch ganz oft, wir haben bis 18 Uhr unsere Zeit halt 9.30 Uhr bis 18 Uhr im Büro und wir. Nochmal die Zeit? 9.30 Uhr bis 18, bis 18 Uhr. Und ganz oft denke ich so, Mensch, Warum, wir können uns das ja selber aussuchen. Warum machen wir nicht einfach mal? Weil wir, wir strugglen oft, weil wir nach, nach der Arbeit zum Sport gehen. Es ist alles so spät, da kommt die Bahn später. Dass ich mir ganz oft denke, dann lass uns doch einfach um 17 Uhr schon gehen. Aber wir halten selber an unsere Zeiten, die wir ja selber erstellt haben, so macht akribisch. Ihr das, macht ihr das auch um, damit die anderen auch alle mal schön sehen, wie hart ihr arbeitet? Nee, das gar nicht. Das nicht. Also, ich ich glaube, die, die Jungs und Mädels wissen das. Aber, was mir auch Aber auch es auch gibt schon Tage, jaja. wo wir sagen wir so: Benny könnte sich seinen Computer auch zu Hause aufstellen. Und ich glaube, dann wäre er gar nicht mehr da, nur bei den Drehs. Und ich, ich das gleich brauche einen Laptop. Das heißt, ähm, wir sind schon da, aber das gehört für uns auch dazu, denn es wären wir auch nicht erfolgreich, weil wenn du, glaube ich, gar nicht mehr da bist, dann verlierst ja, du ist, auch ist die Verbindung zu Katze Team. aus dem Haus, tanzt die Mäuse auf den Tischen. Und ähm, ich habe die meisten Urlaubsanträge immer auf dem Schreibtisch, wenn ich zwei Tage nicht da war, weil man mir das dann quasi nicht so, in die Augen gucken muss, um den zu geht so an euch, aussehen. liebes Team. Ja. <laughs> aber ist auch alles im Rahmen und so. Ähm, aber ich, wir finden es auch zum, fürs Team gut, dass wir auch dann einfach anwesend ansprechbar sind. Wie erkennen die, mit wem die gerade reden? Also von diesen ganzen mhm. verschiedenen Positionen. Also man redet ja auch mit dem Hausmeister mhm. anders als mit einem Geschäftsführer oder den lustigen Benny oder den lustigen mhm. Dennis. Also sämtliche bürokratischen Geschichten von, kann ich das bestellen und wo lege ich meine Rechnung ab? Das war bisher immer ich direkt. Also ich immer Urlaubsanträge werden auch bei mir auf den Schreibtisch gestellt äh, gelegt. Gestellt, so ein Hochstapel ist noch nicht, sondern gelegt noch ähm, Sachen, die man mieten muss und so. Da bin immer ich der Ansprechpartner. Und Sachen Schnitt und sowas ist der Benny dann der Ansprechpartner. Ja. ja, aber genau. es gibt ja das, mhm. das Ansprechpartner für verschiedene mhm. äh, Formen oder Ach, verschiedene ich, ich, Situationen. Ich weiß, klar. was du meinst, ja, ja, aber es gibt ja den. Wie man sich unterhält und wie Sau, man sich. Lass angesprochen. mal noch einen kurzen Trinken ist ja ein total großer Unterschied, mhm. wie du, wir müssen echt mal reden, weil so das letzte halbe Jahr mhm. ich, glaub, ich bin da, unzufrieden. Ich, ich glaube, da bin ich so eher der Ansprechpartner. Nee, es geht glaube ich gar nicht darum. Es geht glaube ich darum, in welchen Situationen man wie miteinander ja. angespro angesprochen wird. Also, wenn wir am Set sind, ähm, kommunizieren wir mit dem Team. Ähm, kurz und knackig und bündig, also wir müssen ja schnell zum Ergebnis kommen. Der Gast ist da, wir müssen schnell drehen, das Studio muss umgebaut werden, da wird nicht viel drum rumgeredet, sondern Luki kannst du mal ganz das Licht auf Blau machen und Sven, du kannst schon mal den Ton anschmeißen und wir setzen uns hin und Migi kannst du noch den Bildschirm zu uns drehen, das ist relativ kurz und knackig. Wenn wir aber dann im Büro sitzen und, der, und, und ich schneide was und Luki braucht von mir irgendeine Schrift und oder braucht mir noch ein Paket, was ich da gebastelt habe für eine Rubrik, dann ruft er rüber und sagt, Benny, kannst du mir das auch am Server legen. Also ich glaube, wenn, wenn wir so richtig in der Arbeit, Arbeit sind, sodass Dennis und nicht quasi als Moderator und Unterhalter fungieren, vor der Kamera sind, sind, reden wir sehr professionell mit dem Team. Wenn wir aber im Büro rumgammeln oder gammeln, Anführungszeichen, das Schneiden oder schreiben, dann sind die, glaube ich, so ein bisschen. Jetzt, auf, ich glaube, locken. die Frage war auch darauf ausgelegt, wenn es um die wirklich wichtigen Themen geht. Wer, wer dann von uns, glaube ich, eher so Ach, von uns beiden? von uns beiden, glaube ich, angesprochen wird. Und ich glaube, da bekomme ich dann schon eher, also das machen wir immer alles zusammen. Personalgespräche machen wir immer alles zusammen. Wir beraten uns vorher alles. Aber dann bin ich schon immer du so der, der meistens vorher gesprochen wird. Denn sehe ich bei WhatsApp immer dann, dass ich, dass sich ein Einzelchat geöffnet hat mit mir und dann die, die Jungs. Und dann werde ich, ich hole bei natürlich immer direkt mit rein ins Boot. Und wir haben im letzten Jahr noch immer gemacht, dass diese Gruppen nicht mehr einzeln gibt, sondern wo wir mindestens beide drin sind. Aber ich glaube, bei solchen Sachen war ich in der Vergangenheit dann schon. Aber ich mhm. glaube, das ändert, ändert sich auch gerade. und ich, sind, ja, ja. Ist auch unser Ziel und ist auch unser großer Vorteil auch als Geschäftsführer, dass wir immer zu zweit sind, das heißt, wir möchten hier niemanden unterdrücken oder sagen, wir möchten in einer besseren Position als andere sein, aber ist schon, ist schon besser, wenn man halt, wenn du mehr Argumente hast und sowas. Aber es natürlich, sorgt natürlich auch, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mhm. mir vorstelle, ich bin euer Mitarbeiter oder mhm. Mitarbeiterin und ich sitze euch jetzt so mhm. gegenüber. Boah, das ist auf jeden Fall. Also, mhm. da muss ich schon gute Argumente haben. Das mussten wir auch echt lernen. Also, das ist etwas, was wir komplett lernen mussten. Also wir und immer ja, noch lernen, würde ich und sagen. Immer noch lernen. Ist, ich glaube, da hört man nie auf, das zu lernen. Wir haben ja ganz viel unserer Mitarbeiter jetzt mitgenommen damals von, von, von der Produktionsfirma, wo wir früher gearbeitet haben. Das heißt, ja, wir haben die quasi. Abgekauft. Wir haben den, wir haben quasi die, die Jungs und Mädels, damals nur die Jungs, haben wir von von der Produktionsfirma mitgenommen, bei der wir auch selbst gearbeitet haben. Das heißt, wir kannten uns ja damals als Kollegen. So, und dann gab es das erste Gehaltsgespräch oder das erste Mitarbeitergespräch und das war für uns echt total weird. Also wir haben schlecht geschlafen davor, es war für uns total komisch, weil wie macht man das? Ich, ich, es gibt ja nicht so ein richtiges Tutorial, was man ernst nehmen kann, sondern das mussten wir alles lernen. Ich glaube, mittlerweile haben, führen wir gute Gespräche, wir sind dann auch dann halt nicht. In dem Fall, wenn wir diese Gespräche führen, sind wir halt nicht die lustigen Benny und Danny, sondern wir müssen da auch sagen: Hör mal zu, netter Gehaltswunsch ist auch schön und du verdienst den auch, aber zum Beispiel können wir den gerade gar nicht zahlen. Oder die letzte Gehaltserhöhung ist schon so und so lange her oder ist erst so und so lange her. Das sehen wir gerade nicht und wir möchten mit dem Geld lieber noch eine neue Mitarbeiterin oder Mitarbeiter einstellen. Aber das ist total schwierig. Also, das war für uns immer so ein Date, wo wir sagen: Oh Gott, ey, wir möchten den wir möchten den, wir wünschen unserem Team nur das Beste, wir möchten die auch nicht verletzen und die sind super und die verdienen auch jeden Cent, aber trotzdem muss man natürlich auch gleichzeitig unternehmerisch denken, was für die glaube ich dann auch immer schwer ist, weil die kennen uns ja als lustige Benny und Danny, die gehen mit uns in die Kneipe und, und spielen mit, wir spielen auf dem Hof, bevor Thomas Gottschalk kommt mit dem Ball, das, gleichzeitig müssen ja. die uns natürlich nach Gehalt fragen, also ist für beide Seiten glaube ich total schwierig. Was ich aber total schön finde ist, und das, wir spüren auf jeden Fall, dass Respekt von Seite da ist, also es, man könnte ja meinen, man hat früher, nee, man, zusammengearbeitet und auf einer Ebene, wo es natürlich immer noch weiter an der Ebene, aber man hat durch als Geschäftsführer ist noch ein bisschen was anderes. Und ich finde es gut, dass man sich, dass sie uns trotzdem re respektieren. Und natürlich, wenn du jetzt mittlerweile neue Leute dazu holst, ist natürlich, man kennt sie noch nicht so lange, das ist natürlich der Vorteil, dass man direkt professioneller reingeht und noch nicht dieses Freundschaftsband noch nicht da ist. was hilft natürlich in solchen Geistgesprächen, weil man da quasi noch ein bisschen weniger emotional da ist. Und in diesen Gesprächen ist der Benni schon der emotionalere Part. Und ich bin dann der eher, der es nochmal so glatt zieht und nochmal versucht, alles gegenüberzustellen. Und dann, dass man da am Ende einen Strich drunter machen kann, ob es geht oder nicht. Könnt ihr schwere Gespräche gut führen? Also könnt ihr also kündigen? Ich habe immer gesagt. Und das, das, das weiß der Benny auch und das da das, das mache ich auch kein Geheimnis draus, ähm, wenn es irgendwann, wenn irgendjemand was tut, was sich, nicht, was sich nicht entschuldigen lässt, etwas klauen zum Beispiel oder so, oder weiß ich jetzt auch nicht, irgendwas machen oder irgendwas uns verheimlichen arbeitstechnisch. Ja, aber kann ja auch sein, einfach wirklich nicht, oder nicht gut zu, arbeiten. Nicht genau. gut arbeiten. Also ich persönlich kann sagen, dass ich, wenn das dann wirklich so ist und ich da hundertprozentig hinterstehe und ich auch nicht denke, ich mag die nur nicht, sondern dann habe ich damit kein Problem, ja, die Person noch zu... Also wir, haben wir damit kein Problem, Personen zu sagen, es passt nicht mehr. Und wenn irgendwas mal passieren sollte, wir haben keine Lust mehr oder, oder so. Ich glaube, ich glaub, wir wollen immer unser Lebenswerk schützen. Und ich glaube, das ist wirklich dieser diese Antrieb. Das heißt, wenn es einen faulen Apfel gibt, der uns der einfach für uns dann nicht mehr ausreicht, dann haben wir damit auch, auch kein Problem, das über die Bühne zu bringen und zu sagen, hör mal zu, da war es eine super Zeit, aber es passt nicht. Ich hab, weil ich, für mich ist es immer das Wertvollste, ist für mich das Lebenswerk. Und jeder kann daran teilhaben, aber wenn ich merke, diese Person bringt uns nicht weiter oder schadet uns vielleicht sogar durch das nicht vorhandene Können, dann machen wir das sauber, aber wir machen es. Wie ist das denn mit sowas wie Ansprüche? Weil auch da, die verändern sich. Mhm. Ne? Also, das ist, ähm, ihr arbeitet jetzt mit Florida Entertainment zusammen, die Produktionsfirma von Joko und Klaas. Mhm. Das ist ein Riesenladen, ein unglaublich ähm, mhm. hoher Qualitätsanspruch, wenn man sich jetzt irgendwie allein nur die. Doku anguckt, mhm. die Joko gerade gemacht hat für Amazon. Allein, also was da an Schnitt, an, an, mhm. an Grafiken durchläuft, das ist ja Musik, das ist ein irres Niveau. Ja. Und das ist ja dann manchmal so, dass ähm, das eigene Team, man denkt so, oh, das will ich auch, aber mhm. man sieht auch, hm, äh, die Claudia, so gut kann sie es gar nicht mhm. äh, und eigentlich wollen wir aber so aussehen. Mhm. Wie geht ihr mit, mit so einer Anspruchshaltung ran? Ähm, also ich glaube, es ist, ist, ist glaube ich, ein Fehler, wenn man ich, die, man vergleicht sich, das ist ganz normal. Also wir sind ja auch, also man vergleicht das und aber ich, das ist total falsch, weil du kannst jetzt eine Firma, die jetzt ein eigenes Gebäude hochgezogen haben und mit 250 Mitarbeitern kannst du mit unserer Klitsche noch nicht vergleichen. Ich, da, deswegen, Aber wir sehen auf jeden Fall das Potenzial, dass es auch mal so werden kann. Und das ist mir so persönlich wichtig. Ähm, aber auch bei uns, also wir, wir ja, sind persönlich ja auch jetzt noch nicht ähm, auf Joko und Niveau, sondern wir sehen bei uns ein Potenzial, wir sehen aber auch bei dem, unserem Team Potenzial. Also wir sind alle noch nicht ähm, ready, äh, um, um jetzt von jetzt auf gleich genau. übermorgen eine Amazon-Doku zu drehen. Das, das geht nicht, auch von der ManV nicht. Aber es gibt ja manchmal genau das, wo du merkst, die Person, da ist, da ist Schicht im Schach, die kann das mhm. gar nicht. Also weil du. Mh, mhm. Also, das eine ist das Talent, das können vielleicht aber auch das Wollen. Mhm. Also, das, das Wollen ich. ist bei uns immer natürlich an oberster Stelle, ja. noch, noch vor dem Können. Das heißt, motiviert sein, sich Sachen anhören, sich Sachen aneignen, wenn man es vielleicht vorher nicht so gekonnt hat, dass man vielleicht dann das mit uns gemeinsam lernt und rausfindet. Das Wollen steht bei uns über dem Können. Und dann muss aber, dann kommt aber auch irgendwann das Können. Und natürlich, was wir jetzt gerade machen, alle Leute, die jetzt auch da sind, wenn die das nicht können würden, würden sie auch nicht da sein. Das heißt, so, für zukünftige Projekte, das wird sich dann alles zeigen. Also, ich habe also auch keinem Team, wo ich sage, dem traue ich das nicht zu. Aber man weiß ja nicht, wie die Zeit weitergeht, was man machen möchte, in welche Wege man sich entwickelt. Und da müssen wir auch, hat eine gute Spürnase, die hatten wir bisher aber auch, entwickeln, wenn wir neue Leute ins Team dazuholen, dass die dann auch die dann auch schon mit etwas kommen, mhm. dass, dass das auch schon für neue Sachen ausreicht. Dass das vielleicht, vielleicht wichtig ist der nächste Redakteur, den wir holen, der hat Fernseherfahrung, Der nächste Cutter hat vielleicht da eine Erfahrung. Mehr, mehr als wie wir vor fünf Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren da gestartet sind, wo man eher so ein bisschen aus dem, vom einen Büro ins nächste gezogen ist und da hat man vielleicht ein bisschen da geschnitten und hier ein bisschen eine, eine Wackelkamera gehalten. Ähm, die nächsten Leute, die kommen, das wird schon wahrscheinlich mit einem anderen Know-how sein, die da hinkommen. Ähm, aber das. Ja, ja, sich genauso. Also, man muss Bock drauf haben. Gut, Dennis und ich machen halt ganz viele Sachen gleichzeitig. Wie kannst du, du kannst nicht von den Mitarbeitern erwarten, dass sie auch alle, 500 Aufgaben haben und das ist klar. Also natürlich, wir sind auch, Dennis und ich sind ja auch sehr belastbar. Wir haben uns das ja auch selber ausgesucht. Ist unsere so, Firma. Ist auch unsere Firma. Das heißt, wir haben auch die Verantwortung völlig zu Recht. Man muss auch da, da dazu sagen, da wir ja noch ein kleines Team sind, macht bei uns im Team jeder mindestens zwei Aufgaben. Das heißt, die sind auch geschult, ähm, viele Sachen gleichzeitig zu machen. Und ich finde, das macht uns auch aus, dass wir trotz diesem kleinen Team so viel, so viele Sachen machen, so viel unterschiedliche Sachen machen, und das, deswegen bin ich davon überzeugt, dass sie das drauf haben und können. Dennoch kann ich da denn jetzt nur supporten und sagen, wir haben natürlich auch andere Projekte vor, weswegen wir uns ja auch mit der Florida auch ähm, eine, eine Firma gegründet haben. Und diese Ziele sind größer und, ähm, und da sind dann auch. Ich möchte meine eigene, als Beispiel, eine eigene ähm, Samstagabendshow entwickeln und auch gleichzeitig selbst produzieren. Und das kannst du nicht mit sechs Leuten oder mit acht Leuten. Da brauchst du mehr, brauchst du ähm, musst Know-how entwickeln. Und ähm, glaube ich, das ist auch dann auch die Challenge. Und ja, du hast auch eben. Ich, ich glaube, manchmal setzen wir müssen uns gegenseitig bremsen. Unseren Standard halt auch an, an, an unsere Leute an. Und das ist falsch, weil die sind ja nicht in der Position, wo wir sind. Das ist ja auch ganz normal. Deswegen, Sie machen andere Aufgaben, vielleicht weniger Aufgaben. Das ist auch komplett okay so. Wir müssen halt manchmal ein bisschen uns selber runterfahren, dass wir nicht das gleiche erwarten von denen, was wir von uns selber beide erwarten. Und da müssen wir halt so, so, immer so ein bisschen gucken. Dass das so im Einklang bleibt, dass man nicht sagt, Mensch, das ist aber blöd. Der, hast du gesehen, der ist um 18 Uhr nach Hause gegangen. Ja, weil es ein gutes Recht ist, um 18 Uhr nach Hause zu gehen. Ja. Nur weil wir noch bis 23 Uhr hier sitzen, weil wir es fertig machen wollen, muss das kein anderer. Und das Gute ist bei unseren Drehs, auch am Set, als du damals bei uns warst, hast du vielleicht auch ein bisschen mitbekommen, dass das wie so ein. Wir haben mit denen nur ein Format gedreht, aber das ist wie ein Muskel. Das heißt, es wird so schnell ganz umgebaut. Und haben ja, auch nein, Leute, die sind da seit Januar erst bei uns, die haben es schon so verinnerlicht. Das ist, glaube ich, bei uns was ganz anderes als bei einer typischen TV-Produktion. Das ist einfach dieser Mix aus, aus Amateur- und Profiliga ist bei uns ganz krass. Also da steht, wir filmen da mit Spielreflex, mit keinen richtig großen Pumpen. Aber trotzdem ist das ein fernsehartiges Studio. Die Vorbereitungen laufen im Hintergrund. Das ist auch, das ist schon alle, jeder Weg ist eigentlich schon vor. Gegeben und ähm, die Leute, die es hinkriegen, die jetzt auch ein Team sind, auch die neu reinkommen, ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Zeichen, dass sie auch in Zukunft den Weg mitgehen können, weil die manche würden wahrscheinlich sagen, ähm, ganz kurz, ich bin hier als äh, Cutter eingestellt worden. Mir hat keiner gesagt, dass ich hier noch eine Kamera halten muss. Adios so. Und das ist bisher gar nicht so, denn die gehen den Weg mit uns und die haben auch alle voll Bock drauf. Und ähm, umso größer wird der Luxus dann irgendwann, wenn man sagen kann, wir haben da vor Ort ein Team, du bist jetzt erstmal nur Cutter und dass diese, diese Momente werden ja irgendwann kommen, dass man nicht mehr alles macht. Aber für dieses Projekt, was wir jetzt machen, geht es gar nicht anders. Für dieses Kapitel vor allen Dingen auch. Für dieses Kapitel, genau, ja. Ähm, ihr habt ja einen sehr, sehr bunten Gästemix. Und das ist auch das, was ich für mich auch immer so beanspruche. Wer entscheidet, wer da kommt? Wir. Also wir haben früher, ähm, ähm, bevor Linda unsere Gästeakquise jetzt ähm, macht, haben wir das immer alles selbst gemacht. Wir machen das äh, auch immer manchmal teilweise noch selbst, weil dann schreibt man einfach den Promi selbst, wenn man einfach den Direktkontakt hat. Das ist, glaube ich, einfacher, als wenn du erstmal übers Management gehst. Ähm, aber die Entscheidung, ich glaube, genau. die, die Entscheidung, also wer bei uns sitzt, das, hat, das ging dann über uns, da kann man uns dann für festmachen. Also gegenüber ging über unseren Tisch. Also wir entscheiden das dann auch. Wir werden vorher gefragt, das ist eine Liste, die würden wir gerne einladen und machen ja rote Strich durch oder okay. Und das heißt, wer eingeladen wird, wird eingeladen, weil wir auch dann das Go gegeben haben. Was anderes würden wir auch nicht machen, auch nicht zulassen. Auch wenn es wahrscheinlich Arbeit abnehmen würde in manchen Situationen. Aber ähm, das ist schon schon wichtig. Ja. Was ist das Kriterium? Ach, das ist ganz schwer zu formulieren, gerade bei Sendungen. Also wen kann man einladen, wen nicht? Mhm. Wir, haben, wir haben vor kurzem Ricarda Lang eingeladen. Ähm, wir, wir haben auch Glas Klingbeil eingeladen, Frau Streck-Zimmermann. Und dann bei Ricarda Lang die Kommentare waren natürlich eher, warum die grüne, links, versifte Funk, bla, bla, bla. Dann kommt ein zwei Tage später sitzt der Kollege und da bekommen wir das Bashing von der anderen Seite. Ihr das und das. Also es ist immer. Natürlich haben wir Kriterien, aber diesen Kompass haben wir, aber ich finde das immer ganz schwer zu formulieren. Es ist immer wirklich auf die Person, hm. wer das jetzt in der Sekunde ist. Also, also ganz oft auch laden wir uns auch Leute ein, die wir selber als Privatpersonen feiern. Also, das heißt, das ist auch ein, ob es Thomas Gottschalk ist zum Beispiel, oder ob, weiß ich, ganz viele Musiker, Musikerin, ja, und Musikerinnen. Lena, auch Lena auch oder Kesper und so, da hat sie man einfach, oder Mats Hummels oder Podolski, also. Die, da bin ich einfach froh, dass die da sind, weil einfach, hallo, Mats Hummels, Polowski ist Weltmeister oder äh, Lena May Landrut äh, ESC und, und Kesper, wie ich XOXO, das ist war mein Album. Das sind so, so Leute, dann die laden wir ein, weil weil Dennis mich die einfach als ganz Ken egoistisch kennenlernen. Ja, ganz, äh, ganz, ganz oft egoistisch. Also ich mache mhm. ganz oft egoistisch, dass ich sage, ich möchte ihn einfach sehen. Fragt ihn mal bitte an, ob der kommen möchte. Das machen wir, das geht, lagern wir mittlerweile aus an, an die Linda meistens. Ich möchte Kesper jetzt mal sehen. So, ich, oder Christoph von der, Fühl der... ihn mal vor. Ja, ich möchte oder Christo, Christoph von der Sendung mit der Maus mit dem grünen Pullover ja, auch da ist Ralf Kaspers, Ralf so. kaspers ja. macht A das sind einfach so Sachen boah geil in der eigenen Show sind, sitzen die die mit denen ich aufgewachsen Jetzt bin. sind ja gerade in Ernie und Bert dran mhm. das sieht auch gut aus für nächstes Jahr Vielleicht wahrscheinlich das Brot war auch schon da also das sind so Leute und so Personen Personen. Gibt es Leute, die ihr gerne einladen wollen, würdet euch aber nicht traut, weil dann der Vorwurf kommen würde, wie könnt ihr so einer Person eine Plattform geben? Ich, ich lasse diesen Vorwurf gar nicht an mich ran, weil ich, also diese, das wird immer irgendwie eh immer kommen, du kannst es nicht allen recht machen. Warum gibt ihr denen die, diese eine Bühne? Ich mag, das hasse ich nicht Du hast auch letztens noch einen Podcast gehabt, wo du diese Plattform. Wer war nochmal dazu Gast? Äh, da war Thilo Mischke. Genau, least. da hast du auch die Frage gestellt: Wann gibst du dem den Plattform, der eher gesagt, hinsetzen wird, man kann sich unterhalten und dann, weil ich finde immer doof, man vergisst bei diesem Argument immer, dass wir ja auch vor Ort sind. Also das Argument ist immer Plattform geben. Und das hört sich so an, als das ist dein Stuhl, wir gehen jetzt mal in die K Kantine und du hast 19 Minuten Zeit, einfach mal in die Kamera zu labern. Und das wird, laden wir dann hoch. Dem ist ja gar nicht so. Ja, wir haben auf jeden Fall auch unsere, unsere Standards und auch wenn ich natürlich damit einige wahrscheinlich jetzt verschrecke, die sagen, die haben 20 Prozent, aber ich würde niemals jemanden von der AfD einladen. Nicht für mich ausgeschlossen. Ist für mich, für uns persönlich ausgeschlossen. Ähm, Marco Söder? Ja, Söder ist. Ja, wenn will mit ihm ein bisschen essen, vielleicht sowas. Söder würden wir einladen. Ähm, aber es ist, es ist verschwommen. Ich, es, gibt keine, es gibt keine Checkliste, wo ich jetzt sage, hm, sondern mm -hmm. ich muss mir die Person angucken, überlegen. Und dann hat man so ein Innerlass zu haut auch mal daneben bestimmt. Also, ich, ich will mich jetzt nicht freimachen von Schuld, Es gibt bestimmte Personen, wo man sagen würde, hm, weiß ich jetzt nicht. Also, ich, ob ich jetzt nochmal Söder so Mundschuh einladen würde, weiß ich jetzt nicht. So, der war zweimal bei uns. Müsste man diskutieren? Kommt drauf an, vielleicht welches Format? Weiß ich nicht. Für manche, manche Gäste sind auch einfach auserzählt. Wahrscheinlich würde ich ihn allein nicht mal einladen, weil wir schon zweimal bei uns waren. brauche jetzt hm. nicht den neuesten Stand aus seinem Leben. So. Allein auch, allein aus inhaltlichen Gründen. Aber es ist, kommt immer so auf die Person an sich dann an. Ja, ist so ein Gefühl. Entweder man macht's Klick oder man macht keinen ganz Klick. Oft bei, ganz oft bei, ganz bei Deutsch-Rappern, die bei uns gewünscht werden. Fight Bank zum Beispiel. Da kannst du natürlich immer sagen, in seinen Texten sagt er das und das. Und das ist immer schwierig bei so Musikern, gerade bei Deutsch-Rappern. Ja, da kannst, ja, da kannst du dir sagen, Mensch, guck mal die Texte und sowas. Aber das ist für mich so schwammig, weil er ist dann ein Rapper und, ja, und von, wenn er sich dann bei uns in der Sendung ähm, negativ äußert und weiter auf diesen auf diesen, keine Ahnung frauenfeindlich ist oder oder was, was sie grundsätzlich feindlich und sich ekelhaft verhält dann sind wir beide auch dann da um das dann auch einzuordnen also ich glaube schlecht wäre wenn er sagen würde ich hasse alle Frauen die doch alle scheiße hinter den hat und Dennis und ich sagen okay perfekt kommen wir zur nächsten Frage das wäre glaube ich doof mhm. aber ich glaube wir sind ja auch dann da und bei uns ist das immer meistens keine Ahnung ich, ich habe manchmal das Gefühl bei uns es klingt jetzt blöd aber bei uns ist ist ja steht die Unterhaltung ganz oben das Lustige und da wir ja nicht so einen krassen Interview Podcast haben, wo es dann, wo dann noch mal nachrecherchiert wird und geguckt wird, was hast du denn 2007 gemacht? Ist es bei uns läuft das immer alles so unter dem Thema Kindergeburtstag? Und ich glaube, da sind wir, also wir nehmen die Promis in unsere Welt mit rein und die bringen nicht ihre Weltmeister nicht bei uns mit rein, dass sie ja quasi bei uns dann irgendwie noch mal noch einmal noch was Homophobes vorrappt, sondern aber trotzdem gibt es ja keine Ahnung Agnes Strack Zimmermann mhm. die kultige äh, mit der mit der, mit der Kutte dann mhm. an äh, und trotzdem äh, entscheidet sie ja wahnsinnig ja. wichtig Wichtige Dinge, die unter Umständen auch gut oder schlecht oder ja, wie auch ja. immer sind. Ja, ja. Also, das ist, äh, man, man gibt natürlich Politiker, Politikerinnen, gerade wenn es, wenn es so kultig ist. Mhm. Das ähm, stimmt, ja. Stimmt. Ja, total. Das ist wahr. Das stimmt. Sie die sitzt dann am Quiztisch und ist dann lustig. Wir sind insgesamt eine lustige Sendung. Das heißt, die Sie hat natürlich auch dann Anteil daran und das ich verstehe das Argument definitiv, dass man sagt na klar guck mal die ist ja voll lustig eigentlich und dann selbst wenn es unterbewusst ist aber allein der Gang in diese Formate ähm, ähm, macht sie natürlich wahrscheinlich auch für macht sie macht sie cooler so. macht sie für ihre Lobbyarbeit natürlich auch wieder gut definitiv ja. ja oder auch Karl Lauterbach hat sie damals bei uns weil genau. die in dieser Corona-Zeit ähm, was wir halt möchten ist wir haben ja aktiv also wir 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 Politiker wurden uns noch nie angeboten sondern die laden wir aktiv ein das heißt wir haben uns jetzt Anfang des Jahres gesagt wir möchten einfach mal gucken wie das so läuft wir haben Lars Klingbeil gehabt wir haben Frau Strack Zimmermann gehabt wir haben Karl ähm, wir Lauterbach Lauterbach haben wir schon gehabt, einfach mal gucken, wie das so läuft. Gysi, Gregor Gysi, hat ja. Gysi war da, ähm, wie das so angenommen wird und wie es, wie es nicht, es geht mir gar nicht so um die Quote, sondern wie reagieren die Leute so darauf. Und natürlich, dass man so eine gewisse, 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 ja, so ein Fächer hat an Parteien, die quasi ja. dann zu uns kommen. CDU sagen, sagen uns da die Leute aktuell noch ab. Bei mir auch, ja. ja. Amto hat auch leider keine Lust zu uns zu kommen. Ähm, aber wir wollten einfach mal gucken, wie das so ist, weil wir sind in der Sendung, wir erreichen junge Leute und dann muss man einfach auch mal gucken, wie schlagen sich Politiker da. Und natürlich kann man sagen, das, das Argument stimmt ja im Endeffekt ja auch. Sie sitzen bei uns, sie kriegen Einlauf, es läuft Musik, sie beantworten lustige Fragen. Aber ähm, ich würde es falsch finden, wenn man diese Politik aus so einer Unterhaltungssendung, die so viele junge Leute erreicht, einfach komplett ausklammern würde. Dann hat man ich so ein Last Ding bei gehört. Wir hatten bei Last Ding bei in der Sendung, wir haben ja auch immer oft Wildcard-Kandidaten bei uns Fans. Und dann war, war dann jemand von, ich glaube, von den Grünen oder so, ein mm. 19-Jähriger, der hat dann irgendwie so einen Klimabericht mitgebracht und vor der Kamera ihm einen Klimabericht gegeben und sagt: hey, So, ja, klingen Beil. Und da waren auch die Kommentare voll, die gesagt haben: Wow, toll, dass du das gemacht hast, wow, cooler Moment. Also, dass er. Er konnte sich dann auch nicht flüchten, der weil Er sitzt nicht bei Maisberger, sondern er sitzt dann bei uns und da hinten sitzen noch 300 Leute in der Kamera. Und in den 90er-Jahren gibt es den Klimabericht und sagt: Bitte lesen Sie ihn mal durch. Das haben sie irgendwann mal versprochen. Und das haben sie eingehalten. Bitte schön, kannst du mal durchgucken. Allein dieser Moment war mhm. das schon wertvoll genug, dass wir den Herrn Klingbeil eingeladen haben. Oder Lars, wie ich ihn nenne. <laughs> <laughs> Lasi. Alle nennen ihn Larsi. <laughs> ja. ähm, du hast gerade von der Kurde gesprochen. Mhm. Und ich kenne das bei, bei berühmten Fernsehmenschen. Da geht nichts über den nächsten Tag bei DWDL nachgucken, hm. äh, wie war denn die Quote. Und da ist, würde ich sagen, immer die Quote der Chef. Ähm, wer ist euer Chef? Hm. Ich glaube. Ich, ich unser Kopf es, unser Kopf und ich glaube ich, ich lasse das gar nicht an mich ran also diese Quoten das Quotenzeug lasse ich nicht an mich ran weil ich halt so ein kreativer Mensch bin und wenn ich immer auf die Quote gucken würde ich glaube ich würde mich selbst blockieren und würde nicht der sein den oder könnte nicht der sein den die Leute da draußen mögen wenn ich da ich glaube ich würde mich selbst blockieren Na klar achten wir drauf was funktioniert gut wo wir, wir gucken halt immer dieses Spiel hat einen riesengroßen Aufwand es wird aber nicht geguckt dann irgendwann müssen wir ja sagen ja gut in der Zeit können wir zwei andere Sachen machen lassen ja. wir es sein aber grundsätzlich machen wir das, worauf wir Lust haben. Und wir, natürlich manch, freut man sich. Natürlich, Und man freut sich, wenn das, wenn das Ding eine Million knackt, aber dann habe ich aber, ich habe lieber 65.000 ähm, Interessierte ähm, Zuschauer und Zuschauerinnen, die Bock haben auf ein, auf ein Spiel mit Gregor Gysi oder auf den Top-Gregor Gysi, weil das unterhaltsam war, du hast da tausend Kommentare, hast da Bock drauf. Also, diese Klicks und diese Views sind mir, diese ehrlichen Zuschauer sind mir wichtiger als ein Viral-Hit, wo dann irgendwie 2,5 Millionen Leute zugucken und dann sind ganz viele Random-Kommentare auch von Leuten, die uns gar nicht kennen. Und mir sind diese, diese Community-Kommentare viel wichtiger als. Okay, ja, wer seid ihr denn, oder? Ich glaube, es ist halt ganz keine Ahnung, dafür, ist schwer zu erklären. Irgendwie. Dafür kritisiere ich den Benny auch regelmäßig, dass ich sage, ja, einerseits kannst du dir das rausnehmen. Ich bin der Kreative. Ich bin hier der Kurt Krömer und mir ist die Quote egal, aber er verlässt dann das Gebäude und der BR ist damit die Quoten allein. Aber er ist auch der BR. Beziehungsweise du bist auch die Produktionsfirma. Das heißt, mit, mit Verantwortung, das heißt, wir leben nicht von den Klicks. Wir sind ja bei Funk. Das heißt, wir bzw. wir produzieren im, im Namen des HR für Funk. Also ist er ein ja ein bisschen. Das heißt, wir haben jetzt keinen Quotendruck. Aber natürlich gibt es Gespräche und das funktioniert so nicht. Mhm. Von wenn, wenn wir jetzt nur fünf Klicks im Jahr haben, dann glaube ich nicht, dass wir neuen Budget wir, wir die, Wir machen aber diese, ich glaube, diese Gespräche, die man da führt, und da zieht das ja auch raus. Ja, ich kann das irgendwie nicht, weil Absprungrate ab vier Minuten sieben gibt's den Rate, und dann gibt's das und hier und klickt mich hier rein. Mich blockiert das. Mir macht das keinen Spaß. Und ich möchte das nicht, weil ich dann schlechter werde, wenn ich mir das andauernd geben würde. Und ich bin da so ein kreativer Mensch. Ich kann also ich, ich ertrage das nicht. Das ist mein ja. Werk, was ich mit Liebe gestalte so verstehe. durch durch so ein durch so ein Raster durch so eine Excel-Tabelle gedrückt wird, weil das ist ja das Werk steht für sich und muss kann ich irgendwie ich mag das nicht wenn das dann so auseinandergepflückt wird und verstehe und, ich aber ich du hast gerade gesagt du, du kannst das nicht ich glaube du willst das nicht ich will das nicht ja. genau und wir hatten gestern ähm, über ein neues Format gebrannt im, Ta im Taxi auf dem Weg zur nächsten Drehlocation und dann habe ich auch gesagt in, im Auto war auch und, war unsere Social Media Redakteurin und ähm, die natürlich irgendwie zehn Jahre jünger ist als wir und das alles so ein bisschen besser im Blick hat und da war auch so etwas Typisches, dass ich gesagt habe, wir können auch dann noch eine Anmoderation machen. Und da war, ist genau der Moment passiert, in der Benny nicht, nicht sie, aber dem Moment, die das Thema verabscheut war, als sie dann gesagt hat, ja, nee, Anmoderation will ich weglassen, wegen Absprungsrate und Wiedergabe. Und ich habe gemerkt, wie Benny der das zwar vor mir, aber so im Sitz, weil... Darum kann es, muss, man muss einen Mittelweg finden. Einerseits stimme ich ihr zu, wir haben vor kurzem ein Quiz gemacht, wo es insgesamt 15 Sekunden Bedenkzeit gab und die haben wir auch voll in voller Länge drin gelassen erstmal in Folgen. Hat aber auch unsere Social Media Direktorin gesagt, Mensch, lass uns doch rausnehmen. Weil das bringt nichts, man guckt in die starre Gesichter 15 Sekunden lang und ich wische mich persönlich selber dabei, dass er versucht vorzuspulen, weil es ist uninteressant, es passiert nichts. Mhm. Und hat der Benny auch erst sich 10 Minuten gewehrt, lautstark, ähm, am Aber Tisch, hab, am Redaktionstisch dann und im Endeffekt, und hab auch, war auch eine richtige Entscheidung. Manchmal muss man ja auch in die richtige Ecke prügeln, so, dass, das dann, dass er das dann auch versteht und Menschwerk ist auch Glück hier mit der Entscheidung. Es ist also immer so ein Mix. Ja, wir gucken schon. Und ja, mir tut das dann auch weh, wenn ich einen Drehtag gehabt habe und dann funktioniert das nicht. Ärgert mich dann auch. Und das habe ich leider, konnte ich nie abstellen. Werde ich auch nicht abstellen können, dass mir das komplett am Arsch vorbei ist. Hat ja für Laude, glaube ich, auch gesagt, das ist so eine Krankheit, dass man immer drauf guckt. Ja. Obwohl er natürlich noch ein bisschen was anderes er war ja ne, die Nummer eins von, von YouTube ist noch was anderes. Aber trotzdem, ähm, das muss man trotzdem, man muss es im, im Zaun halten. Und vielleicht ist das auch wieder dieses Yin und Yang, dass eben das scheißegal ist, und mir ist das gar nicht egal. Wir können wir uns ja irgendwie in der Mitte treffen, dass. Was übersehen Menschen, die sowas machen wollen? Also ihr guckt euch ja viele Sachen an. Ihr seid ähm, das haben alle, die irgendwie sowas machen, gemein. Die gucken sich an, was andere machen, wie das mhm. andere machen. Was übersehen Leute, die das vielleicht noch nicht so lang machen? Was ist ein Detail? Äh, ich glaube, das, was wir machen, das ist enorm viel Arbeit. Ich glaube, das denkt man vielleicht erst gar nicht. So, also es ist nicht so, dass du dich einfach in ein Set setzt und dann geht die Kamera an und die Leute kommen einfach. so. Wir haben uns auch diesen Gästestamm ja auch aufgebaut. So, das ist, das ist jahrelange Arbeit, auf jeden Fall. Dann, dass man ähm, ja, man muss auf jeden Fall gewillt sein, Verantwortung zu übernehmen. Also wir haben ja viel Verantwortung auch für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Wir haben ganz viele haben Kinder und müssen ja ihre Kinder versorgen und das heißt, wir haben da schon extrem Verantwortung. Ich glaube, das sieht man auf dem ersten Schritt? Im ersten Schritt jetzt auch nicht. Und Aber das ich vielleicht zurück zu dem Thema von eben, wo ich gesagt habe, ich Verantwortung übernehmen und ich glaube deswegen schreibe ich manchmal zurück. Das ist für mich gar kein Druck. Also ich verspüre keinerlei Druck, weil ich weiß, dass ähm, die Mitarbeiter von uns Kinder kriegen, Familien gründen. Ich habe keinen einzigen Druck, nee. dass ich. Nicht, weil mir es egal ist, sondern ich habe so also ein Urvertrauen, glaube ich, in uns beide und in das, was wir zusammen machen, dass ich da gar keinen Druck habe. Ja. Ich habe mit vielen gesprochen, die gesagt haben, ich habe jetzt zwei Mitarbeiter und kriege ich ein Kind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, das ist, dann ist das schon falsch. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du hast auch Verantwortung, trägst auch Verantwortung. Also ich spüre da keinerlei Druck, denn wenn es mal vorbei sein sollte, man hat sich damit Füßen und in Händen und Füßen gegen gewehrt, dann kann man auch nichts mehr machen. Dann trifft mich ja auch keine Schuld. Also deswegen. Ich das, genau. Ja. Also und vor allen Dingen auch in der, in der Zeit, in der wir jetzt leben wo die Menschen, die jetzt für euch oder für mhm. mich oder für uns arbeiten, sofort einen neuen Job kriegen würden. Also wo man ja auch so danach helfen könnte, und sagen: "Ich rufe mal da schnell an", damit mhm. das also weil das mhm. also, alle Menschen die Firmen irgendwie haben suchen ja Leute. Also von daher ist das auch sich das auch nicht. Aber ich meinte gar nicht so sehr diese Verantwortung, sondern ich meinte eher Details. Also ähm, bei ja. mir ist es zum Beispiel, dass ich weiß, dass ähm, ich sag mal consistency beats intensity das kommt vom Brazilian Jiu-Jitsu oder wo auch immer mhm. das herkommt dass man sagt eigentlich ist das jede Woche Mittwoch kommt eine Folge raus seit sechs Jahren oder sieben Jahren. Also das spielt mhm. eine unglaublich wichtige Rolle. Wir hatten so einen Moment, wir haben vor einem Jahr unser Studio umgebaut. Also du warst noch in einem alten Studio, mhm. das neue kennst du noch gar nicht. Und da haben wir einfach mal aus, aus, aus beim Umbau haben wir einfach mal geguckt, wir haben ja im Hintergrund immer so viele Fangeschenke stehen gehabt. Ja. Und da haben wir einfach mal aussortiert die Schrottgeschenke oder die verderblichen Geschenke haben wir rausgeräumt. Und dann stand das neue Studio da und dann war, waren nur noch so die best coolsten Geschenke da. Und da unser unser Ab dem der Redakteur beim HR gesagt, Mensch, das sieht irgendwie so leer aus, Wir so, nee, das muss jetzt cooler sein, das war zu viel Krams. Und irgendwann jetzt, wenn du jetzt wieder anguckst, nee, genau diese Details waren es. Das war es jetzt, warum das Studio lebt. Du kommst da rein und das ist so: da steht irgendwas. Man guckt, man guckt wie in, in ein Museum rein. Mhm. Auf, ein, auf, der, auf unserer Toilette im, im, im Studio hängen Bilder von Ralf Rute, der, was uns damals gemalt hat, für, für, als wir ein Spiel gespielt haben. Dann hängt irgendwo so ein Plakat von uns, wo wir gezeichnet wurden von den Fan. Dann hängt da die Express-Schlagzeile. Ähm, ähm, die Schlagzeile, der Welt war das. Oder, ja, die auch, aber im Express Düsseldorf, was also sind die lustigsten Zwillinge im Netz? Die hängt, das ist quasi wie ein Sammelsurium und das wollten wir erstmal nicht, weil gesagt haben, das ist cooler, das muss schnittiger sein mhm. oder, oder auch so reduzierter. Aber nie, genau mhm. das ist es. Die Leute bringen was mit, das, das, da hängen hängt jetzt wieder ganz viele Schals und es gibt irgendwelche kleinen Figürchen und genau das ist es. Also, dass man merkt, dass das so lebt. So, das vermisst man halt auch, wenn wir in anderen Produktionen sehen manchmal, in der Showproduktion, da merkt man halt, Studio ist in drei Tagen wieder abgebaut und dann ist, zieht der Wanderzirkus weiter. Und das ist halt, na, es ist natürlich auch logisch, ähm, aber das finden wir bei uns halt so schön, dass überall irgendwas Kleines zu entdecken ist. Irgendwie dahin das Foto von Thomas Gottschalk, wenn du in den Winkel guckst, siehst du ein Bild von Walter Freiwald, was wir da auf, aufgestellt haben, ihn zu ehren. Und das ähm, ähm, das ist halt, glaube ich, das, diese Liebe zum Detail. Ob, das, ob man das so sein. Und das würde würd ich mir gern. Ähm, behalten, auch in den nächsten Jahren. Vielleicht, so wie man es damals mitbekommen hat von MTV Home, Neo Paradise, Circus Halligalli, ist ja irgendwie quasi auch immer nur ein bisschen größer geworden, aber es hat irgendwie die Seele nicht verloren. Und das würde ich mir auch für uns wünschen, dass man sagt, man erkennt das immer noch, den Style, also man, mhm. in welche Studio es als nächstes geht, aber trotzdem spürt man da, dass die Seele dann auch da ist. Und ich glaube, dass es bei uns den goldenen Ananas zu gewinnen gibt, aber die kann man nicht gewinnen, die kann man nur anfassen. Mhm. Und das sind so Sachen, die Ideen, da brainstormen wir nicht, sondern das passiert on the fly. Und mhm. die goldenen Ananas gibt es als Gewinn, weil wir das zum ersten Mal gespielt haben und irgendwas aus der Studio-Deko Studiodeko dahingestellt haben. Und wir konnten, wir hatten keinen Bock, dass die Leute das mitnehmen. Dann hätten wir es nicht, nicht zweimal drehen können, deswegen haben wir gesagt, das nur anfassen. Und das ist so ein Running Gag entsteht bei uns ganz viel. Wir sind neun, also 90 Running Gags bei uns, die dann sich dann in ein Format entwickeln oder in irgendeine Aktion entwickeln. Also ich, ich übertrage das mal, also nicht zu professionell werden, wenn es um sowas wie so Sets mhm. oder so geht, sondern eigentlich zu gucken, was ist eigentlich so ein bisschen schrullig und das Schrullige eigentlich sogar noch ein ja. bisschen mehr betonen. Ist natürlich der Mix, weil ähm, wenn man jetzt sagt, man hat irgendwie, man ist irgendwo auf dem Rego fernsehen oder stellt man irgendwie ganz viele Sachen auf, dann wirkt es auch blöde. Mhm. Aber wir haben ja auch diese, mhm. diese, diese Hülle. Dieses, diese Hochglanzhülle von dem Grafischen her, von den Spielen her, von den Gästen her. Und das, mhm. der Mix ist das. Also wenn ich, Michi wenn ich da Center TV Aachen gucke und da sitzt irgendwie ein Jongleur und im Hintergrund sitzen irgendwelche Jojos, dann ist natürlich klar, das ist nicht das gleiche, wie wenn Lena vor einem Fanschall sitzt, den irgendwie von einem Acht liga verein uns irgendeinen keiner mitgebracht hat. Dieser Mix ist das, glaube ich. Das ist, dann, das ist schon ah. das Gesamtpaket. Ich glaube, wichtig ist auch, dass dranbleiben auf jeden Fall. Also, wir haben ja in der Woche vier Content-Pieces raus. Und ähm, das ist auch etwas, was, was, was ich total wichtig finde. Also, ja, nur auf YouTube, ne, Auf TikTok und so auf weiter. Auf YouTube, genau. Auf TikTok gibt es auch weiteren äh, Content. Ähm, das das würde ich auch als Tipp mitgeben. Und das, das halte ich für enorm wichtig, dass man einfach da bleibt und dass man ähm, nicht, vielleicht nicht nur als, als, als ein Kanal, nicht nur einmal die Woche was raushaut, sondern wir als Show ähm, machen vier content Pieces, um auch A, natürlich nicht in Anführungszeichen vergessen zu geraten und B, um einfach diesen bl bunten Blumenstrauß, den wir halt ähm, anbieten, dass wir den auch einfach raushauen können. Also, das heißt, jede Woche ist bei uns anders. Also, in der Woche hast du dann Gregor Gysi, dann kommt äh, Riso und dann hast du ähm, Rainer Kallmund und dann, ähm, was weiß ich, äh, Joko Winterscheid oder Sophie Passmann. Also, ist bei uns halt diese Mischung. Das finde ich auch. Enorm wichtig, dass man da dran bleibt und nicht einfach mal eine Pause. Ich, ich finde diesen dranbleiben Tipp immer so ein bisschen schwierig, weil es gibt auch Leute, die bleiben irgendwas immer dran, obwohl man von außen, von du, ich, wenn, man sagen würde, Mensch, jetzt sich mit dem jetzt vielleicht selbstständig zu machen, dran zu bleiben, bringt vielleicht nichts. Also, keine Becher, weiß ich nicht, Becher mit Löchern unten dran, ähm, auch wenn es ein Lebenstraum ist, ich, ich glaube, das wird niemals funktionieren. Deswegen ist bei unserer Karriere ist ja immer so gelaufen, wir haben das ja jahrelang als Hobby gemacht. Wir ja. 2016, das heißt, wir haben es immer gemacht, es wurde von Anfang an zu einem Ritual und wir haben nie gedacht, boah, Aber jetzt, ich ist glaub, jetzt glaub, das sind nur 8 ihr, Euro auf dem YouTube-Konto. Da das meine ich das ja, ja gerade. Genau. Das heißt, das dann, 2016 und so, dann, wir haben es so lange gemacht, wir haben nicht von Anfang an alles auf eine Karte gesetzt, wir haben Ausbildung gemacht, wir haben beide abgeschlossene Berufsausbildung, wir haben Abitur und dann haben wir halt gearbeitet von der Werbeagentur, von der Werbeagentur sind wir zur Produktionsfirma, da haben wir dann vier die Woche, vier Tage die Woche, dort fünf gearbeitet, weil wir den anderen Tag da gedreht haben. Und dann der nächste Step war dann, oh, cool, es gibt Funk und dann, ja, da gibt es Budget und dann ja, konnte man damit plötzlich Geld verdienen. Mhm. Wir waren nie blauäugig. Und ich glaube, das ist, ist auch etwas, was wir uns jetzt, was, was ich gern beibehalten würde. Dass man nicht blauäugig ist. Man, niemand kann verhindern, dass irgendjemand mich verarscht, dass man Steuerberater sich plötzlich absetzt und, mhm. und man, oder mich acht Jahre falsch beraten hat, wo ich jetzt nicht ausgehe. Aber ansonsten glaube ich, dass man nicht blauäugig ist. Das ist glaube ich ganz wichtig. In welchem Kapitel würdest du sagen, seid ihr jetzt? Also, du hast ja, das ist ja schon ein paar Mal gefallen, der mhm. Kapitel, aber wenn man so guckt, es gibt ja Menschen, die ein Buch schreiben, die wissen eigentlich schon, jetzt sind wir hier und da wollen wir eigentlich hin. Also, wenn wir das mal so mhm. als Also ja, wir sind übers Vorwort hinaus. Wir sind, <laughs> wir sind auf jeden Fall schon im, im, im zweiten wilden Kapitel. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da ist, da kommt gleich, da kommt noch irgendwas. Das Buch ist so gerade so zu, zu, zu einem Drittel, glaube ich, gelesen. Mhm. Aber die letzten zwei Drittel wären doch mal richtig krass und da die, der Nachruf, äh, der kriegt nochmal einen eigenen Kalender oder so. Also wir sind noch nicht mehr ganz am Anfang. Also das ist schon ein Drittel, glaube ich, gelesen. Aber bei diesen großen Karrieren, und die guckt euch ja auch die ganzen Leute an, mhm. ähm, gibt es ja immer irgendwann, die Heldenstory macht immer irgendwann so ein mhm. und dann kommt es irgendwann das Comeback und dann ist mhm. es natürlich alles super. Was könnte euer sein? Ich habe oft darüber nachgedacht, Good was so, weil wir kennen, nicht weil uns das zugefallen ist und nicht weil wir so also total toll sind, aber wir haben bisher noch keinen so einen richtig krassen Flop hingelegt. Es gibt bestimmte Sachen, wo wir vielleicht mal gesagt haben, wir waren ja auch im letzten Jahr in der Mediathek zu sehen, da waren wir inhaltlich nicht von überzeugt, das war für uns so ein Ding, hm, das haben wir uns eigentlich, der Best Case war es jetzt nicht, wir haben uns den Best Case anders vorgestellt, wir haben unsere Sendung quasi ins Fernsehen übertragen, aber es hat uns dann nicht gefallen. Mhm. und das heißt das war schon so ein Ding da weil wir das war auch ein ziemlich längeres Projekt da haben wir auch vorher gesagt Mensch da freuen wir uns drauf das dann zusammen anzugucken war ist, null so diese Big Band Big Band Geschichte die sechs Folgen e genau ja. mhm. und da haben wir uns davor haben wir bei uns immer gesagt wir werden so stolz sein wir gucken uns im und waren wir am Ende war Gut und es wird deutlich Schlechteres produziert, aber waren wir beide nicht zufrieden mit. Das war so der erste Knick, wo ich gedacht habe, okay, zum Glück haben andere Leute das trotzdem gut gefunden, aber für mich persönlich war es so der erste, bisher der erste große Knick. Ähm, mir fällt aktuell nichts ein, wo ich sagen würde, ähm, wenn, wenn wir, sagen wir, mal, die, die Funk würde morgen sagen, wir stoppen Reddit for uns die Produktion. Da würde ich jetzt nicht denken, dass unsere Karriere. Einknickt, sondern wir sind aktuell dann so, dass wir sagen können, okay, da wahrscheinlich freuen sich Leute, endlich dann uns jetzt auch mal ansprechen zu können, die sagen, okay, seid jetzt von Funk weg, was machen wir denn? Mhm. So, diese Zeichen kriegen wir auch gerade so also aktuell, aber trotzdem sind wir natürlich froh, dass wir da sind. Ich weiß nicht, ob, im besten Fall, weiß ich nicht, kommt der Knick dann irgendwie mit 59 und dann ist, ist nur das Ego angeknackst, aber mhm. finanziell sieht es so aus, dass man sagen kann, ja gut, okay. Dann bin ich vielleicht nur Talkshow-Gast oder mach vielleicht da mal was oder dann bin ich dann irgendwie in irgendwelchen Radiosendern der große Star oder so. Ich hoffe, ich, ich kann mir aktuell diesen großen Knall nee, noch nicht, nicht vorstellen. Ich mir auch nicht. Also, ich, ich befasse mich damit auch irgendwie gar nicht, so dass ich sage, weil ich, weil ich uns die, auch einfach kenne, ja, weil ich ganz genau, genau weiß, es gibt nicht das, Bennys Handy ist dann aus und für zwei Monate erreiche ich ihn nicht mehr, weil er einfach geknickt ist, sondern man ist sauer, man wird lauter werden, man würde wahrscheinlich sagen, kacke, kacke, kacke. Aber ich kenne uns beide ja, also du kannst uns nachts wecken und wenn du irgendwie ein Logo brauchst für irgendwas, dann setzt der Benny dich nachts an den Rechner und macht dir das eben noch. Also das, das ist einfach unser Naturell, mhm. dass wir einfach, ich hasse es nichts mehr als ein volles E-Mail-Fach, ich will das einfach beantwortet haben und ich will, ich will, dass nur eine Mail drin ist und, oder null, mhm. ich will jetzt einfach. Ich kann das nicht, ich kann Sachen noch nicht aus. Manche Sachen schiebe ich auf. So im ja, Chat aber das, das schönste Gefühl die Sachen abzuarbeiten. Ja. Und dann hat so eine Auf der Fahrt hierhin habe ich die Mails beantwortet und ein Spiel Elster mir ausgedacht. Und das kann ich hier ganz frei sitzen oder dass ich denke, oh mein Gott, auf dem Rückflug, dann muss ich da in mein Handy irgendwas, nur irgendwelche Notizen. Ich fliege eh nicht gerne. Das heißt, ich bin eh un unkonzentriert. Das ist dann uh, ganz doof. Ähm, ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, was uns da jetzt, was uns aufhalten soll erst, erstmal. Kann ich mir nichts vorstellen. Es gibt ja dieses schöne Plakat in deiner Wohnung mit, mit äh, Tommy drauf mhm. und dir, und was du ihm geschenkt hast. Mhm. Und äh, rein dann ist er ja da. Wir haben auch heute so angefangen. Ähm, was wäre, und damit würde ich gerne langsam enden wollen, was mhm. wäre jetzt auf dem Plakat drauf? Also, meinst du, es ist dieses berühmte Hotel Matze-Plakat? Nee, oder? das machen Ach, wir, das machen wir, Das kommt danach. Aber was jetzt auf dem Plakat drauf wäre, Der wären nur wir drauf. Da braucht ja. so kein Gottschalk mehr drauf. Das ist, der, das ist der nächste Step. Damals war er noch der, auf dem Foto hat uns ja quasi auch buchstäblich irgendwie, nee, wir, wir hüpfen aufeinander und er steht da rum. Mhm in seinem Beatles T-Shirt und äh, Str Freude strahlen und jetzt auf dem nächsten Plakat sind nur wir beide drauf. Da brauchst du keinen Zusatz mehr, sondern die Leute kommen dann zu uns und äh, wir sind da drauf dann. Ich sehe Benny wirklich einfach nur ganz toll. Nee <laughs> ja. 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 Dich genauso. Also kann ich unterschreiben. Ja, Glaube ich auch dran. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben? Sonst würde ich die letzten drei Fragen stellen. Mach gern. Ich bin bereit. <lacht> 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 Ich wollte jetzt noch ein Spiel spielen und so. Nein, auf gar keinen Fall. Was denken andere über euch, was nicht stimmt? Ich. Boah, gute Frage. Also, Machen wir jeder einzeln. Ja, ja, ja. ja. Ähm, was denken Leute über uns, was aber nicht stimmt? Ich glaube, früher haben ganz viele Leute gedacht, dass wir extrem ähm, von uns selbst überzeugt sind und äh, sind wir auch. Also wir, wir mögen ja das, was wir tun, aber dass wir irgendwie auch vielleicht unnahbar sind und arrogant sind oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise nicht greifbar sind. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, wir sind greifbar und sind auch total nett und also normal. Ich von sich her zu so behaupten, dass man nett ist, ist ein bisschen doof, aber. Wir sind so, wie wir sind, das kann ich jetzt nicht unterschreiben. Also, ähm, das ist etwas, was, ich, was uns früher mal öfters an den Kopf geknallt worden ist. Oder, Oder vielleicht auch einfach nur für dich. Mhm. Genau, dass man, nur für, dass man nur. Ach so, okay. Mhm. Ist ja halt schwierig, wenn man irgendwie immer als Duo denkt. Ja? Ähm, gute Frage. Ähm, wenn ich auf, auf Leute treffe, die mich ansprechen, dann sagen die mal aus Jux, dass ich reich wäre. So reich wie du wäre ich gerne. wo ich dann immer sage, so reich bin ich nicht. Ich bin überhaupt gar nicht reich. Also finanziell darf in Zukunft gerne noch was dazukommen. Das ist sowas. Ansonsten charakterlich, I don't know. Also das sind so, vielleicht machst du mal weiter, wenn dir was einfällt. Ich glaube, ähm, glaub, die Leute denken, glaube ich, ähm, wenn du ein Zwilling bist, ganz oft und du denkst, glaube ich, ganz naiv, dass. Beide wahrscheinlich komplett gleich sein müssen. Und ich glaube, das, denk, das denken viele so. Wir haben ja eben schon herausgefunden, wir sind ja, das wissen wir auch schon länger, wir sind ja gar nicht hundertprozentig gleich, wir sind schon sehr ähnlich. So, ich glaube. Ich bin der Dicke. <laughs> ja. Schon sehr ähnlich. Aber ich glaube, dass die Leute denken, wir sind Zwillinge, wir machen alles gleich. Das stimmt halt, das stimmt halt nicht. Wir machen vieles zusammen auf, auf eigenen Wunsch hin, aber wir haben auch eigene Gehirne. So, das auf jeden Fall. Ja. Gut. Was lernt der, oder nein, was lernst du gerade, Dennis, was du noch nicht so gut kannst? Ich glaube, ich lerne einfach, dass ich diese Sachen, diese, diese, ob es jetzt um so Trauerverarbeitung geht oder ob es darum geht, mal Stopp zu sagen. Ich glaube, habe ich auch in dem Gespräch noch mal herausgefunden, dass ich solche Sachen einfach, glaube offensiver angehen muss. Also dass ich das, ich jetzt kann ich es noch in der Hosentasche verstecken, aber ähm, ich, ich, ich muss einfach irgendwann auch mal so damit, wie, wie auch immer, da versuchen damit umzugehen, dass ich dann einfach, ich habe für mich schon, ich weiß das für mich, ich, nicht, dass ich in meinem Kopf einen einen Kampf führe und sage Nee, das nee, komm, nee, doch nicht. Ich, ist mir schon bewusst, dass ich da was wegtue, was ich, was, was aber eigentlich an die Öffentlichkeit, nicht an die breite Öffentlichkeit, sondern in, in meine persönliche Öffentlichkeit muss, dass ich solche Sachen öfter aussprechen muss, das habe ich, glaube ich, gelernt. und ähm, ich, ich, lerne gerade, ähm auf noch mehr Aufgaben abzugeben. Also wir machen immer sehr gerne alles selbst, weil wir dann davon ausgehen, dass es dann perfekt ist, aber ist manchmal auch gar nicht so. Also ähm, auch für, ich bin ja doch im Bereich Schnitt noch aktiv und dann versuche ich jetzt nach und nach noch immer mehr Sachen von mir wegzuschieben. Also nicht negativ gemeint, sondern einfach dem Team zu geben, was sich auch darüber freut, damit ich einfach Zeit für andere Sachen habe. Und das ist voll schwierig, das ist gar nicht so einfach. Vielleicht denken die Leute draußen, ja dann gibt doch einfach dann das Dienstags-Content-Piece oder Mittwochs-Content-Piece einfach ab, ist auch egal, aber so egal ist das nicht, weil ich auch das, was ich mache, liebe. Und weil es auch dann, ich komme mir auch drin vor, mir macht es auch irgendwie auch in einer gewissen Art und Weise Spaß, aber man muss einsehen, dass man nicht mehr für alles Zeit haben kann und deswegen werde ich gerade so die Sachen ein bisschen zu verteilen und abzugeben. Die letzte Frage, ähm, da müsst ihr aber was drauf schreiben, ist die Plakatwandfrage hm. am Alexanderplatz. Und was würdet ihr... Naja, wir machen einmal einzeln und dann mhm, zusammen. Okay. Also, diesmal fängt... Benni, an. Was okay. willst du auf die Plakate schreiben? Ich würde draufschreiben: ähm, Wetten das mit Dennis und Benny Wolter heute 20.15 Uhr. Es muss, ja, muss ja keine Probefläche sein. Man kann ja irgendwas draufschreiben. Ne? Ja. Ähm, ich würde, glaube ich, sagen, dass man. Du ähm, musst auch Werbetexte. ja. <laughs> Schöner Drucksituation. <laughs> Jetzt nochmal richtig nachgeschoben. <laughs> vielleicht hört auf, euch zu schämen. Ich glaube, ich schäme mich in so vielen Momenten, wo das einfach nicht nur in solchen komischen, wirklich lustigen Momenten, sondern ich schäme mich generell schnell für irgendwie für das, was ich vielleicht dann vielleicht ich so, schämt euch nicht für eure Emotionen vielleicht so. Das auch, für sowas. Also man sollte, bevor man, man sollte sich, glaube ich, man schämt sich viel zu oft. Wie oft denkt man sich, Mensch. Scham ist aber auch was Gutes. Scham ist auch was Gutes, natürlich Schamgefühl und so kann auch was Tolles sein, aber ich glaube, wenn es dann irgendwie ähm, Scham ist für irgendwelche Sachen, die jedem irgendwie passieren oder so, dann sollte man auch für sich zu schämen. Also schämt euch nicht? Schämt euch, nicht, schämt euch nicht zu oft. Oder schämt euch, schämt euch weniger vielleicht, mhm. weil Schämt an sich ist auch okay, ich möchte das Gefühl auch nicht missen. Ich finde es auch. Man kann ja auch da so, kann man auch Witze daraus machen. Man kann das auch irgendwie dann in so eine Beziehung zwischen in so einem Duo auch einweben, dass der eine sich viel schneller schämt als der andere. Finde ich auch ganz lustig in solchen Momenten, aber ähm, ja, sowas. Und gibt es noch was, was ihr zusammen draufschreiben würdet? Oder ist das jetzt. We love to entertain you. <laughs> aber nee, du kannst ja mal, du musst ja nicht sagen. Ja, immer das ist aber für uns beiden, würde ich sagen. Wir lieben es, Leute so, zu so, unterhalten. Bin, ich finde das ganz passend. Ja, zwei für alle Fälle. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Unterstützt meinen Ausschnitt? Ich unterstütze Ideen? deine, deine okay. Promo-Fläche, ja. Dann würden wir das machen. Wir können in den Shownotes ja sechsteiligen emotionalen Text für mir noch einfügen, den ich dann draufschreiben würde. Ja. Nein, das ist ja schon, ist ja schon der Gruß ja. für, 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 den, für das nächste Kapitel. Mhm. Ein Stück weit. <laughs> mhm. ähm, vielen herzlichen Dank für euren Besuch. Ich danke dir. viel Neues erfahren und äh, fand das super, euch irgendwie anders zu erleben. Dankeschön. Hat, hat, hat einen sehr viel Spaß gemacht. Kleiner Fanboy-Moment. Ähm, danke für das Erreichen meiner Ziele und danke für den Kuchen auf jeden Fall. Ja. Ciao. Ciao. Das waren Benny und Dennis Wolter. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und auch Zuschauen. Ich kann es mir schon richtig vorstellen, dass die beiden irgendwann mal durch Berlin fahren. Ich sehe die im Auto sitzen und dann gucken sie raus und fahren an einer Plakatwand vorbei, wo sie selbst drauf sind. Es hat eine große Kraft, Dinge zu visualisieren, ob das dann eintreten wird oder nicht. Aber erstmal weiß man ja, was man will und kann sich vorstellen und dann kann man da auch vielleicht irgendwie hinkommen. Ich finde das faszinierend, wenn man das so ausspricht, wenn man auch den Mut hat, das zu sagen und freue mich total weiter zu beobachten, wie die beiden ihren Weg dahin fahren. Ich würde jetzt gerne etwas machen, was ich überhaupt nicht mit den beiden abgesprochen habe, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie überreden kann. Und zwar verlosen sie bei sich auf ihrem YouTube-Kanal immer wieder wildcard gästelistenplätze Das heißt, ein Worldwide Wohnzimmer-Zuschauer, eine Zuschauerin kann sich durch einen lustigen Kommentar... In ihre Show und sitzt dann am Tisch mit einem großen Hollywood-Star. Zum Beispiel. Und ich fände es cool, wenn eine Hotelmatze-Hörerin, ein Hotelmatzehörer hörer dort mal mit am Tisch sitzen würde. Und ich bin mir ziemlich sicher, irgendwie kriegen wir das dann auch hin. Meine Frage wäre, was sollen Benny und Dennis Wolter als erstes machen, wenn sie einen Vertrag mit ProSieben unterschreiben? Schreibt das sehr gerne in die Kommentare, schreibt es bitte in die Kommentare und ich suche dann die lustigste Antwort aus oder die beiden machen das und dann kriegen wir das irgendwie hin und vielleicht bin ich ja dann auch an dem Tag da. Fände ich witzig, wenn wir das hinkriegen. Wenn ihr Lust habt, einen anderen Blick aufs Berühmtsein zu bekommen, dann möchte ich euch die Folge mit Paula Hartmann empfehlen. Und ich möchte mich bedanken bei Lena Rocholl, bei Maximilian Frisch. Bei Andi Finz und bei Jan Köppen für die Unterstützung. Und ich freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören oder wiedersehen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Euer Matz.